What do these things want, and why are they here? You still don't get it, do you, boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them. We have no other choice. We're in trouble. The whole world's in trouble. Guten Tag und schön, dass, auch wenn es so spontan war, schon einige da sind und auch schon am Chat aktiv noch am uns unterstützen sind. Also das nenne ich ehrliche Supporter hier. Wir haben uns heute spontan zusammengefunden und zwar einmal der liebe Dave, der hier das ganze Ding sozusagen technisch aufbaut. Er ist sozusagen der junge Patrick Breitenbach, als er noch in seinen noch im vollen Saft stand. Hi Dave, wie geht's dir? Ja, großartig, großartig. Ich musste jetzt hier mit einer fremden Arbeitsfläche sozusagen arbeiten und musste mich da ein bisschen reinfuchsen. Aber es hat ja geklappt. Darum sind wir jetzt alle glücklich. Das ist hervorragend. Die Idee zu diesem Podcast, sage ich schon, die Idee zu diesem Stream, das auch auf jeden Fall als Podcast und Video on Demand gehen wird, hatten zwei Menschen aus unserer Community, die uns vor kurzem darauf aufmerksam gemacht haben, hier, da gab es ein spannendes Event und es wäre spannend, es aus einer bestimmten Perspektive zu analysieren. Warum sie uns das gesagt haben und warum sie wissen, dass es eine gute Perspektive ist, das ist sozusagen der Autoritätsteil, den wir jetzt aufbauen werden. Denn ich würde einfach die beiden sich selbst vorstellen lassen. Ich fange einfach mal mit Martha an. Hi Martha, wer bist du und warum hast du diese Autorität heute? Hi. Autorität klingt ein bisschen weird, aber ich bin heute hier, um diese Debatte Erben verpflichtet, die vor einer Woche oder so gestreamt wurde, aus einer Kommunikationsperspektive zu beurteilen. Und das ist tatsächlich das, womit Max und ich uns beschäftigen. Wir haben progressive Perspektive gestartet. Da beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Progressive besser kommunizieren können, um damit die Chance auf progressive Politik zu erhöhen. Ich habe selber Werbung und Marktkommunikation studiert vor einigen Jahren und anschließend unterschiedliche Unternehmen zu ihrer Markenstrategie und ja, zu Kampagnen beraten. Und ja, das Ganze setze ich jetzt sozusagen politisch fort, um einfach ja, was für den progressiven Wandel zu tun und progressiven Gruppen zu helfen, besser zu kommunizieren. Ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich hätte schon Bock, eigentlich nur theoretisch darüber zu diskutieren, weil ich glaube, es ist ein zu unglaublich komplexes Thema, aber vielleicht dazu gleich mehr. Also es kann ja sein, dass wir die ein oder andere Theorieausdrifterei machen werden, kann dir passieren bei mir manchmal, aber du bist ja nicht alleine heute dabei, du bist sozusagen in Begleitung von Max. Guten Tag, Max. Hallo. Ich bin Max, ich habe Medieninformatik studiert, bin dann aber quasi durch die Softwarebranche in diversen Kommunikations- und Designagenturen gelandet und habe da mitbekommen, wie auch für Unternehmen und verschiedene Marken Markenkommunikation gestaltet wird, bin dann auch irgendwann eher ins Management abgedriftet und habe dann Unternehmen aus diesen Agenturen heraus beraten und habe auch neben der Arbeit dann angefangen, mich mit anderer Kommunikation zu beschäftigen, politischer Kommunikation. Und wir sind dann quasi dadurch auf Bücher von George Lakoff gestoßen und von Elisabeth Weding und von anderen WissenschaftlerInnen, die sich gerade auf politische Kommunikation spezialisiert haben und das auch wissenschaftlich untersucht haben und eine Menge toller Bücher geschrieben haben, die wir dann auch gelesen haben. Und das Spannende fand ich eigentlich, dass diese Bücher schon sehr lange existieren, also schon vor mehreren Jahren geschrieben wurden, aber eben für den englischsprachigen Raum, also gerade den amerikanischen Raum. Und gefühlt diese ganzen Erkenntnisse, die diese WissenschaftlerInnen hatten, noch nicht in den deutschen Raum übergeschwappt sind, zumindest noch nicht in die progressive Szene. Und genau deshalb kam auch die Idee, progressive Perspektive zu starten und das wissenschaftliche Wissen quasi nach Deutschland zu holen. Und und wir hoffen, dass das etwas bewirken kann, um mehr progressive Politik auch in Deutschland zu haben. Ja, ich würde sagen, progressive Politik ist eine Sache, die in Deutschland nicht stattfindet, wenn man ganz böse ist. Von daher wäre es sehr gut, also wirklich, ich glaube, ich kenne keine Partei, der ich jetzt zuschreiben würde, sie stehe wirklich im Kern für Progressivität, aber vielleicht können wir dazu im Detail noch weiter diskutieren. Aber ich würde mal sozusagen ein bisschen anfangen und den Rahmen setzen für dieses Event.
Das Event ist von der, ich glaube, Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, die nicht wissen, die ist eine SPD-nahe Stiftung. Diese ganzen Parteien haben ja so Thinktanks, also formell sind sie ja irgendwie nicht verwandelt, aber die sind immer irgendeinem nahe. Und so wie ich das auch verstanden habe, und ihr könnt mir da gerne helfen, ich glaube, ihr beide habt auch das Video ein bisschen detaillierter angeschaut als wir beide, ist die ist das Event eigentlich dafür da, um aktiv über das Thema Erbschaft zu sprechen und dass eine Umverteilung notwendig ist. Und was wir uns heute angucken, ist der zweite Teil dieser Panel-Diskussion. Es gab einen ersten Panel-Teil, da ging es mehr um so, ich glaube, das waren Bundesverfassungsrichter und so weiter dabei und Steuerexperten, die über das Thema Erbschaftssteuer so aus einer rechtlichen und Verfassungsperspektive gesprochen haben. Und dann gab es den zweiten Panel, das ist das, was wir uns heute anschauen werden. Und dort, ich sag mal, gab es mehr eine ökonomisch-politische Debatte. Ich muss mal nachschauen, ich kenne tatsächlich nicht alle Teilnehmer. Selbst mal schnell einen Blick reinwerfen. Aber ich weiß, der moderiert wurde es von Thilo Jung, also Thilo von Jung und Naiv. Da sollten, ich glaube, da, ja, viele, die sich das hier anhören, haben schon mal von Thilo Jung gehört oder sich mal die ein oder andere Debatte, die wir uns auch angeguckt haben, hiermit verfolgt. Daneben war die, ich sag mal, Ungleichheitsforscherin Martina Linatas da. Dann Armand Zorn, der ist für die SPD im Bundestag und ist dort stellvertretender Sprecher für den Bereich Finanzpolitik. Dann Stefanie Bremer, sie ist Millionenerbin und Aktivistin bei Tax Me Now. Und Roland Frank, Lobbyist für Familienunternehmen. Oder um genau zu sein, Lobbyist für die Stiftung Familienunternehmen. Und ich sag mal, es gab eine sehr spannende Dynamik und ich meine, Max, du hattest mich auch da, oder du hattest, wir haben ja sozusagen in der gemeinsamen Gruppe, da hattest du ja reingeschrieben, dass Thilo da was ganz Spannendes gemacht hat, was man sehr selten sieht in solchen Debatten. Er hat nicht so richtig losgelassen. Kannst du nochmal mir deine was war nochmal die spezifische Motivation, dass du gesagt hast, da beobachtest du etwas, was man sonst nicht beobachtet? Ja, na, was wir uns vor allen Dingen anschauen, ist die progressive Kommunikation. Das heißt, wir schauen uns eigentlich weniger an, was Konservative richtig oder falsch machen in ihrer Kommunikation, sondern eher progressive. Und leider beobachten wir, dass das relativ wenig ist, was sie richtig machen in vielen Debatten. Und das war eins dieser wenigen Momente, wo quasi ein progressiver Mensch, in dem Falle Thilo, progressive Werte in die Debatte eingebracht hat und auch ganz klar gehalten hat. Also diesen Frame sozusagen, wenn man jetzt ins Framing rübergeht, gehalten hat. Und ich glaube, wenn wir quasi anfangen, das zu schauen, also den Moment, wo das passiert, können wir dann auch nochmal drauf einspringen, da kippt quasi die Debatte in einer gewisser Richtung und wird ja dann relativ hart, wenn man so möchte, vielleicht von außen, wenn man das erste Mal so sieht, aber ich glaube, es ist total spannend, sich das anzuschauen, weil wenn man als progressiver Mensch den Frame oder die Werte richtig kommuniziert und in die Debatte einbringt, dann wechselt plötzlich diese Debatte, weil momentan ist es eher so, dass Konservative aktiv den Frame setzen und quasi bestimmen, worüber gesprochen wird. Und Progressive sind eher in der Defensivhaltung. Und das werden wir jetzt auch im Laufe der Debatte gerade am Anfang sehen. Und wir haben da einige Beispiele oder beziehungsweise die Personen werden das auch selber machen, dass eigentlich erst der Moment, in dem Thilo diesen Frame setzt, in dem er eine gewisse Frage stellt, auf eine gewisse Art und Weise, plötzlich sich der Roland in dem Sinne in einer Verteidigungshaltung befindet, was normalerweise leider in sehr vielen Debatten immer dem Progressiven passiert, dass sie sich verteidigen und ihre Werte jedes Mal verteidigen, aber innerhalb des konservativen Frames. Ja, ich bin mega gespannt. Am Ende gibt es ja auch Fragen. Ich glaube, die würde ich mir gerne ansehen, weil ich glaube, ein paar Sachen sind da. Ich glaube, ich glaube, da müssen wir hinkommen. Ich glaube, da muss man einmal durchgegangen sein. Vielleicht nochmal für die Menschen im Chat, falls ihr Fragen habt, also falls ihr spezifisch uns Fragen stellen wollt, dann macht das gerne jederzeit. Am besten sowas mit Frage Doppelpunkt und dann die Frage, weil oft ist im Chat ein eigener Diskurs und dann ist dann immer für mich schwierig abzuwägen, ist das jetzt eine Frage oder ist es gerade ein Diskursbeitrag, der im Chat läuft. Ansonsten, falls ihr keine Einwände habt oder noch Wörter von euch geben möchtet, bevor wir einsteigen, würde ich vorschlagen, wir steigen ein.
Alle dabei? Alle sehr gut. Dabei. Sehr gut. Max, ich würde dir einfach die Steuerung übergeben, falls es für dich in Ordnung ist. Du hast ja schon sozusagen, also was wir machen, wir überspringen jetzt sozusagen so ein bisschen Anfangsgerede und steigen sozusagen schon direkt in den zweiten Teil ein, wo dieser Panel mit den besagten Leuten ist. Gerne, gerne. Aber wenn ihr Momente habt, wo ihr stoppen wollt, dann... Keine Sorge. Okay, dann legen wir mal los. So, wir hatten gerade ja die eher rechtliche, wissenschaftliche Diskussion, jetzt ist politisch. Jetzt brennt die Luft vielleicht gleich mal, wir sind gespannt. Gehen wir kurz eine Runde durch, unsere vier Gäste oder RednerInnen. Erklärt doch mal ganz kurz, warum ihr euch für Ungleichheit und die Erbschaftssteuer interessiert. Martina. Ja, hallo in die Runde. Also, stell dich kurz vor. Gut. Mein Name ist Martin Linatas. Ich promoviere am Exzellenzcluster Script in Politikwissenschaft an der Freien Uni und forsche eben seit 3 Jahren zur Erbschaftssteuer. Und zwar sowohl in Deutschland auch als auch in Mexiko, vergleiche die beiden Länder miteinander und habe auch Ungleichheit.info gegründet. Und zwar deswegen, weil ich einfach Ungleichheit als eine der größten Herausforderungen unserer jetzigen Zeit verstehe und auch eben den direkten Bezug zwischen Erben und Ungleichheit auf der anderen Seite eben aufzeigen möchte. Roland? Ja, ich heiße Roland Franke, ich bin gelernter Jurist, bin Leiter Steuer- und Finanzpolitik bei der Stiftung Familienunternehmen und Politik. Und wie wir eben gerade schon in der letzten Stunde gehört haben, ist die Erbschaftssteuer für die Familienunternehmen natürlich ein Riesenthema und deswegen eben auch Bestandteil meiner Arbeit. Stefanie? Ich bin Stefanie Bremer, ich bin Erbin von Familienunternehmensanteilen, habe somit also nichts dafür getan, reich zu sein, bin es aber trotzdem. Und ich engagiere mich bei der Initiative Tax Me Now, Initiative für Steuergerechtigkeit e.V., in der sich vor allem, aber nicht nur, vermögende Menschen organisieren, um für mehr Steuergerechtigkeit zu kämpfen. Denn das sehen wir als einen sehr wichtigen Bestandteil an dessen, dass eine Demokratie und eine Gesellschaft funktioniert. Und Armand? Armand Zorn ist sogar der Bundestagspräsidentin auch schon mal passiert, also von daher. Nein, Armand Zorn ist mein Name, SPD-Bundestagsabgeordneter, stellvertretender finanzpolitischer Sprecher meiner Fraktion und als guter Sozialdemokrat ist mir das Thema Steuergerechtigkeit natürlich sehr wichtig und insbesondere vor der Situation, in der wir uns gerade befinden, wo wir auf der einen Seite eine Krise haben oder multiple Krisen haben, die wir lösen müssen, aber auch zeitgleich die Transformation bewältigen müssen. Das alles hat einen Preis, das alles kostet viel Geld und da sind wir schnell bei der Frage, wie können wir die notwendigen Ressourcen mobilisieren. Fangen wir mal mit Stefanis Beispiel an. Stefanie hat gerade gesagt, dass sie eine Erbin ist und nichts dafür kann, dass sie reich ist. Roland, findest du das gut? Das kann passieren, ja. Dagegen ist nichts einzuwenden. Also, dagegen ich sag mal, ist nichts einzuwenden? Nein, nein. Warum nicht? Also wir leben in einer freiheitlichen Ordnung, die Eigentum grundsätzlich schützt. Sonst würde hier vieles noch viel schlechter funktionieren. Und dann gehört das eben auch dazu, dass man erbt. Und das kann eben vielleicht auch mal ein Unternehmen oder Anteile davon sein. Stefanie, da hast du ja gleich einen Befürworter neben dir sitzen. Bist du froh? Dann Gegenfrage, was habe ich denn gemacht, dass ich das verdient habe? Ich glaube, es geht nicht ums Verdienen. Sie hätten ja ausschlagen können. Da hat er sich rhetorisch direkt genatzt. Ja, das ist, da merkt man schon jetzt, sie kommt gar nicht damit klar mit dem Konter, ne? Und das ist also ja noch. Ja, ich würde ihr ein bisschen Slack geben. Eigentlich sollte jemand anders auf dem Panel sein. Sie wurde kurzfristig dazu geholt. Also man sollte zumindest so viel Slack geben. Ne? Also ja, geh hin und dann hast du halt direkt so einen, ich sag mal, gut rhetorisch vorbereiteten Familienlobby-Menschen da sitzen. Also so viel Slack kann man ihm noch geben. Aber ja, sie wurde direkt im ersten Satz rhetorisch genatzt. Ja, wenn man es ganz kritisch sieht, kann man auch sagen, eigentlich, also Sie reden jetzt quasi über den Verdienst, wie habe ich mir eigentlich diesen Wohlstand erarbeitet? Also es geht eigentlich ja gar nicht, in dem Sinne wird dieser Wohlstand weitergegeben, sondern erstmal geht es gerade nur darum, habe ich diesen Wohlstand verdient? Also es ist eigentlich, wenn man es ganz hart nimmt, eine ganz andere Debatte. Also ist ja überhaupt ein hohes Einkommen, ein hohes Vermögen, sollte das überhaupt möglich sein? Und da steigt die Debatte jetzt auch schon mal eigentlich ganz anders ein. Aber ja, sie wird sich natürlich noch ein bisschen weiterentwickeln. Also er hat quasi von vornherein, macht er so eine Art Derailing oder was? Ja, weil er verteidigt im Prinzip überhaupt, dass Menschen Reichtum anhäufen oder ein Vermögen anhäufen und geht gar nicht auf den Aspekt ein, dass dieses Vermögen in der Debatte, dass es darum geht, dieses Vermögen an die nächste Generation weiterzugeben. Wird er auch in der Debatte noch häufiger machen. Aber jetzt analysieren wir gerade wieder den Konservativen. Gehen wir mal weiter. Ja, und dann haben wir immer noch keine gerechtere Gesellschaft, nur weil ich es hätte ausschlagen können. Dann hätten wir ja noch mehr Vermögen bei noch weniger Menschen. Gut, ich weiß nicht, wie bei Ihnen die Familienverfassung ist und was also die Kautelen sind, ob Sie jetzt ohne weiteres verkaufen dürfen, aber Sie dürften sicherlich innerhalb des Familienkreises verkaufen, dann hätten Sie zumindest das Geld und könnten damit natürlich auch was anfangen.
Ja, nochmal, dann habe ich immer noch nichts dafür getan, dass ich dieses Geld besitze. Aber Sie hätten dann etwas getan, was offenbar dann stärker Ihren Intentionen, die ich jetzt nur vermuten kann, entsprechen würde. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum Sie mich das fragen, weil also wenn Sie Ihr Geld loswerden wollen, da gibt es bestimmte Möglichkeiten. Ja, aber Roland, das Thema ist, du findest es gut, dass man reich werden kann, ohne da was für getan zu haben. Sind deine Familienunternehmer, die du vertrittst, haben die auch alle nichts gemacht? Sind die reich, weil sie nichts gemacht haben, oder haben die was geleistet? Da gibt es ganz viele, die ganz viel leisten. Ja, warum unterstützt du denn die nicht? Ja, das mache ich doch. Ja, aber du unterstützt ja auch die gar nichts machen und trotzdem reich werden. Ja, Moment. Also man muss ja schon irgendwie das ganze Bild sehen. Also vorhin, die Anke hat schon gemeint, wir sollten nicht voreilig irgendwie am Grundgesetz rumfummeln. Und das Grundgesetz ist ja nicht einfach irgendeine Charta, wo ein paar Leute was aufgeschrieben haben, sondern da ist ja schon ziemlich viel aus unserer Geschichte, aus unserer Erfahrung eingeflossen. Das ist die Basis für unser ganzes Gemeinwesen. Und dazu gehört eben auch, dass man Eigentum haben kann. Also was er hier auch wieder macht, ist, er bezieht sich auf Bestehendes. Das ist auch ein typisches konservatives Mittel, zu sagen, die Gesetze sind so, wie sie sind, die können wir auch gar nicht verändern, wir müssen alles so lassen, wie es ist. Und deshalb können wir jetzt auch nicht einfach anfangen, Eigentum zu besteuern, höher zu besteuern oder eben Erbschaften zu besteuern. Ja, und was er natürlich da auch macht, ist, er führt eine falsche Debatte. Also wenn er, also klar, Eigentum verpflichtet, laut Grundgesetz haben wir alle Eigentum. Aber da steht ja nicht, dass man das nicht besteuern darf. Also es ist kein Verbot der Besteuerung von Vermögen oder auch in dem Fall Eigentum oder Erbschaft. Eigentum ist ja Erbschaft in dem Sinne. Und bei der Erbschaft würde man ja auch keinen sagen, man will Menschen enteignen. Das ist ein anderer Diskurs, der geführt werden kann. Sondern da geht es ja einfach darum zu sagen, es geht darum, seinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und wenn man ganz hart ist und auf Leistungsgerechtigkeit gehen will, es geht darum, dass Menschen, die keine Leistung erbracht haben, nicht etwas bekommen. Ja, und das, aber da derailt er natürlich relativ direkt. Absolut. Ja, wie gesagt, das werden wir noch ein paar andere Male beobachten. Ist aber auch eine klare Strategie. Können wir nachher nochmal drauf eingehen, und auch eine Strategie, die sich Progressive manchmal öfter zunutze machen könnten, dass man eben konsequent die eigene Argumentation durchsetzt. Ja. Aber lass uns mal weitergucken. Und auch Derailing benennt, ne? Ich glaube, das ist halt super wichtig. Ich glaube, das macht Thilo auch relativ oft hier. Immer wieder das Derailing benennen. Ja. Und das ist auch ein Argument, also dieses, der Reichtum wurde verdient, kommt super häufig von Konservativen, wenn es um Erbschaftssteuer geht. Obwohl es, wie wir jetzt schon mehrmals festgestellt haben, eigentlich nicht die Debatte ist. Mich würde jetzt hier bei ihm noch interessieren, sieht er sich denn selbst als konservativ oder sieht er sich eher als liberal? Ich meine, dass das große Schnittmengen hat heutzutage, müssen wir nicht drüber streiten, weil die Interessenlagen sind ähnlich, dementsprechend sind die Narrative ähnlich und damit auch die Werte. Aber er beruft sich ja schon sehr, sehr stark auf dieses liberale Ding, ne? Eigentum ist so eine liberale Errungenschaft und so. Ich bin mir manchmal, weil da gibt's ja dann manchmal doch so Unterschiede zwischen Konservativen und Liberalen. Weil es bei Konservativen, zumindest bei Älteren, manchmal noch wirklich diese Haltung gibt mit Eigentum verpflichtet und so weiter. Also es gibt auch in der CDU tatsächlich ein paar Leute, die möchten gerne eine Erbschaftssteuer haben. Bei Liberalen ist das stärker ausgeprägt, zu sagen, nein, Eigentum ist so eine Art unantastbares Gut. Da darf niemand dran. Deswegen weiß ich bei ihm nicht so genau, ob der nicht eher liberal oder vielleicht so rechtsliberal, ja, rechtsliberal, konservativ, das vermischt sich ja heute alles so schön. Ja, ich meine, das würde direkt jetzt in eine sehr philosophische Diskussion gehen. Man könnte ja die böse Frage stellen, gibt es überhaupt einen Liberalismus ohne konservativen Kern? Seit schon eine längere Weile bin ich ja weg von dem Begriff konservativ und so weiter und versuche die Analyse eher dahin zu führen, ob Leute haben die progressive Position, also progressiv im Sinne von, okay, wir benennen das Problem, wir analysieren die Sachen und versuchen, einen Fortschritt damit nach vorne zu machen, ne, auch Sachen zu verändern, auch strukturell und grundsätzlich zu verändern, oder haben wir eine reaktive Bewegung? Und reaktiv heißt, klar wollen wir verändern, und wir wollen nur verändern, um den Status quo zu erhalten. Und ich glaube, bei ihm, und by the way, beides, sowohl Liberale als auch Konservative, würden sehr stark oft in solchen Positionen reinfallen. Also ich würde das auch immer aus Positionsperspektive betrachten. Und bei ihm merkst du
absolute reaktive Position. Ne? Also, was er macht, die ganze Zeit, es gibt eigentlich gar kein Problem. Da kommen wir ja gleich noch hin. Ja. Genau, ja. Okay. Vielleicht noch kurz dazu. Also, wenn in unserer Arbeit beziehen sich Max und ich immer auf die Arbeit von George Lakoff, hat Max, glaube ich, schon zu Beginn erwähnt. Und da ist es tatsächlich so, hat er herausgefunden, es gibt am Ende, obwohl es verschiedene Ideologien gibt, gibt es zwei verschiedene Moralsysteme oder Wertesysteme. Und er unterscheidet dazwischen konservativ und progressiv. Und das, was wir so liberal, gerade neoliberal sehen in Deutschland an Politik, fällt definitiv eher in die konservative Richtung, so wie man auch schon gesagt hat. Dementsprechend würde ich jetzt auch die Sichtweisen von Roland auf jeden Fall als konservativ einschätzen und dementsprechend argumentiert er auch. Mhm. Okay. Sehr cool. Man kann auch vielleicht danach ergänzen, dass dieses Moralsystem quasi auch entscheidet, was als gerecht empfunden wird. Also für Konservative ist es gerecht, wenn es eine Ungleichheit gibt. Das ist dann auch gut. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, weil Progressive vielleicht glauben, dass Gerechtigkeit für alle das Gleiche bedeutet. Aber je nachdem, welches Moralsystem aktiv ist, also es ist nicht so, dass eine Person immer nur ein Moralsystem hat, sondern eigentlich haben die meisten Menschen beide Moralsysteme und können auch zwischen ihnen bei verschiedenen Themen wechseln. Aber es ist schon so, dass quasi dieses eine Moralsystem bei bestimmten Themen dominiert und dann entscheidet, was ich in diesem Thema als gerecht empfinde. Genau. Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Das ist was ich auch in Diskursen immer wieder anderen progressiven Leuten zu erklären versuche, dass reine Moralargumentation von linker Seite unterm Strich gleichwertig ist wie reine Moralargumentation von rechter Seite. Das heißt, wenn du das nicht noch durch andere Dinge, durch Sachargumente zum Beispiel ordentlich stützt, dann sagt der eine halt, meine Moralvorstellung ist so und der andere sagt, meine ist so. Und dann kommst du am Ende nirgendwo raus, ne? Bevor wir weiterrennen. Ganz kurz, das sieht man doch gleich bei der Frau von Text Me Now direkt am Anfang, weil ihr Argument ist doch, ja, dann schaffe ich doch keine gerechtere Gesellschaft. Und für ihn ist das kein Argument, weil für ihn ist das alles fair, so, ne? Das hat schon alles seine Ordnung. Eine Frage aus dem Chat. Warum der Fokus auf Lakoff? Ich nehme an, das geht an Martha und Max. Wenig an uns. Ich würde gar nicht sagen Fokus, sondern Lakoff hat uns einfach im Prinzip, wir haben viele Bücher von Lakoff gelesen, aber eben auch von Elisabeth Wehling und anderen Menschen. Also es gibt verschiedene, die Framing-Forschung ist breit. Wir sind auch dabei, noch weitere Bücher von anderen Menschen zu lesen, die jetzt nicht von Lakoff oder Wehling sind. Und eigentlich geht es eher darum, sich dieses Framing genau anzuschauen und auch Framing nicht misszuverstehen im Sinne von, es wird einfach anders formuliert, sondern was bei Lakoff wichtig ist und auch bei Wehling und bei all den anderen KognitionswissenschaftlerInnen, ist, dass dieser moralische Wert, diese moralische Verknüpfung immer wichtig ist. Also welche Werte stehen hinter einem gewissen Wort, hinter einem Narrativ, hinter einer Erzählung und weniger, was jetzt das genaue Wort ist. Also es geht weniger darum, Worte zu nutzen, um zu manipulieren, sondern es geht darum, Worte zu nutzen, um die eigenen moralischen Werte nach außen zu tragen. Und genau, also wer sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat und vielleicht Lust hat, sich da einzulesen, kann auf jeden Fall die Bücher von den beiden sehr empfehlen. Don't Think of an Elephant ist der Bestseller von Lakoff. Der ist vor, ich glaube, über 10 Jahren in Amerika herausgekommen und wird da auch von progressiven Kräften als Wahlkampfhandbuch mehr oder weniger verwendet. Er hat es auch ganz bewusst als Wahlkampfhandbuch geschrieben, damit eben progressive Politiker in Amerika ihre Kommunikation verbessern können und hatte dieses Handbuch tatsächlich auch eigentlich als Verteidigung sozusagen geschrieben, weil er mitbekommen hat durch seine Forschung, dass die Konservativen schon ein extremes Kommunikationssystem, also verschiedene Institutionen in Amerika aufgebaut haben, sich die Mediensysteme gekauft haben, Leute gebrieft haben, Talking Points ausgearbeitet haben und so weiter und so fort, Kampagnen abgestimmt haben, dass er gemerkt hat, dass es ein großer Grund ist, warum es den Progressiven in Amerika schwerfällt, Mehrheiten zu gewinnen, dass diese Kommunikation halt extrem hinterherhängt und Progressive extrem aufholen müssen. Das war jetzt, wie gesagt, schon vor 10 Jahren. Man kann schon ein paar Früchte der Arbeit sehen, aber man sieht eben auch, dass hier in Deutschland oder im europäischen Raum die konservativen Thinktanks auf jeden Fall stärker vertreten sind, weil wenn man sich die verschiedenen Debatten anschaut, merkt man eben, dass die
progressiven Themen immer aus konservativer Perspektive auch besprochen werden und dass die Talking Points der Konservativen relativ konsistent sind und dass auch die Kampagnen, die sie machen, sei es auf Wahlkampfplakaten oder halt in Talkshows, eigentlich immer die gleichen Werte ansprechen. Und das ist sogar so weit, das werden wir jetzt auch in der Debatte noch sehen, dass Progressive diese Werte selber so internalisiert haben und diese Narrative so internalisiert haben, dass sie sie selber wiederholen. Also es ist eigentlich so weit, dass die Progressiven die konservativen Werte wiederholen, schon von Anfang an in die Defensive gehen, obwohl sie in diesem Panel 4-1 mehr oder weniger sprechen. Also eigentlich sind sie bei sich zu Hause, sie sind im Heimspiel, aber sprechen genauso, als würden sie quasi gegen eine breite Masse von Konservativen reden. Und genau. Ja, also man merkt ja tatsächlich in den USA, in der krassen Bewegung, also AOC und Bernie Sanders, das ist ja ganz andere Ebene, wie sie kommunizieren. Und das in den USA, wo man sagt, wenn man Sozialist ist, dann wird man eigentlich gesteinigt. Und die beiden sind, glaube ich, relativ erfolgreich damit. Aber rennen wir mal weiter. So, ich mache mal Play. Verpflichtet auch. Tut's auf jeden Fall. Also man braucht ja einfach nur mal versuchen, hier irgendwo mitten in der Stadt ein Mehrfamilienhaus zu bauen. Da merkt man schon, wie das verpflichtet. Also man ist ja nicht völlig frei. Aber das schließt eben auch ein, dass derjenige, der was hat, wenn er stirbt, es seinen Erben hinterlassen kann, wenn er das möchte. Er müsste ja nicht. Aber die Erben können ja nichts dafür. Dass sie wie gesagt, die Erben können ausschlagen. Und wenn dann das Problem ist, dass damit ein größeres Problem vermeintlich oder tatsächlich nicht gelöst werden kann, dann ist das aber eine ganz andere Frage. Also ich könnte mir auf dieser Welt auch manches vorstellen, bin aber nur einer von 65 Millionen Wählern hierzulande oder 60, ich weiß es jetzt nicht genau, vielleicht 62. Und da gebe ich meine Stimme ab und dann passiert nicht unbedingt das, was ich mir erhoffe. Und so geht es eben anderen auch. Am Morgen, du bist ja im Bundestag, ihr könntet da ja was ändern. Wie findest du es, dass neben dir jemand steht, der jetzt reich ist und reich wird, obwohl sie dafür nichts getan haben? Also weil viele da auch immer mit dem Grundgesetz argumentieren. Artikel 14 im Grundgesetz ist ja klar geregelt. Ja? Eigentum und Erbrecht ist im Grundgesetz Artikel 14 vereinbart. Es sagt aber auch, dass Schranken gesetzt werden können, dass der Gesetzgeber dem Schranken setzen kann. Und deswegen können wir für eine höhere Erbschaftssteuer sorgen und trotzdem das private Eigentum respektieren. Deswegen sehe ich da gar keine Diskrepanz. Ich bin im Deutschen Bundestag, wie du das gesagt hast. Und wenn es nach mir ginge, wenn es nach meiner Fraktion ginge, da würden wir uns dafür einsetzen, dass die vielen verschiedenen Ausnahmen, die es bei der Erbschaftssteuer gibt, die es insbesondere bei Betriebsvermögen gibt, dass die abgeschafft werden und damit wir mehr Einnahmen aufnehmen können, weil das eine Frage von Gerechtigkeit ist, weil das eine Frage von Finanzierung ist und ja. Warum macht ihr das nicht? Ihr seid ja schon eine ganze Weile an der Macht. Das stimmt, wir sind eine ganze Weile an der Macht und wir haben sogar jetzt den Bundeskanzler, also deswegen ist deine Frage berechtigt, aber ich sage immer, jede gute Idee, egal wie gerechtfertigt sie ist, egal wie gut sie ist, die braucht dann auch gesellschaftliche und politische Mehrheiten. Und die Realität ist, dass wir jetzt nicht die politische, zum jetzigen Zeitpunkt, nicht die politische Mehrheit für dieses Projekt haben, bin aber grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch und glaube auch, dass mit dem FDP-Koalitionspartner, auch mit dem Finanzminister Lindner, dass wir da sicherlich noch einiges bewegen können. Ich habe vorhin kurz mit Norbert darüber gesprochen, 2016, als es eine Reform der Erbschaftssteuer gab, hat sich der FDP, der heutige Finanzminister, dafür eingesetzt, dass es eine Flatrate-Tax geben sollte, ohne jegliche Ausnahmen. Ich bin weit davon, das zu befürworten. Das zeigt aber auch, dass auch da in der Debatte durchaus noch Spielraum gibt und ich habe das nicht aufgegeben, dass wir das eines Tages erreichen werden. Also scheitert an den anderen, also entweder CDU oder FDP. Ja. Nicht an euch. Also man kann ja die Wahlprogramme einfach miteinander. Ja, das Wahlprogramm ist was anderes als Regierungsprogramm. Ne? Ja, aber Wahlprogramme sind ja die Grundlage, das ist ja das, was eine Partei sagt. Wenn ich die absolute Mehrheit bekomme, dann will ich das 1-1 umsetzen. Nun ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Partei auf Bundesebene eine absolute Mehrheit bekommt. Deswegen müssen danach Koalitionen gebildet werden, basierend auf dem Koalitionsvertrag. Und da kommt es da, dass zwei oder drei Parteien sich auf bestimmte Projekte einigen. Und das ist uns jetzt nicht gelungen, jetzt im Koalitionsvertrag das zu verankern. Aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht nur in Bezug auf die Erbschaftssteuer alleine diskutieren, sondern wir bewegen uns ja in eine gesamtgesellschaftliche Situation, wo wir das auch mal größer sehen müssen, größer denken müssen. Wenn es um die Frage geht, wie bezahlen wir eigentlich, wer bezahlt die Zeche und wie finanzieren wir eigentlich die Transformation? Und vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland keine Vermögensteuer haben, dass wir so eine Erbschaftssteuer haben, die kaum Steueraufkommen sorgt, finde ich, dass wir so diese Debatte führen. Und ich bin, wie gesagt, ich habe das nicht aufgegeben. Ich hoffe, dass wir im Laufe der Legislaturperiode, spätestens bei der nächsten Legislaturperiode, hier eine Verbesserung erzielen können. Vielleicht hier nochmal zum Einstieg. Ich finde es interessant, dass Armand hier vor allen Dingen aus einer Finanzierungsfrage kommt. Also für ihn ist Erbschaft vor allen Dingen eine Finanzierungsfrage. Es ist keine moralische Frage, es ist keine Frage von progressiven Werten, es ist eine reine Finanzierungsfrage. Genau. Zumindest stellt er es in der Diskussion so dar. Ja, pragmatisch an Geldtöpfe rankommen, ja. Sehr bezeichnend auch für Sozialdemokraten und was wir
Was ich auch spannend fand, ist ja, dass er sich die ganze Zeit im Rechtfertigungsmodus ist und sich erklärt, warum es denn nicht möglich war oder nicht möglich ist aktuell mit der Erbschaftssteuer. Und ich stelle mir immer vor, was wäre jetzt, wenn er ein Konservativer wäre, dann würde er wahrscheinlich dafür werben, dann würde er sich dahinstellen und wirklich dafür werben, für was er oder die Partei einsteht. Und das ist auch so ein Symptom, was ich sehr oft beobachte, dass Progressive eben dann sehr oft in so einen Relativismus gehen, in es geht halt nicht oder es ist kompliziert, und dieses wirklich auch mal diese Chance zu nutzen, hier dieses Podium zu nutzen, um mal die Vorteile der Erbschaftssteuer zu erläutern und dieses Podium auch zu nutzen, um diese Mehrheiten zu gewinnen, von denen er sagt, dass sie gerade nicht existieren. Das ist tatsächlich das, was ich relativ selten sehe und auch hier nicht bei Armand. Genau. Ja, ich dachte das nämlich auch gerade, wo er das so sagte. Ich kam mir der Vergleich mit dieser furchtbaren Bürgergeldgeschichte. Die Union hat alle Hebel gezogen, die sie hatte. Mediale Hebel in Hand mit der Springerpresse und mit Bertelsmann und so, haben die da eine Kampagne gegen das Bürgergeld gefahren, teilweise basierend auf Fake News, also absichtlichen Falschberechnungen und so weiter, schämen sich da also noch nicht mal wirklich offen zu lügen. Die Falschberechnung steht heute immer noch auf der CSU-Seite. Und die SPD fährt einfach gar nichts auf. Und das ist ja nicht so, dass die kein Kapital in dieser Richtung hätten. Dass es keine SPD-nahen Zeitungen gibt oder so, mit denen man da irgendwie was machen könnte. Die haben auch ihre Stiftungen, die haben kulturelles Kapital, das sie aktivieren können. Haben sie alles nicht gemacht. Und das ist hier das Gleiche. Er steht da und rechtfertigt, warum es nicht geht. Also das ist im Grunde das, was Stefan Schulz immer Non-Politik nennt, ne? Dieses Politiker sagen einfach, warum Dinge nicht gehen. So. Und mehr macht er gerade nicht. Das ist, ich finde das furchtbar. Furchtbar. Ja. Lässt mich auch verzweifeln. Mein erster Gedanke war auch so, ja, was ist denn deine Funktion? Also das ist doch dein Job, Mehrheiten für diese Erbschaftssteuer zu organisieren, wenn ihr sie haben wollt. Und Das Spannende ist, du hast jetzt die Debatte zum Bürgergeld eingebracht. Das ist spannend, weil dort hat die konservative Seite mit dem Frame Leistung muss sich lohnen gegen das Bürgergeld gewettert. Bei der Erbschaftssteuer ist Leistung muss sich lohnen plötzlich nicht mehr relevant, sondern es wird dann ein anderer Wert angezogen, nämlich ich habe mir das verdient. Also es wird immer der Wert herangezogen, der gerade für das Thema, für die Debatte passt, also der konservative Wert in dem Sinne. Und die Frage ist, welchen Wert führen die Progressiven an? Thilo wird später noch einen Wert anführen natürlich, aber hier in dem Fall hat Armand keinen progressiven Wert angeführt, warum aus progressiver Sicht eine Erbschaftssteuer wichtig wäre. Ja, ich glaube, man muss konservativ sein, um so verrückt schizophren zu sein. Das ist schon, wie soll ich sagen, manchmal ein bisschen sehr überraschend. Thilo schreibt gerade, wenn es nur nach uns ginge, würden wir uns dafür einsetzen. Ja, das stimmt. SPD, S klein. Stimmt. Ja, es ist halt traurig, das ist ein gewisser Pragmatismus, aber ich glaube, die Martina, die bringt gleich nochmal ein sehr gutes Argument, um diesen Pragmatismus nochmal ein bisschen aufzulösen. Ich mache mal ein bisschen weiter, weil sie bringt, glaube ich, ein sehr starkes Argument. Ich weiß nicht, ob es jetzt kommt, aber es müsste eigentlich jetzt kommen. Wie gesagt, der Club of Rome hat jetzt in dem neuen Buch, das ist keine Linksradikalen, das sind anerkannte, meist auch konservative Leute aus allen Richtungen gesagt, dass wir massiv umverteilen müssen. Wir haben gar keine andere Wahl, sonst können wir die ganzen Probleme, die auf uns zukommen, gar nicht finanzieren. Der Leitspruch ist, die reichsten 10% dürfen nur noch über weniger als 40% des Nationaleinkommens verfügen. Martina, kannst du dich damit identifizieren und weißt du, wie viel die reichsten 10% aktuell zur Verfügung haben? Ja. Also ich kann mich absolut damit identifizieren. Vielleicht noch ganz kurz, ich finde es halt schwierig, wenn wir jetzt eine Koalition aus drei Parteien haben und aktuell einfach die kleinste schlussendlich diktiert, wie dann Politik gehandhabt wird. Also aktuell wedelt einfach der Schwanz mit dem Hund, ne? Weil nämlich in den Wahlprogrammen tatsächlich die Grünen und die SPD festgehalten haben, dass wir die Erbschaftssteuerreform voranbringen möchten. Das ist noch der eine Punkt vorab. Und wie es bei uns jetzt in Deutschland aussieht, ich meine auch der Grund, warum ich mich mit Ungleichheit befasse und Deutschland und Mexiko miteinander vergleiche, ist halt, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland extrem ist. Deutschland zählt zu einer der ungleichsten Demokratien in der ganzen Welt. Also man glaubt es zwar kaum, aber Mexiko und Deutschland sind da auf einem Level. Und die oberen 10% verfügen über ungefähr 2/3 des Gesamtvermögens. Yep. Und allein 2 Familien besitzen mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Also als 41,5 Millionen Menschen. So, und Erbschaften tragen einfach einen enormen Teil dazu bei. Also Erbschaften spielen nicht nur irgendeine, sondern die Hauptrolle, wenn es um unsere extreme und wachsende Vermögensungleichheit geht.
Ich möchte das hier kurz nochmal einbringen, weil das wird der wie heißt der, Roland, der wirft das gleich nochmal hoch. Im Vorpanel, es gab ja ein Panel davor mit diesen Forschenden und so, hat eine Person gesagt, prinzipiell ist ja Erben, also Weitererben, eine Umverteilung. Weil eine Person verteilt das um auf seine Erben. Ich bringe das jetzt nur mal rein, weil das wird gleich wahrscheinlich nochmal ein Argument werden, weil ich finde das natürlich ein sehr interessantes Argument, wenn man sagt, Erben ist ja Umverteilung sozusagen von einer Person auf seine Erben. Ich glaube, dass wir das nicht als Umverteilung verstehen würden. Ja, um vielleicht auch nochmal Ihre Kommunikation kurz anzuschauen. Das ist auch was wir so häufig beobachten, dass sehr viele Fakten genannt werden, sehr viele Zahlen genannt werden, die quasi diese Ungleichheit darstellen sollen. Aber was nicht genannt wird und was leider immer fehlt oder häufig fehlt, ist nochmal klar zu machen, warum das ein Problem ist. Hm. Weil wir als progressiv Denkende erkennen das natürlich. Wir wissen, was das bedeutet. Aber es ist trotzdem, wenn man versuchen möchte, Leute zu überzeugen, die vielleicht noch nicht der gleichen Meinung sind, dann muss man auch erklären, warum das ein Problem für die Person auch für einen persönlich sein könnte. Also was ist das Problem dieser hohen Ungleichheit? Wenn Ihnen gesagt wird, zwei Familien haben genauso viel wie die Hälfte der deutschen Bevölkerung, dann ist die Frage, okay, ich lebe ja gerade hier in Deutschland, ich kriege das ja gerade mit, es beschäftigt mich ja gerade eigentlich gar nicht, also wenn man es hart sagt, zumindest Konservative sehen das dann so, wenn es jetzt eine Person ist oder noch eine Familie oder am Ende vielleicht noch eine Person, die so viel Geld hat, wie betrifft mich das? Was genau beschäftigt, warum sollte mich das beschäftigen? Und ich glaube, das ist so eine Frage, die Progressive selten in solchen Debatten beantworten. Und da geht es ganz spezifisch um den moralischen Aspekt. Also warum ist das wichtig für mich? Mhm. Und da kommen wir jetzt aber gleich wahrscheinlich noch zu. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt schon kommt, aber Thilo wird da gleich noch drauf eingehen. Zumindest hat sie ein sehr gutes Argument mit dem Hund und dem Schwanzwedel gebracht. Das war sehr bildlich. Das war ein schönes Bild, ja. Ein sehr schönes Bild. Na? Ist es eine extreme Demokratie gefährdend oder ist das immer noch okay? Aus Demokratiesicht? Es ist absolut demokratiegefährdend. Also zum einen ist es schon deswegen demokratiegefährdend, wenn man sich anguckt, wie Vermögen zusammengesetzt sind. Mehr als die Hälfte aller Privatvermögen heutzutage wird nicht mehr gemäß unseres Glaubenssatzes, wir sind eine Leistungsgesellschaft, selbst erarbeitet oder erwirtschaftet im Laufe des eigenen Lebenszyklus, sondern wird mittlerweile vererbt oder verschenkt. Das heißt, per Definition ist Deutschland eigentlich schon jetzt eher eine Erben- denn eine Leistungsgesellschaft. Und demokratiegefährdend ist es auch. Ich habe da jetzt mit Professor Stefan Gusepart auch zuletzt ein Paper geschrieben. Es verstößt einfach gegen eine ganze Reihe von Prinzipien und die Demokratie wird auch ausgehöhlt, wenn wir gegen diese allgemein geltenden Prinzipien verstoßen. Das ist einmal die demokratische Gleichheit, es ist die soziale Gleichheit, es ist die faire Chancengerechtigkeit, es ist die Leistungsgesellschaft, die wir alle sein möchten und es ist die Verteilungsgerechtigkeit. Also diese ganze Bandbreite an Gerechtigkeitsprinzipien, gegen die wir aktuell verstoßen. Das heißt, wenn man für Demokratie ist, wenn man für eine Leistungsgesellschaft ist, dann darf man eigentlich nicht für den Status quo der jetzigen Erbschaftssteuer sein. Das war jetzt quasi der Moment, wo Thilo den Frame gesetzt hat und gesagt hat, warum ist diese Ungleichheit ein Problem auf einer moralischen Ebene oder auch auf einer moralischen Ebene, weil sie die Demokratie gefährdet. Für mich wäre das eigentlich ein funktionales Argument. Also ich würde ja jetzt aus einer Funktion, also ich würde sagen, ich brauche gar kein Moral haben an der Stelle, sondern wenn wir sozusagen Demokratie als ein sinnvolles System erachten für die Massen, man könnte sehr utilitaristisch argumentieren, dann ist es ja die Erbschaftssteuerstruktur, die wir jetzt haben, gefährdet dieses System, was wir für wichtig erachten, und dementsprechend ist es sozusagen muss es transformiert werden. Von daher, und ich glaube, in solchen Situationen ist es immer sehr gut, auch diese funktionale Debatte mitzuführen, um sozusagen dann auch immer ab und zu auch ein bisschen die Moral noch mit reinzubringen. Aber ich hätte das absolut funktional auch nochmal reingeholt. Absolut. Also das ist auch so ein bisschen die Kritik. Ist natürlich total gut, diese Demokratiegefährdung hier aufzubringen. Aber was wir eben feststellen, ist, dass noch nicht so richtig erklärt wird. Ist eben genauso wie mit der Ungleichheit. Mhm. Was ist jetzt genau bedroht? Was ist jetzt genau das Ding? Auch allein dieser Vorsatz, den du gerade gemacht hast, wo man, ne, das ist doch was, worauf wir uns geeinigt haben. Wir wollen doch alle Demokratie. Also da geht es ja gleich auch noch ein bisschen weiter in die Richtung. Ja. Das ist eben wichtig, ne, dass man diesen Punkt einmal ausführt und das mal durchdenkt und was genau an der Erbschaft oder Ungleichheit gefährdet denn jetzt die Demokratie? Mhm. Genau, das dachte ich auch. Ich dachte, dieser Begriff Demokratiegefährdung ist etwas zu abstrakt. Da bräuchte es ein paar klare, bildliche
Beispiele, dass Leute sich vorstellen können, was heißt das eigentlich, ne? Ja, das ist richtig krass. Ja, ich verstehe, ich kann es gut verstehen, dass es abstrakt ist, weil ich denke mir halt sofort bei sowas, dass wenn ja ökonomische Macht akkumuliert wird, was du halt, also wir leben in einer Gesellschaft, die antagonistisch strukturiert ist, und man könnte sagen, prinzipiell ist es ja gut, dass es antagonistisch strukturiert ist, aber eigentlich müsste man zeigen, dass dadurch, dass die Macht so zentriert, aber gleichzeitig an bestimmten Punkt zentriert ist, kann man zum Beispiel ja beobachten, wie Einkommensscheren auseinandergehen. Das ist ja genauso ein Ergebnis. Ne? Wir haben Gewerkschaften entkräftet und bla 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 und bla bla bla, weil wir immer gesagt haben, Einzelinteressen und so weiter. Und was sehen wir? Reallohn stagniert ist relativ flach, während sozusagen ökonomischer Wachstum immer weiter steigt. Und das ist ja genau, ne, da würde es ja genau anfangen. Und für mich ist das sowas von klar. Ich denke mir so, wenn wir sagen das, dann ist es ja wohl klar, so, weil Löhne stagnieren oder wachsen nicht. Das ist ja genau das Problem dieser antagonistischen Situation, weil wir halt beispielsweise Gewerkschaften dismantelt haben und so weiter. Ist schon krass. Genau. Oder über Arbeitnehmerverträge, ne? Also ich weiß nicht, ihr arbeitet ja auch, und heutzutage erzählt man uns allen was von New Work und Obstkörben und so weiter, aber de facto haben wir ziemlich scheiß Arbeitsverträge oder Mieten. Ne? Also wer kann sich heute noch, das sind ja genau die Dinge, die dazu geführt haben, dass über Erbschaft und so weiter wir in heutigen Positionen und sowas als junge Menschen, die vielleicht sogar sehr, sehr gut Geld verdienen, weit weg davon sind, was man in den 70ern und 80ern hätte mit dem Geld machen können. Und das ist ja genau die Machtdifferenz. Ja, und das Problem ist halt ein ganz, ganz handfestes. Ich habe das halt in meiner Zeit, als ich noch in der Gewerkschaft tätig war, also aktivistisch unterwegs war, habe ich das sehr, sehr deutlich gemerkt in Diskursen mit KollegInnen, dass die diese Erzählungen so krass internalisiert haben, obwohl sie handfest benachteiligt sind und das auch merken, dass sie handfest benachteiligt sind, sagen die trotzdem zum Beispiel sowas wie, ja, ich habe ja den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ne, muss ich mich jetzt, das ist jetzt, also habe ich ja gemacht. Oder ja, mein Vermieter muss ja auch von irgendwas leben. Ne? So, und das darum, um diese wirklich hartnäckige internalisierte Gedankenunkraut mal zu jäten, braucht es eben eine ähnlich hartnäckige Gegenerzählung. Mhm. Ne? Und die fehlt immer so ein bisschen. Und da, also ich finde es ja grundsätzlich richtig, dass Thilo und auch die Martina hier versuchen, einen klaren Frame zu fahren mit Demokratiegefährdung. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Der muss nur noch mal verdeutlicht werden. Das muss klar sein, das muss, wenn Bernd, ja, der Bandarbeiter, das hier schaut, muss dem klar sein, was das für ihn heißt oder für seine Kinder vielleicht, ja, oder was es heißt, wenn keine Ahnung, wir in 20 Jahren hier keine, nur noch dem Namen nach eine Demokratie haben, und in Wahrheit ist das irgendwo so eine Art Plutokratie, Oligarchie, whatever. Was das heißt für seine Miete, was das heißt für seine Arbeitsverträge, was das heißt für die Ausbildungschancen seiner Kinder und so weiter. Und das muss noch viel deutlicher erzählt werden. Ganz genau. Ja. Ich glaube, Human hat es auch schon den Elefanten im Raum angesprochen. Also das Problem ist ja diese ökonomische Macht, ne, bei der Ungleichheit, dass eben besonders viele Menschen besonders wenige Menschen sehr viel Macht haben und dann eben die Macht eben konzentriert wird und das natürlich zu allen möglichen Problemen führt. Und das genauer zu erzählen. Und das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, der nicht angesprochen wird. Und das hat dann eben auch Auswirkungen auf die ganze Debatte. Weil wenn das eben nicht einmal ausgesprochen wird, dann, ne, wo man meint, ist so, das ist für dich total verständlich, aber eben für viele nicht und für Konservative schon gar nicht. Ja. Und deswegen muss immer sich so ein bisschen überlegen, okay, ich spreche jetzt hier vielleicht nicht mit jemandem Progressiven, die auch sich super in dem Thema auskennen, sondern irgendwie meistens mit einem Konservativen oder einer Konservativen, die eine ganz andere Vorstellung haben, ganz andere Werte haben. Und da muss eben diese Erzählung einmal durcherzählt werden, damit es ein Schuh wird. Ja, und auch Dave, was du gesagt hast mit diesem, ne, man ist Betroffener und dann erzählt man das, was du gerade erzählt hast. Man muss auch echt nachvollziehen, wir leben, seitdem ich mich erinnern kann, in einer Welt, wo wir so eine Art individualistische Ideologie unterlegt sind. Ne? Also natürlich sagen wir, gucken wir den einen da hinten an und sagen, ja, kein Wunder, dass er keinen Job findet. Ne? Kein Wunder und so weiter. Und dann fängt man halt genau in diesen Erzählungen rein, wo man, und ich finde das wirklich ziemlich frappierend, dass wir vergessen haben, dass es etwas gibt,
das nicht ich ist, ich fange beim, wie ist das? Das Freiheit so? Beginnt beim Ich oder was? Oh mein Gott, genau das. Freiheit beginnt beim Ich. Und genau endet die. Auch beim Ich übrigens. Ja, also dass wir vergessen, dass es nicht ich ist, sondern dass es was dazwischen gibt. Also Demokratie ist ja genau das dazwischen. Und wenn wir anfangen, diese individuelle Ideologie, die individualistische Ideologie die ganze Zeit zu predigen und vergessen, dann ist auch immer Demokratie egal, ne? Dann endet man in so einem Homo economicus-Idee, dass man sagt, naja, was verändert das, wenn ich wählen gehe? Also wenn ich nicht wählen gehe, ist es ja auch egal, und wenn ich gehe, zählt es ja auch nichts und so weiter. Also das ist halt echt, ich glaube, eine gefährliche Richtung. Hier hat nochmal jemand eine Frage reingehauen, die ich gerne nochmal an euch beiden loswerden würde. Und zwar ein Hinweis darauf, dass selbst für die Profiteure langfristig negative Auswirkungen hat, wäre auch sinnvoll. Jetzt tatsächlich meine Frage an euch beiden. Weil ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man mit, sagen wir mal, Konservativen, die sich bewusst sind, dass sie Konservative sind, spricht, dann habe ich manchmal das Gefühl, die denken sich so, naja, erstmal wissen wir nicht, was in der Zukunft ist, und zweitens, dann soll eben die Welt untergehen, aber Hauptsache mit mir in meinem Reichtum. Oder wie seht ihr das, dass man ja auch diese langfristige, es gibt ja auch dieses Long-Termism und so weiter, diese langfristige Perspektive auch reinbringen würde in die Diskussion? Schwierig im ersten Moment, also hängt damit zusammen, wie, also zumindest wenn man mit Konservativen kommuniziert oder dann Konservative überzeugen möchte, weil eben in diesem konservativen Wertesystem basiert ganz stark auf dieser Aufstiegschance und dieses, okay, diese Aussicht darauf, zu den Reichen zu gehören. Und deswegen ist es so, ja, es könnte ja auch für andere schlecht sein. Also ja, das ist klar, ist, dass es nicht allen gleich gut geht. Das ist, wie Max schon gesagt hat, im konservativen Wertesystem der Normalzustand. Das wird als gerecht angenommen und auch hingenommen. Und deswegen glaube ich, ist das Argument, dass es selbst so den Reichen irgendwann nicht mehr so gut gehen könnte, in dem Fall nicht so überzeugend. Es ist vor allem, glaube ich, auch nicht so hilfreich für eine progressive Kommunikation. Also da wäre wirklich, sollten wir uns wirklich auf ganz stark auf die progressiven Werte konzentrieren, wie eben ja Demokratie. Warum ist Demokratie gut? Das ist dann noch ein zweites Problem. Demokratie wird gar nicht so richtig definiert. Was heißt das eigentlich? Was ist es genau daran gefährdet? Was ist das, was wir wollen? Was ist das, was wir schützen sollten? Also weil, was heißt Demokratie eigentlich? Ich glaube, wir sind gerade nicht in der Lage, dass das alle Menschen so richtig gut bezeichnen könnten. Und ja, also ich würde eher dann darauf gehen, eher auf den Demokratie, auf das Demokratie-Thema, ne? Was passiert, wenn die Macht sich bei wenigen Menschen konzentriert und viele Menschen keine Macht haben? Was haben wir dann für eine Gesellschaft? Ich finde auch dieses, ihr würdet davon profitieren, on the long term, hat natürlich auch wieder etwas Individualistisches, ne? Also du profitierst davon, on the long run. Aber ja. Ja, und da, ich glaube, dann kommt noch so ein psychologischer Effekt dazu, weil wirklich Sorgen haben Menschen meistens erst, wenn sie am Ende ihrer Handlungsmöglichkeiten stehen. Und so ein Millionär oder Milliardär, der braucht ja sehr lange, bis er am Ende seiner Handlungsmöglichkeiten steht. Das heißt, bevor irgendeine Situation für ihn hier ernsthaft gefährdend wird, ja, bis da, dann hat er immer noch die Möglichkeit, was weiß ich, sich einen Zaun zu bauen um sein Haus, sich einen privaten Wachdienst anzuschaffen, Kameraüberwachung überall einzurichten und all diese Dinge, die ja auch in den USA schon passieren. Ja. Oder Gate schon passieren. Ne? Genau, deshalb glaube ich, ist das auch so schwer, die mit diesem Argument zu erreichen, weil die sehen keinen akuten Handlungsbedarf, weil sie sind jetzt gerade nicht bedroht. Sie haben immer noch Optionen, sich gegen diese Bedrohung zu wappnen. Ja, das sieht man ja auch bei Leuten wie Peter Thiel, die in Neuseeland sich Bunker bauen lassen. Thilo hat dazu geschrieben, dass also dieses Long-Termism würden die Profiteure sogar verstehen, aber am Ende wägen sie die Vor- und Nachteile für sich ab und entscheiden sich für die Machtkonzentration. Also im Grunde sieht eine ähnliche Perspektive. So, dann interessant, dass ihr, sorry, dass ich nochmal einspringe, weil das ist quasi gerne der entscheidende Moment, wo der Frame gesetzt wird der Demokratie, der quasi der Moment ist, auch der dazu gesorgt hat, dass wir jetzt über dieses Video sprechen, weil es eben extrem selten vorkommt, ich habe es zumindest noch in keiner Debatte mitbekommen, dass in einer Erbschaftssteuerdebatte über Demokratie gesprochen wird. Also dass quasi gesagt wird, die Erbschaftssteuer schützt unsere Demokratie, beziehungsweise dadurch, dass sie nicht da ist, ist unsere Demokratie gefährdet. Es wäre jetzt in dem Moment natürlich noch besser gewesen, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört, wenn jetzt nochmal erklärt worden wäre, warum genau, also was genau ist Demokratie, wenn man es irgendwie ganz stark runterbricht, könnte man sagen, Demokratie bedeutet Machtverteilung
die Macht geht vom Volke aus und nicht von einzelnen Personen. Es ist keine Hierarchie. Mhm. Und genau dieses System, diese Idee, dass Macht verteilt ist und auch nur temporär gewissen Menschen gehört und so weiter, die ist gefährdet, wenn sich diese ökonomische Macht, dieses Vermögen, was sich anhäuft, bei einigen wenigen immer weiter anhäuft und dadurch irgendwann wir im Weg zu einer Erbengesellschaft sind, wie das Martina schon gesagt hatte. Mhm. Und vielleicht ein letztes Ding und dann starten wir, derail ich noch ein letztes Mal. Ich glaube, Demokratie ist der eine Begriff, aber der andere Begriff ist auch Republik. Und ich finde zum Beispiel in diesem Diskurs findet Republik gar nicht statt, weil Demokratie hat ja immer dieses Demos, also dem Volke nach. Also man sollte das tun, was auch, ne, wenn man es ganz vulgär nimmt, würde man sagen, ne, tu das, was das Volk dir sagt. Aber dann haben wir auch sozusagen ja noch die Republik, die ja die ja auch mehr ist als nur was Volk will. Ne? Also theoretisch würde man sagen, wenn das Volk etwas entscheidet, was gegen die Verfassung, gegen die Prinzipien dieser Nation steht, dann darf man trotzdem nicht sozusagen dem Volk nach entscheiden. Also deswegen bin ich ja super kritisch. Das hat er nämlich auch gerade kurz, das bringen die ja öfter immer ein mit diesem ja Mehrheitsdiskussion, ne, und Gesellschaftsdiskussion, weil es gibt Sachen, die sind unabhängig davon, was das ist. Ja, eben. Ich wollte noch mal ganz kurz, der Thilo hat, finde ich, noch einen wichtigen Einwurf gemacht und das möchte ich auch noch mal aufgreifen. Demokratiegefährdung noch weiter erklären hätte von den Panelisten kommen müssen und da hat er natürlich völlig recht. Seine Rolle ist ja die des Moderators in dem Moment und dass er überhaupt das so weit pusht, ist schon, finde ich, schon richtig gut. Also ja, keine Ahnung, das wäre, weiß ich nicht, bei Anne Will oder so nicht passiert. Kommen wir gleich zum Highlight. Ne? Also gleich kommen die Highlights. Und dass die anderen Leute auf dem Panel immer noch in dieser Defensivhaltung weitestgehend stecken, kann er ja auch nur begrenzt kompensieren. Ne? Absolut, so. Absolut. Man muss auch nochmal sagen, also Thilo hat ja überhaupt den Frame erst eingebracht durch genau. Die Frage. Also es war nicht Martina, es war niemand anders in dem Panel, sondern diese Demokratiegefährdung kam von ihm. Und das rechnen wir dir natürlich extrem hoch an, Thilo. Das ist Perfektion. Ja, wie gesagt, ich finde, die Highlight-Szene, die kommt gleich. Ich würde mal sagen, wir rennen mal weiter, weil das ist tatsächlich Gold wert. Ich bin sofort wieder bei euch. Ist jetzt, wenn ihr dann nichts macht, weil die anderen nicht wollen, dann wird das ja alles noch schlimmer, was Martina gerade aufgezeigt hat. Also jetzt sind zwei Familien, die so viel Vermögen haben wie die unteren 42 Millionen. Das muss ja eigentlich noch schlimmer werden. Und irgendwann haben wir nur eine Familie oder eine Person, die so viel hat wie die unteren 42 Millionen. Wann kommt ihr auf die Idee, denn mal wirklich was zu machen? Ich glaube, da fragt ihr den Falschen, wann die auf die Idee kommen müssen, um was zu machen. Da müssen wir mal die FDP fragen, wann sie auf die Idee kommen, sich dazu bewegen. Ich will aber einen Schritt zurückgehen. Die Frage war, wenn wir jetzt gerade über demokratiegefährdende Entwicklung reden und eine FDP das blockiert. Nee, werde ich sofort beantworten. Aber ich will nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir doch, und das ist ja nicht nur ein politisches Problem, sondern ein gesellschaftspolitisches Problem. Wenn ich unterwegs bin in meinem Wahlkreis in Frankfurt mit Menschen über Steuer spreche, dann habe ich keinen, der Meinung ist, die wenigsten sind der Meinung, Steuer sind was Gutes. Selbst wenn ich über die Erbschaftssteuer spreche oder über die Vermögensteuer, wo die meisten der Menschen, die ich unterwegs in Frankfurt treffe, überhaupt nicht davon betroffen wären, sind trotzdem viele der Menschen der Meinung, nee, wir brauchen keine höhere Steuer oder wir brauchen keine Vermögensteuer und so weiter und so fort. Deswegen finde ich sowas wie heute Abend, so eine Initiative, extrem wichtig, weil wir müssen auch die verschiedenen Narrative, die es gibt, ob das das Haus ist, was ich erbe und dann plötzlich bin ich arm dran, weil ich die Steuern nicht zahlen kann, oder ob das mit den Arbeitsplätzen ist, die in Gefahr ist, wenn man dafür sorgt, dass es eine höhere Besteuerung gibt und so weiter und so fort. Ich finde, wir müssen... Ich will hier einmal stoppen, weil es schon wieder so viel gesagt wurde. Also hier ist es super spannend, weil er quasi überhaupt nicht wieder pro Erbschaftssteuer redet, sondern eigentlich die konservativen Gegenargumente in seiner Fürrede benutzt. Und eigentlich wie gegen einen Konservativen argumentiert, obwohl er gerade gar nicht mit einem Konservativen redet. Er redet gerade mit Thilo. Thilo hat ihm diesen Ball zugeworfen, hat gesagt, das ist doch demokratiegefährdend, was können wir denn machen? Und er redet wieder aus quasi einer Opferrolle heraus. Ja, die Mehrheit sieht Steuern schlecht. Ich kann da ja daran ja gar nichts ändern. Ich bin ja nur ein Politiker, der die Mehrheit quasi abschöpft. Und wenn die nicht da ist, dann kann ich nichts machen, auch wenn meine Werte vielleicht dafür wären. Also es ist so eine Opferhaltung auch. Und das Zweite ist, dass er hier eben diese Narrative, die er selber anspricht, er kennt die alle und er sagt die alle. Das war genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Diese Narrative sind so in uns drin, auch bei Progressiven so drin, dass wir die sogar selber in Debatten rausholen und wiederholen und damit natürlich auch dafür sorgen, dass sie weiter verbreitet werden. Also es ist ein schönes Beispiel, dass auf einem progressiven Panel ein progressiver Politiker die konservative Narrative weiter verbreitet und immer weiter stärkt.
Schnorrade? Hat jetzt jemand Pause gemacht? Ja, also, jemand schreibt Sound, jetzt habe ich einen Schreck gekriegt. Ist der Sound schon wieder weg? Ist der Sound weg? Könnt ihr uns noch hören, lieber Chat? Lieber Chat, antwortet uns. David holt die Cola und die Katze, schreibt Thilo. Sound schlecht. Ja, ja, ich hab mir einen Smoothie geholt hier. Anscheinend warst du nicht wirklich auf Mute. David, wenn du, wenn du dich auf Mute setzt in Zoom, aber nicht über dein Mic, ja. Immer noch. Aber egal. Ja, geht die Welt nicht von unter, ne? Geht die Welt nicht von unter. Wir rennen. aber ich finde es tatsächlich, Max, hast du gerade gesagt, super, also man ist schon fast so starlit, ne? Also wie konnte ich das vorher nicht sehen? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Erst als du es jetzt beschrieben hast, also Thilo spielt ihm den Ball zu und er verteidigt sich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja richtig krass. Das Spannende ist, das wird jetzt die ganze Debatte so weitergehen, das kann ich schon mal spoilern, also von ihm aus. Sehr gut. Ja, was auch noch so wichtig ist, genau, Max hat ja das ja schon gesagt, die eben dieses konservative Narrative vorweggreifen, ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch eigentlich progressive Narrative extrem knapp sind und nicht abrufbar sind. Und das ist auch einfach was, ja, woran Max und ich arbeiten und woran alle Progressiven arbeiten müssen, dass wir unsere eigenen Narrative entwickeln und diese Punkte dann auch vor so einer Debatte parat haben, sodass wir dann im Zweifelsfall nicht die konservativen Narrative rausholen müssen, sondern die progressiven abspielen können, weil selbst das, was wir eben dann aussprechen, ist dann erstmal im Raum und wird ja gesendet. Und deswegen eigentlich niemals, wenn ein konservatives Narrativ nicht vorher von einem Konservativen kommt, selbst das einbringen. Also das ist eigentlich so das Kontraproduktivste, was man machen kann in der Kommunikation. Ja, absolut. Also ist mir, aber merke ich doch selber, wie sehr ich auch die Narrative internalisiert habe, dass ich noch nicht mal das auffällt. Ja. Es ist vollkommen normal, dass jemand dagegen argumentiert. Ja. So, wir machen mal weiter, weil wir warten ja alle auf den Höhepunkt, der ja gleich kommt. Mit diesen verschiedenen Narrativen auch da ankämpfen, um auch dafür zu sorgen, dass wir die politischen Mehrheiten bekommen. Und jetzt zu deiner Frage, ich sehe das ja genauso, ich halte das auch für demokratiegefährdend, ich halte das auch für Gift, wenn es um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft geht. Aber wir leben nun mal in einer Demokratie und unsere Demokratie hat seine Stärken, hat seine Schwächen. Und ich bin aber der Meinung, dass die Art und Weise, wie Parteien nach einem Wahlkampf zusammenkommen, gemeinsam regieren, gemeinsam einen Koalitionsvertrag auf den Weg bringen, halte ich für eine Stärke. Und in Krisenzeiten ist es auch ein Stabilitätsanker. Das hat natürlich seine Nachteile, weil das dazu führt, dass dringend benötigte Veränderungen vielleicht nicht so schnell gehen, weil wir hier zu viele Kompromisse treffen am Ende des. So, ich muss mal kurz hier eine Sekunde pausieren, weil hier habe ich wieder meinen Punkt, ne? Es gibt Demokratie und es gibt Republik und es gibt eine Verfassung. Und manche Sachen, die, also, wenn wir sehen, dass unsere Demokratie von innen ausgehöhlt wird, ne, oder unsere Demokratie und die Republik von innen ausgehöhlt wird, wir damit, also ich glaube, es gibt wenige Wissenschaftler, es ist so ein bisschen wie Climate Change, ne? Wenige Wissenschaftler sagen, dass es kritisch ist. Dass es nicht kritisch ist, sorry. Da müssen wir nicht über demokratische Prozesse diskutieren an der Stelle, sondern das ist Teil, dass das Ding stabil bleibt. Und das ist für mich super vorsichtig, weil man dann immer, es kommt ja gleich noch ein paar Mal da so, aber ja, wir haben doch eine Demokratie. Ja, wir haben eine Demokratie, damit genau dieser Kram nicht passiert. Wir haben eine Republik, damit dieser Kram nicht passiert. Das ist mega unterkomplex auch immer zu sagen, das braucht halt einmal Mehrheiten. Wir haben ein Bundesverfassungsgericht und das macht manchmal so Sachen wie Gesetze kassieren und dann einen Auftrag an die Bundesregierung geben und sagen, ihr müsst das hier ändern. Und dann schert sich das Bundesverfassungsgericht hier gerade überhaupt nicht um irgendwelche Mehrheiten, sondern da muss das entsprechend angepasst werden. Die Bundesregierung verzögert das dann auch gerne mal und am liebsten so, dass die nächste Regierung das machen muss und so, ja. Aber im Großen und Ganzen, dafür haben wir sowas wie ein Bundesverfassungsgericht und deswegen ist einfach nur, wir brauchen für alles eine Mehrheit, unterkomplex. Also spätestens, wenn Sachen aus dem Grundgesetz bedroht sind, brauche ich keine Mehrheit mehr. Ja, genau. Ich habe bei Amon ist es ja auf jeden Fall so, also ich glaube, das merkt man auch später, dass er schon progressiv sich positioniert, aber natürlich in die rhetorische, sozusagen sich rhetorisch verstricken lässt. Aber gleich ist auch nochmal eine Stelle, wo ich das ganz gut finde. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass, also eigentlich, wenn man sich das noch weiter anhört, und ich glaube, da kommen noch ein paar andere Sätze, die er sagt, er redet eigentlich in seinem Statement gegen die Demokratie in einer gewissen Art und Weise. Also er stellt eigentlich die Nachteile der Demokratie in den Vordergrund, obwohl ja der Ball von Thilo war, das ist demokratiegefährdend. Also es ist auch komplett konträr. Also warum redet er jetzt die Demokratie schlecht, mehr oder weniger?
wenn es eigentlich darum geht zu sagen, ja, wir wollen die Demokratie schützen. Und das Zweite ist, was ich auch immer interessant finde bei Progressiven, dass er sagt gerade, wir können das, was ich eigentlich will, nicht machen, weil Demokratie, um so ganz kurz zu fassen. Und jetzt kann man sich selber mal überlegen, wie viele Debatten hat man denn schon gesehen, wo Konservative genau das Gleiche machen? Das machen Konservative nicht. Das ist genau andersrum. Also die sagen, wir haben jetzt die Macht und können es machen. Es wird nie gesagt, ich würde es gerne machen, aber kann ich nicht machen wegen Demokratie, sondern es ist so, also zumindest bei Sachen, die man selber will. Bei Konservativen ist es andersrum im Sinne von, ja, Tempolimit können wir gerade nicht machen, weil Demokratie oder weil Schilder fehlen oder was auch immer. Also es wird quasi dann, wir können das, was vielleicht manche Leute, was Progressive wollen, das können wir nicht machen, weil Demokratie. Er sagt letztendlich, das, was ich will, was Progressive wollen, können wir nicht machen, weil Demokratie. Und das ist halt komplett, also ist genau andersrum. Also warum sprechen Progressive immer aus der Opferrolle und sagen, wir können das nicht machen, weil wir eine Demokratie haben? Das machen Konservative nie oder extrem selten. Also wenn man mal darauf achtet, es passiert so gut wie gar nicht. Ja, also Amons Intention, sich so zu rechtfertigen, das eigene Gesicht zu wahren, ist halt in der ganzen Debatte steht über allem, steht auf jeden Fall über dem Ziel, für eine Erbschaftssteuer zu streiten und mal die ganzen guten Argumente dafür rauszuholen. Und das finde ich eigentlich auch ein Verhalten, was ich sehr oft bei PolitikerInnen beobachte. Aber das dürfte eben nicht sein. Also wie schon zu Beginn gesagt, er müsste eigentlich diese Plattform hier nutzen, um die ganzen Pro-Argumente rauszuholen und nicht um sich zu rechtfertigen und zu sagen, warum er das jetzt nicht machen konnte. Ich muss da ganz kurz eine Sache einwerfen. Dave, wenn du switchst manchmal, dann hast du uns komplett, unsere Bilder sind raus. Ich hoffe, der hört uns. Dave! Ja, ich habe mir jetzt angewöhnt hier, ich bin ja hier noch mit diesem fremden Setup am Kämpfen. Deswegen habe ich mich jetzt hier kurz gemutet. Ne, also hier, deswegen, Leute, ich habe hier ein fremdes Setup bei mir. Ich muss noch an den Feineinstellungen arbeiten. Wir haben das heute sehr spontan hier zusammengestrickt. Also gut. Ich würde mal vorschlagen, wir machen mal weiter. Genau. Ich mache mal Play. Ich hoffe, das funktioniert und nicht mehr erst mal einen vierten Klick. Ich finde aber auch jetzt zu sagen, ein Klick, one play. Man könnte mal so die Erbschaftssteuer einfach so beschließen, wohl wissen, dass es eine Partei gibt, die dagegen ist und die das jetzt nicht umsetzen kann, kann ja auch nicht die Lösung sein. Sondern die Lösung muss es sein, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass der Druck so hoch wird, dass es so in der Bevölkerung so wahrgenommen wird, dass wir eine Steuer brauchen. Und das ist ja nicht nur die FDP. Wir müssen das ja auch nochmal durch den Bundesrat kriegen. Also auch das ist auch nochmal eine Frage. Stefanie, teilst du die Beobachtung von Amon, dass Leute, wenn sie von Steuern hören, erstmal abschreckend sind? Und wie reagieren Leute, wenn du ihnen sagst, du möchtest gerne Steuern zahlen, weil du nicht einfach so reich werden willst? Ich kenne tatsächlich viele Menschen, insbesondere auch vermögende Menschen, die sagen, ja, Steuern, das ist ja das Schlimmste von allem und ich möchte doch selber entscheiden und der Staat kann das nicht verwalten und überhaupt alles böse. Und dann sage ich immer, ja, aber auf welchen Straßen bist du denn hierher gekommen? Mit welcher Wasserversorgung? Mit welcher Abfallversorgung? Wer hat denn deine Mitarbeitenden geschult? Wer sorgt denn dafür, dass du in einem sicheren Land lebst? Das wird alles mit Steuergeldern finanziert. Warum sind Steuern etwas Schlechtes? Und ich glaube, das machen wir uns viel zu selten bewusst, was alles mit unserem Steuergeld Gutes gemacht wird. Klar macht der Staat auch Fehler, aber zeigt mir irgendjemand, der keine Fehler macht. Es gibt niemand, der keine Fehler macht. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, die beste Art, umzuverteilen, damit alle daran mitwirken können, ist über Steuern. Es kann nicht sein, dass ich freiwillig entscheiden kann, ob ich Steuern zahle oder nicht. Die große Mehrheit der Deutschen hat diese Freiheit gar nicht. Da werden die Steuern einfach an der Einkaufskasse abgezogen. Aber wenn ich was erbe und ich kann mir einen guten Steuerberater leisten, dann kann ich das so gestalten, dass ich mich nicht am Allgemeinwohl beteilige. Warte, lass mich raten. War nicht so gut. Warum? Ich habe so ein intuitives Gefühl. Ja, sie hat letztendlich wieder konservative Narrative wiederholt. Sie hat wieder erzählt, warum Steuern schlecht sind. Also sie in der ganzen Debatte eigentlich sehr häufig macht, ist, sie spricht in Negierungen die ganze Zeit. Sie sagt die ganze Zeit, was nicht ist oder was nicht sein soll. Oder stellt auch die Frage, ich habe sie gerade nicht mehr im Kopf, warum sind Steuern etwas Schlechtes? Ja. Was bewirkt das denn beim Zuhörer? Naja, man denkt erstmal darüber nach, warum Steuern schlecht sind. Also dabei will sie ja eigentlich das Gegenteil. Sie ist ja da, weil sie sagen will, Steuern sind etwas Gutes. Ich möchte, dass ich stärker besteuert werde. Und
die Frage von Tilo war auch, kennst du das, also dass Menschen steuern, als wir Schlechtes sehen? Da hätte sie ja auch, also sie ist ja auch in einer Rolle in diesem Panel. Sie möchte ja eigentlich dafür werben, dass Steuern erhöht werden. Und warum sagt sie dann, ja, das sehe ich auch so? Sie hätte ja auch sagen können, also ich selber sehe das überhaupt nicht so, weil Steuern machen das und das und das und das positiv, ohne Negierungen. Und hätte dann quasi ein positives Bild von Steuern nur zeichnen können. Also warum muss sie, und das meine ich auch wieder mit den Narrativen, die wir alle so internalisiert haben, warum muss sie diese Narrative, die wir alle kennen, die Gegenargumente, die die Konservative immer bringen, warum muss sie die nochmal nennen, zwar negieren, aber wieder reinholen, obwohl niemand diese Narrative gerade bringt. Also sie ist ja eigentlich quasi die Lobby für höhere Steuern in dem Sinne, in diesem Panel. Und sie könnte aus dieser Position die ganze Zeit kommunizieren. So weit haben die uns schon. Um mal vielleicht das noch so ein bisschen den theoretischen Kontext hier zu bringen. Also grundsätzlich, was verneint wird, wird aktiviert. Also das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis aus der Framing-Forschung. Also ne, deswegen hat auch Lakoff sein Buch Don't Think of an Elephant genannt, weil was passiert, wenn du sagst Don't Think of an Elephant, du denkst an einen Elefanten. Und das ist nämlich genau der Punkt. Also konservative Narrative wiederholen und negieren und kritisieren ist, also nur, dass man sie negiert und kritisiert, bedeutet nicht, dass man sie dadurch entkräftet. Ganz im Gegenteil, so funktioniert unser Gehirn nicht und dementsprechend werden sie trotzdem aktiviert und gestärkt und deswegen am besten gar nicht wiederholen. Auch nicht in negierter Form. Ganz kurz, die Martina Linatas hat sich zugeschaltet. Darum wollte ich sie einmal begrüßen. Hallo, schön, dass du zuschaust. Sehr gut. Kann sie nicht antworten? Schade. So, ich würde sagen, wir rennen weiter. Denn ich sag mal, wir rennen ja auf einem Climax zu. Wenn alle das nicht wissen, wir rennen auf einem Climax zu. Roland, jetzt bin ich mal auf deine Position gespannt. Wir haben eine extreme Ungleichheit in Deutschland, die Demokratie gefährdend ist. Also wir müssen, um unsere Demokratie zu retten und den Planeten dann gleich mit umverteilen. Wie möchtest du das denn, wenn du gegen, also ihr und deine Leute, gegen Erbschaftssteuer seid, gegen Vermögensteuer? Wie willst du umverteilen? Das ist ja gleich ein ganzer Strauß von Fragen. Ganz einfache, also, bitte? Das ist eine ganz einfache Frage. Wie wollt ihr umverteilen? Nee, das ist ein ganz... gut, also, wenn es... Ich meine, dass die Schere schließen zwischen Arm und Reich, nicht noch weiter, ne? Ja, also vorhin sind hier Studien genannt worden, die eben sagen, ja, das führt dann zu einer immer größeren Konzentration. Also will nur mal anmerken, auch der Martin hatte das vorhin schon angedeutet, es gibt auch Studien, die sagen, natürlich, wenn im Laufe der Generation das dann in die Breite geht, dann verteilt sich das auch anders. Also you remember das ist the nicht argument? Völlig unwidersprochen. Das mit der Demokratiegefährdung, das kann ich jetzt... Also für Deutschland überhaupt nicht erkennen. Das mag in manchen Ländern der Fall sein. Es gibt Länder, die ganz anders strukturiert sind als wir. Also das tut mir leid, aber das ist mir ein Stück. Was er gerade erklärt hat, schreitest du ab oder was? Wie diese krasse Ungleichheit in Deutschland unsere Demokratie gefährdet, schreitest du ab? Ja, sehe ich nicht. Punkt. Muss ja nicht sehen. Also und das zum Beispiel vom DIW. Ich würde gerne mal die Frage weiter beantworten. Wir haben in Deutschland seit Jahren Sorry, ich muss mal. Jetzt mal wirklich, wenn man da sitzt, also das können wir auch für Climate Change nehmen. Und man ne, Framing wird gesetzt und so weiter und so weiter. Und dann sagt die Person, sehe ich nicht. Also, außer vom Stuhl fallen, was soll man da noch machen? Ich glaube, er kann das in dem Moment sagen. Da kommen wir zurück zu der einen Stelle, wo Thilo den Frame gesetzt hat, der Demokratiegefährdung, weil Demokratie nicht definiert wurde im Panel. Es wurde nicht gesagt, was konkret ist denn gefährdet und wie genau funktioniert das. Es wurde nicht erklärt, dass diese hohe oder diese sehr geringe Erbschaftssteuer dazu führt, dass ökonomische Macht vererbt wird, dass Macht vererbt wird. Und das kann er, also die Frage ist, wie hätte er das? Das Einzige, was er dann hätte sagen können, ist, okay, ich sehe nicht, dass Geld Macht ist. Das hatten wir ja auch, glaube ich, schon in einem früheren Interview, ich weiß nicht mehr, welche Person es war. Unter anderem mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Da war es sehr frappierend, wo er erklärt hat, nee, alle haben eine Stimme. Genau. Also das ist dann der nächste Schritt, wenn man quasi sagt, Geld ist Macht und sehr viel Geld ist sehr viel Macht. Das können natürlich Konservative auch noch dann ablehnen und sagen, das sehe ich nicht so. Aber die Frage ist ja dann am Ende auch nicht mehr, ob sie das so sehen,
sondern ob alle Zuschauenden das auch so sehen. Und wenn man das quasi noch verstärken möchte, dann kann man das eben auch anführen und kann sagen, okay, wenn ich sehr viel Geld habe, dann kann ich mir Medienhäuser kaufen. Ich kann mir vielleicht, wenn ich so viel Geld habe wie Elon Musk, ein ganzes soziales Netzwerk kaufen und dort die Regeln ändern. Also, dass Geld keine Macht ist und sehr viel Geld keine Macht ist, also das würde ich sagen, sehen selbst die härtesten Konservativen ein. Ja, deshalb ist es sehr schwierig. Ich kann mir eine Lobby kaufen, Stiftung, Familienunternehmen zum Beispiel. Ich kann meine eigene Meinung, meine eigene Ansicht kann ich in der Gesellschaft viel stärker vertreten und das ist eben Macht. Und das ist am Ende, also selbst wenn die Person in dem Panel, so wie er es jetzt macht, einfach sagt, sehe ich nicht so, dann ist es am Ende erstmal ein gutes Zeichen, also für die Person, die die Frage stellt, weil das heißt, okay, man ist irgendwie am Ende der Argumentationskette angekommen. Man hat die Person in eine Ecke getrieben, da kann jetzt auch nichts mehr kommen. Und das ist für die Person, also das, jetzt kann man es auch wieder positiv sehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt für Roland. Was schon interessant ist, er nimmt auch den Frame nicht an. Also das zieht sich auch durch die Debatte durch. Und das machen Konservative generell sehr häufig, sie bleiben in ihrem Frame. Sie gehen nicht auf die Gegenseite ein, null, komma gar nicht. Hm. Und im Gegensatz zu, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen und werden wir auch noch im Laufe der Debatte sehen, im Gegensatz zu Progressiven, die ständig die Narrative und Worte und Frames der Konservativen wiederholen und sogar selber schon vorwegnehmen, selber schon gegen sie argumentieren, statt in ihrem eigenen Frame zu bleiben. Also man hätte quasi in diese Debatte als Progressiver gehen können mit dem einzigen Satz, es wird ökonomische Macht vererbt und das ist ein Problem für die Demokratie. Und wenn man das im Kopf hat und nur die ganze Zeit diesem Frame bleibt und nicht auf die ganzen wurde dieses Vermögen verdient, wurde dieses Vermögen, darf das vererbt werden, wenn ja, wie viel, das ist am Ende irrelevant. Die Frage ist, wie hoch darf so eine Erbschaft sein, damit unsere Demokratie nicht gefährdet ist? Mhm. Und wenn man in diesem Frame bleibt als Progressiver, dann muss man auch gar nicht die ganze Zeit diese Narrative der Konservativen wiederholen, sondern kann eigentlich aus dieser Position heraus die ganze Debatte führen und leiten. Und das macht er quasi auch, aber halt aus der entgegengesetzten Richtung. Er bleibt in seinem Frame, deshalb wirkt die Debatte gleich auch sehr merkwürdig, weil er einfach sagt, ja, so sehe ich einfach anders. Aber er bleibt in seinem Frame und dadurch bleibt er aber auch, muss man sagen, trotzdem stark. Naja, er bekommt es, obwohl seine Argumente überhaupt nicht zu dem passen, was vorher gesagt wurde, bekommt es hin, nach wie vor diese Erzählung weiterzuführen, dass Reiche schon genug besteuert werden und dass deswegen die Gerechtigkeit schon da ist. Also das ist sozusagen mit dem Narrativ ist er in diese Diskussion gegangen. Und das merkt man eben, dass die andere dieses klare Narrativ, auf das sie immer wieder zurückkehren, für das sie immer wieder einstehen, nicht in die Diskussion eingebracht haben und das selbst dann auch immer, ne, wo der Thilo, wie gesagt, den super Job macht, immer wieder auf Umverteilung und Demokratiegefährdung zurückgeht, es da dann eben hapert. Deswegen ist, obwohl für uns so seine Argumente, also Rolands Argumente, total wirr vorkommen, ist es, was so dass die Kommunikation, das Framing angeht, sehr konsistent und gar nicht so schlecht gemacht. Das ist übrigens auch... obwohl ich Donald Trump nicht gerne lobe, das ist Donald Trumps Secret Skill. Also wenn man sich Interviews anschaut von Donald Trump, er hat dieses Framing, den Frame zu halten, in seinem Frame zu bleiben, perfektioniert. Ich habe nie ein Interview von ihm gesehen, wo er irgendwie in Bedrängnis gekommen ist, weil er es immer geschafft hat, seinen Frame zu halten. Und genau das, also man muss ja, es geht ja in dem Moment nicht, in diesen Interviews geht es ja eigentlich nicht um die Person, die da miteinander debattieren, sondern das ist ja eigentlich eine Kommunikation nach außen. Die Person profiliert sich für gewisse Werte und Trump hat es perfektioniert. Also er steht, alle Worte, die er benutzt, alle Sätze, die er sagt, sind genauso gesagt, wie es sein muss, damit die Menschen das wiederholen. Also er wiederholt auch ständig, hat ständig wiederholt gewisse Worte, hat andere diskreditiert, auch immer die gleichen Worte verwendet, er hat immer die gleichen Narrative verwendet und diese Wiederholung ist extrem wichtig, damit es bei Menschen in den Köpfen bleibt und vor allen Dingen auch nicht auf die Gegenseite einzugehen. Also vielleicht finde ich irgendwann nochmal ein altes Interview mit ihm, wo man das sehen kann, das ist krass, also das ist richtig krass. Mhm. Also er macht es auch aber so gut, dass es gar nicht so doll auffällt. Also Roland sagt jetzt einfach, sehe ich nicht so. Also das hätte jetzt Donald Trump manchmal vielleicht auch gemacht, aber ja, also dieses im Frame bleiben ist ein sehr, sehr starker Skill. Sehr gut. So, wie gesagt, ab jetzt ist ja
Wahrscheinlich können wir alle 3 Sekunden eine Pause machen, deswegen lass uns mal schauen, wie weit wir kommen. 2020 wegen Corona. Ein ständig steigendes Steueraufkommen. Wir sind jetzt so ungefähr bei 800 Milliarden Euro im Jahr. Wir haben in Deutschland ein sehr hohes Niveau an Unternehmensbesteuerung. Wir liegen im günstigen Fall, meistens wegen der Gewerbesteuer noch ein bisschen höher, so ungefähr bei 30%. Das war seinerzeit bei der Unternehmenssteuerreform 2008 die politische Zahl 29,83, die man ungefähr erreichen wollte, was eben wie gesagt durch die Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer, die es in den letzten 14 Jahren gegeben hat, sich inzwischen noch ein Stückchen nach oben verschoben hat. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 23%, der EU-Durchschnitt bei 19,3%. Das heißt, hier werden schon eine ganze Menge Steuern gezahlt und im Grunde auch mit relativ wenig Murren. Und ich höre jetzt auch vorhin schon, als ich hier ankam, die großen Unternehmen, die drücken sich ja immer. Da hat es in der Tat viel Furore gegeben um einzelne Fälle. Und wenn man dann hinguckt, von wem redet ihr da? Ja, da ging es um Starbucks, da ging es um Apple. Das ist aber alles nicht unser Thema. Wir haben in Deutschland seit 1972 eine Hinzurechnungsbesteuerung, die dafür sorgt, dass wenn ich irgendwo im niedrig besteuernden Ausland eine Gesellschaft habe, dass dann da durchgeguckt wird, ob das aktive Tätigkeiten oder passive sind. Und wenn das passive sind, dann werden die auf das deutsche Steuerniveau hochgeschleust. Und durch die Komplikationen, die es im deutschen Steuersystem gibt, weil die Gewerbesteuer dann nicht angerechnet wird. Die redet gerade, oder? Er redet gerade über Unternehmenssteuern und nicht mehr über Erbschaftssteuer. Ja. Aber da kann man wieder sagen, er nimmt den Frame nicht mal, also gar nicht an. Er argumentiert nicht mal gegen den Frame, kann man sagen. Er argumentiert nicht mal gegen die Demokratiegefährdung, sondern er argumentiert gegen was ganz anderes, weil er diese Idee, dass Reichtum oder Vermögen ein demokratisches Problem ist, überhaupt nicht anerkennt. Und das merkt man auch in seiner Kommunikation. Also er geht da gar nicht auf das Argument ein, aber ganz also bewusst in dem Sinne auch macht er das. Das ist kein Zufall. Offensichtlich. Er argumentiert generell nicht gegen irgendwas, sondern er argumentiert, wie gesagt, für sein Narrativ, dass Familienunternehmen, das ist halt vor allem die Interessengruppe, die er vertritt, bereits genug Steuern zahlen. Und deswegen packt er einfach alle Steuern aus. Am Anfang hat er noch einen Solidaritätszuschlag rausgeholt. Er packt ständig alles raus, was dieses Narrativ bestätigt, unabhängig davon, was zuvor gesagt wurde. Das ist richtig krass, weil er wirklich nicht dagegen, also fällt mir jetzt auch wieder erst auf, dass er anders als die anderen nicht dagegen argumentiert, sondern argumentiert einfach was anderes. Ja, er bleibt in seinem Frame. Er argumentiert für seine Interessen permanent. Als einziger in der Runde. Ja. Ich finde das wichtig, kurz weil das anzusprechen, weil die Martina hatte eine Frage gestellt, weil sie sagt, am Anfang spricht sie von anerkannten Gerechtigkeitsprinzipien der Demokratie, demokratische Gleichheit, soziale Gleichheit, Chancengleichheit, Leistungsprinzip, Verteilungsgerechtigkeit und zitiert sich selbst, es wird ökonomische Macht vererbt. Erstes Prinzip ist einer von 5 Punkten, meines Erachtens 5 Prinzipien. Sind eurer Meinung nach zu viel Fragezeichen oder nicht ausreichend erklärt? Ich kann da vielleicht kurz was zu sagen. Und mir ist auch dieser Aspekt oder dieser Teil, wo sie diese Prinzipien aufgezählt hat, auch aufgefallen. Ich glaube, es ist, es stellt sich so ein bisschen die Frage, was steckt dahinter? Was bedeuten die? Also wahrscheinlich ein Mangel an Erklärung. Hier wäre es wahrscheinlich hilfreicher, sich auf ein Prinzip zu fokussieren. Und was dann in dem Moment das Relevanteste ist und das halt wirklich dann auch zu erklären, ne? Warum haben wir dieses Prinzip? Warum ist es uns wichtig? Was bedeutet das für jeden und jede Einzelne von uns? Und warum ist das jetzt bedroht? Am besten auch an einem ganz anschaulichen Beispiel. Und weil diese Auflistung, das ist dann erstmal okay, so viele Prinzipien, so viel verletzt. Also ich kann mir vorstellen, so wenn man eben durch so eine Auflistung möchte man ja auch darstellen, okay, das ist wirklich ein Problem, hier ist nicht nur ein Prinzip verletzt, sondern viele, aber hier ist eben genau diese Diskrepanz zwischen, okay, ich höre was, aber was bedeutet das für mich persönlich und was bedeutet das für uns als Gesellschaft und welche progressiven Werte sind hier bedroht? Das ist halt mit einem Begriff in der Regel nicht erklärt, zumal wir ja alle konservativ gebrainwashed sind. Ja, anscheinend. Ja. Also die Frage ist auch, wie viele Menschen könnten erklären, was demokratische Gleichheit ist, soziale Gleichheit ist. Also haben wir tatsächlich ein Bild direkt vor Augen, wenn wir das hören, auch bei Chancengerechtigkeit. Also es ist schwierig, es sind lange Begriffe. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das gar nicht benutzen darf, aber es ist natürlich kompliziert. Es ist viel komplexer, als zu sagen, es wird ökonomische Macht vererbt. Und diese Macht kann ein Problem sein, wenn wir wollen, dass in einer Demokratie Macht verteilt wird. Das ist relativ einfach zu verstehen. Und wenn man das, glaube ich, durchzieht, dann
dann ist es sehr schwer, und das sehen wir auch jetzt schon, obwohl ja diese Erklärung nicht mal gemacht wurde. Also Thilo, oder es hat ja niemand anders erklärt, dass es um ökonomische Macht geht. Es wurde, glaube ich, ein, zwei Mal vielleicht kurz angedeutet. Es geht quasi, der Frame ist gerade Demokratiegefährdung, obwohl Demokratie in dem Sinne nicht erklärt wurde. Und trotzdem befindet sich in dem Falle Roland in der Defensive. Mhm. Ja, auch vielleicht nochmal zum Thema Gleichheit, auch so ein bisschen die Begrifflichkeit. Ich glaube, wir hatten es zu Beginn schon mal gesagt. Gleichheit ist halt natürlich ein krasser progressiver Wert. Man muss sich aber klar machen, dass das auch bei Konservativen, ne, also dass Konservative eben nicht für eine gleiche Gesellschaft, dass es nicht Teil des konservativen Wertesystems ist. Und es auch sehr oft dann in die Richtung geht, ja, aber Menschen sind nun mal nicht gleich, wir sind alle individuell, und das, da würden ja auch Progressive zustimmen, dass das Menschen nicht gleich sind. Und deswegen ist, glaube ich, gerade so bei dieser Gleichheit, da muss man wirklich konkret sagen, worum geht's hier, ne? Also es geht um gleiche Rechte, um ne, bestimmte Bedürfnisse, dass alle die Bedürfnisse erfüllt sind und so weiter und so fort. Ja, es ist tatsächlich oft die Punkte dann ausführen. Also oft fehlt es dann irgendwie an einer Ausführung der einzelnen Punkte. Mir ist auch noch eine andere Sache im Chat aufgefallen. Genau, da war einfach ein Kommentar. Irgendwie krass, dass es einem diese Technik so schwerfällt als Progressiver. Ich glaube, da ging es darum, in den eigenen Frames zu bleiben. Und hier nochmal ganz kurz, ich glaube, das Problem ist, dass es einfach so zu wenig progressive Narrative gibt. Also, dass uns die einfach nicht, es nicht so leicht ist, die abzurufen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir dass gerade Leute, die dann in so eine Diskussion reingehen, sich eben so ein Narrativ dann vorbereiten. Und ja, wie gesagt, Max und ich arbeiten auch daran, so was könnten solche Narrative sein, welche gibt es schon aus progressiver Sicht, welche sind gut, welche sind nicht so gut. Einfach, dass die abrufbarer sind, sodass man dann nicht in Gefahr läuft, auf den konservativen Frame aufzuspringen. Also ich glaube, das ist das Problem. Und Konservativen fällt das eben leichter, in ihrem eigenen Frame zu bleiben, weil die natürlich viel stärker im Diskurs verankert sind. Aber genau das wollen wir ändern. Ich habe eine Frage, das würde mich jetzt interessieren tatsächlich selbst. Ich bin ja, also ich mag ja Slavoj Žižek. Und Slavoj Žižek hat ja so eine Strategie, er macht eine Überapproximation. Also zum Beispiel, wenn er Ayn Rand kritisieren will, sagt er, Ayn Rand war nicht radikal genug. Also er nimmt sozusagen die radikale Position vom Gegenüber an, auf so einer Ebene, dass es schon, dass jeder merkt, so, das ist zu krass oder dumm oder was auch immer. Ist das zu tricky, damit sowas umzugehen? Oder ist das, muss man eher, oder wie würdet ihr sehen, so eine Art Überapproximation? Ne? Also was, keine Ahnung, wenn man es übertreiben will, null Steuern. Ne, warum überhaupt Steuern? So, lass uns Steuern doch einfach abschaffen. Steuern ist Raub. Okay, das meinen manche Menschen wirklich ernst. Aber habt ihr eine Perspektive über so Überapproximation? Also erwische ich euch gerade kalt. Nee, das ist schon, also auch interessant wieder, ne, dass jetzt auch direkt wieder ein konservatives Narrativ eingefallen ist. Natürlich. Weil, ja, also ich bin ja selbst Kapitalist, das weiß man ja langsam. Wir leben alle im gleichen System, wir kennen die ganzen Narrative. Also es ist an sich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also die Sache ist, die Frage ist doch am Ende, was ist der Wert, den man haben möchte? Ja. Und was ist der Wert, den man in der Gesellschaft sehen möchte als Progressiver? Und wenn man dafür einsteht und ja, sagt, das ist das, was ich will, das ist das, wofür ich einstehe, das ist das, was wir erreichen wollen, ja, dann ist das natürlich absolut positiv. Also warum sollte man, ich glaube, wir haben das auch in unserem Online-Handbuch geschrieben, warum sollte man nicht selbstbewusst für eine demokratische Gesellschaft einstehen? Was spricht denn dagegen? Genauso wie Konservative selbstbewusst für eine hierarchische, leistungsgetriebene, wettbewerbsfokussierte Gesellschaft einstehen. Also das können wir doch genauso als Progressive machen. Wir können auch für Demokratie einstehen. Wir können für Kooperation einstehen. Wir können für Selbstbestimmung einstehen und für Freiheit. Aber Freiheit im Sinne von Selbstbestimmung und im Sinne von Machtverteilung, dass wir alle selbst ermächtigt sind, über unser Leben zu entscheiden, weil wir gemeinsam entscheiden, was wir machen und was wir eben nicht machen. Und das ist doch am Ende, also dafür sollten wir auf jeden Fall sehr, sehr stark einstellen. Genauso wie es Konservative jeden Tag machen. Ich werde mal hier einmal im Chat, weil wir es noch nicht gemacht haben, eure Website reinposten, progressive-perspektive.org, weil du hast ja von einem besagten Handbuch gerade gesprochen. Ich glaube, das findet man auch dort, oder? Genau. Ich genau. Ja, ich, genau.
Ich habe es mal schnell gedroppt. Hier kamen noch mal zwei kleine Fragen rein. Was war das? Critic Infinity, was haltet ihr vom BGE? Komplexes Thema. Sehr komplexes Thema. Ich glaube, das können wir heute nicht mal eben diskutieren. Das sind drei Podcasts oder so. Ja, mindestens. Aber ich sag mal, ich habe eine Perspektive drauf, die ist nicht orthodox links oder anders, sondern irgendwie dazwischen. Die andere Frage war, sag mal, Human, was sagst du eigentlich als Psychologiekritiker zur theoretischen Grundlage hinter dem ganzen Framing-Idee? Da ich die Theorie dahinter jetzt nicht in Breite kenne, würde ich mich zurückhalten, das jetzt, aber ihr habt doch gesagt, es ist Kognitionswissenschaft, es ist gar nicht Psychologie. Genau. Ne? Ja, Kognitionswissenschaft, nee, Psychologie ist ungleich Psychologie. Genau. Das ist tatsächlich interessant. Also gerade so beim Framing denken viele, es ist so Manipulation oder sowas. Und es ist aber tatsächlich, also wurden halt viele Experimente, das findet man eben auch sehr gut in den Büchern von Lakoff und Behling, und viele Experimente durchgeführt. Und die tatsächlich ist die Erkenntnis, dass Gedanken oder diese Frames irgendwie physisch im Gehirn verankert sind und dass eben durch Sprache diese Schaltkreise im Gehirn aktiviert und gestärkt werden. Ich diese Memes werden. An. Nee, Memes. Die Memen. Memen. Ja. Also ich weiß gar nicht, welcher Philosoph das war, aber der Patrick ist auch ein Riesen. Also auch Meme sind so Ideen, die so über Zeit sozusagen in so. Ja, genau, über Zeit sozusagen gesellschaftlich existieren. Da auch wieder eine Überapproximation von Slavoj Žižek. Slavoj Žižek sagt auch, Meme haben uns und nicht wir Meme, aber das ist eine philosophische Diskussion. Aber das klingt ziemlich genau danach, dass du hast gewisse Sachen und die werden über Sprache aktiviert oder erhalten sich über Sprache. Richard genau. Dawkins, danke. Das ist tatsächlich aber auch wirklich ein physischer Ablauf. Und also deswegen geht es da gar nicht so um so Psychologie, sondern wirklich um Kognitionswissenschaft. Also was passiert im Gehirn, wenn bestimmte Wörter gesagt werden und welche Assoziationen werden damit dann auch, welche anderen Synapsen im Gehirn werden dann aktiviert und was bedeutet das am Ende auch für unser Denken? Und Behling und Lakoff haben das halt vor allem in Bezug auf politisches Denken und Handeln untersucht, was wir halt super interessant finden, weil ja, weil es wichtig ist. Die Forschung der Wahrnehmung letztendlich. Und Lakoff ist übrigens auch ein Schüler oder von Noam Chomsky und er ist auch selber Linguist, hat auch in Berkeley als Professor gearbeitet für sehr lange Zeit und hat eben auch die Demokratische Partei in Amerika beraten. Ja, also ich finde auch Kognitionswissenschaft tatsächlich ganz interessant. Da wäre ich gar nicht kritisch, wie man das bei dem einen oder anderen psychologischen Ding sagen kann. Aber genau, wir wollen nicht derailen, sondern wir wollen uns das Derailing weiter anschauen. Ich glaube, er wird aber gleich wieder eingefangen. Werden kann, bedeutet das, dass ich in solchen Fällen auf diese Einkünfte insgesamt mehr Steuern zahle, als wenn ich nur in Deutschland tätig gewesen wäre. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ist leider die Wahrheit. Ich würde dich nur bitten, nicht zu derailen. Wir reden über Vermögen und nicht Einkommen. Wir reden über Vermögen. Ja, aber du hast deine Frage auch damit motiviert, dass du gesagt hast, wir müssen hier ganz viel investieren wegen der Klimawende und so weiter. Ja. Das ist ganz sicher so. Das tun auch ganz viele Unternehmen und jetzt erst recht, weil natürlich die aktuelle Energiesituation dazu zwingt, sich in vielen Bereichen neu aufzustellen. Ist auch interessant, wie sich das dann in der nächsten Zeit auf die Unternehmensgewinne auswirkt. Und trotzdem, alle Investitionen in Deutschland. Aber auch da, sorry, da muss ich mal reinspringen. War das jetzt nicht ein smarter Move? Er wird erstmal, sein Derailing wird darauf aufmerksam gemacht. Er linkt das zu Klimawandel und macht jetzt daraus eine positive Geschichte, dass doch Unternehmen in die Klimarettung stecken. Ja. Rennt jetzt weiter. Der ist so gut geschult, der Typ, der findet jedes Mal direkt einen Andockpunkt für seinen nächsten Talking Point. Also, das ist schon auf eine erschreckende Weise beeindruckend. Das ist übrigens das, nachdem wir die Runde zu Ende geschaut hatten, haben wir auch nochmal drüber nachgedacht. Das ist interessant, dass wenn solche Panels stattfinden, werden aus progressiver Sicht ForscherInnen und Menschen, WissenschaftlerInnen eingeladen, die zu ihrem Thema Fakten liefern können und Studien liefern können. Und auf der konservativen Seite werden Menschen eingeladen, die überhaupt nicht ForscherInnen sind, sondern die vor allen Dingen rhetorisch geschult sind und genau wissen, wie sie in solchen Debatten den Frame für sich halten können und ihre Punkte, ihre Talking Points anbringen können. Also eigentlich sind häufig diese Debatten unfair von vornherein, weil die WissenschaftlerInnen natürlich nicht so geschult sind wie ein wie der Herr hier in dem Bild. Also das ist auch nochmal interessant, wenn man sich die Roland, genau.
wenn man sich das ja nochmal überlegt, welche Debatten man sonst so geschaut hat. Also wie häufig sitzt denn dort ein konservativer, eine konservative Wissenschaftlerin? Ja, ich habe das neulich, ein Beispiel, da war doch jetzt neulich, ich weiß nicht, war es Maischberger oder so, da haben sie, da war das Thema Iran und die CDU schickt Friedrich Merz dahin. Ist das jetzt, ist der jetzt neuerdings Außenexperte der Union oder so? Also was genau kann Friedrich Merz uns zum Iran erzählen? Das war eine Herzinfarkt-Sendung. Ja, ich meine, alles, wo Friedrich Merz auftritt, ist Herzinfarkt. Aber das ist, aber, ne, das ist aber genau das. Die schicken, also das, ich weiß gar nicht, ob das, ob die immer nur eingeladen werden oder ob da wirklich so eine Anfrage einfach von was weiß ich, Anne Will oder Maischberger rausgeht und dann sagt die Union, ja, wir schicken euch den und den. Ja, und hier haben sie einfach nochmal ihren zukünftigen Wunschkanzler hingeschickt, um zu zeigen, dass der auch Außenpolitik kann. Ja. Ich will hier noch einmal auf eine Frage im Chat eingehen, beziehungsweise auf eine Aussage. Weiß nicht, ob man selbst Narrative verkaufen sollte. Damit entfernt man sich, denke ich, von den Fakten. Viel wichtiger ist doch, darüber aufzuklären, dass die Konservativen Märchen verkaufen und ablenken. Das ist eigentlich das progressive, die progressive Strategie, die wir gerade schon sehen. Also es werden die konservativen Märchen wiederholt, aufgedeckt, faktisch widerlegt, aber es funktioniert nicht, weil, wieder aus der Kognitionsforschung, es werden genau diese Gedanken, dieses Wertesystem wird in den Köpfen der Menschen gestärkt, weil wir permanent die konservativen Narrative wiederholen und nicht unsere eigene Narrative sagen und aussprechen. Und wichtig ist auch, deshalb sprechen wir auch eher von einer wertezentrierten Kommunikation. Es geht nicht darum, keine Fakten mehr zu nennen. Es geht nicht darum, keine Studien mehr zu machen, sondern es geht darum, diese Fakten und diese Studien zu nehmen und sie mit progressiven Werten relevant zu machen für die Menschen. Zu sagen, warum sind diese Fakten für mich wichtig? Also wenn man wieder den Wert der Demokratie nimmt und sagt, warum ist es oder warum sind diese Zahlen, dass zwei Familien so ein riesiges Vermögen haben. Warum ist das für mich relevant? Naja, es ist für dich relevant, weil diese Ungleichheit, diese ökonomische Macht des Geldes, des Vermögens, das sich dort bei Einzelpersonen anhäuft, eine Gefahr für die Demokratie ist. Hm. Und das ist das Problem. Also man muss quasi diese Fakten nehmen und einordnen, in einen Frame setzen, wie man, könnte man jetzt auch wieder sagen, der erklärt, warum es auf einer Werteebene für die Person dort draußen relevant ist. Also das heißt, es geht nicht darum, manipulativ zu sein, sondern im Gegenteil, es geht darum zu sagen, wir haben Fakten und die sind wichtig, weil diese Werte verletzt werden, weil diese Werte nicht mehr gelten, weil das und das dann nicht mehr ist, was wir gerne in der Gesellschaft sehen wollen. Und ich würde vielleicht eine Sache noch ergänzen. Ich würde sagen, es gibt keinen Nicht-Narrativ-Punkt. Wir erzählen alles in Sprache und alles sind auch Metaphern. Also wir leben ja mit Metaphern. Und zu negieren, zu sagen, ich habe die Nicht-Narrativ-Position und ich kritisiere die, sehe ich sehr kritisch. Also ich glaube, man muss schon verstehen, wie wir als Sprachwesen halt auch also funktionieren und denken und so weiter. Ne? Wieder zurück zu den Kognitionswissenschaften, könnt auch strukturalistische Theorien nehmen. Daher würde ich sagen, es gibt keine nicht-narrative Position, nur manche Leute haben auch nur schlechte Narrative anscheinend oder schlechtere oder was auch immer. Aber auch wieder philosophischer Diskurs, ich würde wieder mal weiterrennen, wie gesagt, bei dem guten Kollegen Roland, da kann man alle 3 Sekunden stehen bleiben. Kommen zu 90% aus dem privaten Bereich. Es ist also nicht damit getan, dass man einfach sagt, der Staat braucht mehr Geld, um zu investieren. Das würde die Gegebenheiten völlig verkennen. Martina, geh doch mal kurz in den Austausch mit Roland. Erklär ihm doch mal das Demokratieproblem. Das Demokratieproblem oder überhaupt das Ungleichheitsproblem? Er kennt das ja nicht an, offenbar. Ja, finde ich schade. Finde ich auf jeden Fall schade. Auch was ich schade finde und was ich auch gerade schon schwierig fand, ist, wenn man erst einmal das Ganze so framed, als wenn die Ungleichheit nicht steigen würde, eben durch die Abschatzvolumina, die immer weiter wachsen. Das hat Markus Krapka, Ihr werter Kollege vom DEW, auch aufgezeigt, dass zwar die relative Ungleichheit sinkt, aber die absolute Ungleichheit steigt. So, und insofern, allein schon, wenn man sich anguckt, was ist denn eine Demokratie, was ist das für eine Demokratie und überhaupt für ein Demokratieverständnis, wenn es zunehmend darauf ankommt, in was für eine Familie ich hineingeboren werde. So, und mittlerweile kommt es ja zu mehr als der Hälfte, wird mittlerweile vererbt und verschenkt. Das heißt, mittlerweile kommt es mehr auf das Spermalotto an, als auf meinen Verdienst, auf meine Leistung. Und damit habe ich ein enormes Problem. Und das muss halt auch so nicht sein. Und wir können ja an der Erbschaftssteuer, die können wir reformieren, die können wir auch demokratisch, die können wir auch gut derart zum Beispiel auch hinbekommen. Ich meine, wir sehen das. Wir haben jetzt 74 Milliarden Euro allein seit 2009. Das sind Steuersubventionen für die Allerreichsten. Wir subventionieren die Reichsten der Reichen
Und ich rede noch nicht einmal davon, dass wir jetzt irgendwie auch extrem hohe Ausgaben zu tätigen haben, weil wir jetzt irgendeine Transformation hinbekommen möchten, sondern wir reden auch einfach von dieser Spaltung der Gesellschaft. Auf der einen Seite haben wir immer reichere Menschen und wir sehen das, wir haben allein in der Corona-Krise, haben die Allerreichsten ihre Vermögen um 75% gesteigert hier in Deutschland. Und gleichzeitig haben wir einen neuen Rekord an den Tafeln. Also mittlerweile um die 2 Millionen Menschen, die tagtäglich zu den Tafeln gehen müssen, weil ihr Geld einfach nicht mehr reicht, um über die Runden zu kommen. Und dann haben wir aber eine Erbschaftssteuer, die eben noch dazu beiträgt, dass die Schere noch weiter auseinandergeht. Und wenn diese Spaltung der Gesellschaft, wenn wir da nicht was gegen tun wollen und nicht tun werden, dann werden wir auch die Gesellschaft spalten, dann werden wir auch die Demokratie spalten. Ich will mal Pause machen. Ich möchte da auch applaudieren einmal. Ja, also ich würde sagen, eine Sache, die ich besonders gut fand, und ihr könnt das ja sozusagen nochmal aus eurer Sicht analysieren, aber es ist eine Sache, die mich ja oft in Debatten stört, ist, aber glücklicherweise hat sie das sehr klar gemacht, es ist egal, wofür das Geld gebraucht wird, es ist etwas, was schädigend ist. Und das war für mich zum Beispiel ein sehr wichtiger Teil. Wir haben es vielleicht ja auch in einem anderen, bei Ulrike Herrmann haben wir ja erlebt, der Kapitalismus toll, ne, aber macht Klima kaputt. Ich würde sagen, naja, ist auch scheiße, wenn es Klima nicht kaputt machen würde. Und ich glaube, das war nochmal sehr wichtig, insbesondere auch, wenn dann plötzlich die Gegenseite ein neues Narrativ aufbaut, insbesondere wir retten ja das ja jetzt. Von daher fand ich dieses Statement sehr, sehr gut. Aber wie seht ihr beiden das? Ja, ich fand es auch also sehr stark, vor allem so diese Ausführung auch nochmal mit, okay, die reichsten 10% haben in der Corona-Krise nochmal 75% mehr. Mhm. Das war so ein ganz schönes Beispiel, dass das beschreibt, was Max zuvor beschrieben hat, ne, dass man hat zwei Fakten, aber man lässt das irgendwie lebensnah wirken. Man kann es sich irgendwie vorstellen und dann gleichzeitig im Gegensatz, okay, wir haben immer mehr Armut, wir haben immer mehr Menschen, die zur Tafel gehen. Ne? Das ist auch ein sehr lebensnahes Beispiel, was man sich vorstellen kann. Das fand ich sehr stark. Was ich mir gewünscht hätte, dass hier dieses Thema Spaltung der Gesellschaft nochmal ausgeführt wird. Das ist auch oft so ein Thema, so ein Buzzword, was Progressive gerne mal in die Debatte reinwerfen. Aber auch hier, was heißt das jetzt? Ne? Was ist genau das Problem? Warum ist das jetzt gefährdend? Da das einfach nochmal auszuführen, das wäre hier, glaube ich, hilfreich gewesen. Und das fällt mir dazu gerade ein. Wie seht ihr denn, also ich fand, das höre ich jetzt ja öfter, also schon so ein gängiges Ding zu werden, ist diese, die Sperma-Lotterie gewinnen. Das ist ja gegenüber Konservativen ganz toll, ne? Zu sagen, naja, hast ja nichts so gemacht, hast ja nur, also warst ein schneller Schwimmer. Gerade das fand ich super, weil das ist erstmal eine klare Bildsprache. Da kann sich jeder was vorstellen. Dann eben noch, wie du richtig erkennst, ein schöner Seitenhieb gegen ihren Podiumskollegen da, ja. Und auch das mit den Zahlen, also sind hier Zahlen, finde ich, die, also 75% Vermögenszuwachs versus Tafeln auch krasser Zuwachs. Und da kann sich jeder was drunter vorstellen. Das ist nicht zu abstrakt. Deshalb, wenn du dir mal hier anguckst, unseren konservativen Streiter hier, der hat zwischendurch ja auch mal so oft Zahlen, aber seine Strategie mit Zahlen ist eine andere. Er will ja gar nicht klar verständlich sein. Er will irgendwas mit, ja, und dann, wenn sie im Ausland besteuert werden und dann kommt hier noch die Steuer dazu und dann kommt der Jesus und steuert auch noch was weg und dann haben wir Trillionen Steuern am Ende, ja, so. Das ist ja so der Trick, was er bei den Leuten auslösen will. Das ist so kompliziert, dass da am Ende ganz viel zusammenkommt. Martina macht das hier wunderbar klar, mit einer klaren, also finde ich jetzt, ich meine, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber mir hat dieser Part sehr gut gefallen. Ja. Ich glaube, sie hat sich warm geredet. Ne? Am Anfang war es noch ein bisschen Zahlen, 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 aber dann wurde es schon so ein bisschen okay, ne? Und dann mit der Lotterie. Und dann wurde es, glaube ich, ging es schon ein bisschen heißer. Und dann hat sich, glaube ich, ganz gut genäht auch noch. Ja, in solchen Fällen im Zweifelsfall lieber erstmal das lebensnahe Beispiel aufmachen und dann mit den Zahlen kommen. Also erstmal so ein bisschen abholen, okay, warum betrifft mich das? Also, weil es ist, dann sind ja Menschen, die das sich angucken und sich überlegen, okay, ne, es war genauso wieder mit den Demokratiegefährden, so demokratiegefährdend sehe ich nicht, würden wahrscheinlich viele Leute, die zu Hause sitzen, unterschreiben. Und deswegen erstmal so ein Beispiel aufmachen, was man so merkt, ah ja, okay, vielleicht ist da wirklich ein Problem. Vielleicht noch kurz zum Thema Sperma-Lotto. Haben Max und ich uns tatsächlich auch Gedanken drüber gemacht. Ist eine interessante Metapher. Wir finden sie tatsächlich nicht so gut gewählt. Aus dem einfachen Grund, weil beim Lotto ist halt erstmal was Positives. Man gewinnt. Und wenn man gewinnt,
verliert jetzt nicht unbedingt eine andere Person. Also du hast da irgendwie freiwillig deinen Lottoschein eingerichtet, aber dir geht's jetzt nicht schlecht dadurch. Du hast das auch freiwillig gemacht. Und es beschreibt nicht so richtig die Situation, wenn irgendwie Menschen immer reicher werden und anderen geht's schlecht. Das ist ja das Problem. Und ja, und das ist natürlich auch ein Glück, ne? Also ich verstehe, dass sie das damit dann vergleichen will, aber Glück ist ja auch erstmal was sehr Positives. Also wir alle freuen uns ja, wenn wir Glück haben, und freuen uns auch für andere, wenn sie Glück haben. Deswegen, ich bin kaum jetzt auch keine bessere Metapher am Start, aber so von der Bedeutung her passt es nicht 100%. Der radikale Demokrat schreibt, der Go-To-Talking-Point der Rechten zu Steuern ist immer, diese Steuern musst du dann noch mehr zahlen. Und Steuern sind ja immer ein reiner Verlust. Niemals solltest du daran denken, dass damit auch was gewonnen wird. Wie ist denn da eure Perspektive drauf? Ich meine, wir sehen natürlich Steuern, wie ihr beschreibt, ne, das ist etwas, das wird uns abgebucht, ist dann weg und so weiter. Aber dass eigentlich die Mehrheit der Deutschen eigentlich Vorteil hat von der Steuern, insbesondere wenn man sogar noch die ein oder andere öffentliche Aktivität durchführt. Wie greift ihr denn das? Wie schaut ihr denn? Ich glaube, die eine, die auch Text Me Now macht, hat ja auch versucht, auch dieses Argument zu bringen mit, ne, was sind mit unseren Straßen und so weiter und so weiter. Ja, das hat sie schon relativ gut gemacht, wenn sie nicht die ganze Zeit in Negierungen gesprochen hätte. Also das hatten wir ja vorhin schon. Aber ansonsten sind diese Punkte gut angekommen. Es ist ein schwieriges Thema, weil, und da sind wir jetzt wieder bei den Narrativen. Es bräuchte eigentlich ein progressives Narrativ zu Steuern. Also warum sind Steuern gut? Und alle kennen das konservative Narrativ zu Steuern. Und das ist natürlich, das hast du vorhin schon gesagt, Steuern sind Raub. Diesen Satz kennen wir alle, haben wir alle schon mal gehört, komischerweise. Das ist natürlich jedes Mal höre ich, denke mir, wie dumm ist dieser Satz, aber genau, jetzt wäre die Frage, was ist der progressive? Was ist das progressive Gegennarrativ? Das ist schwierig, oder? Und sowas zu entwickeln, also das haben wir jetzt auch gemerkt. Ich meine, wir haben jetzt angefangen, einfach mal die ganzen Narrative, die so in den Debatten herumschwirren, einfach mal nur zu sammeln. Also allein das ist schon eine Menge Arbeit, aber viel schwieriger ist es tatsächlich, diese Narrative zu nehmen und sich zu überlegen, was ist denn das Gegennarrativ dazu? Und wir haben noch nicht, also man muss da wirklich von einem Narrativ zum anderen gehen und das durcharbeiten, weil das passiert nicht von jetzt auf gleich. Das zeigt aber auch, dass das auf konservativer Seite schon stattgefunden hat. Also dass es gibt Agenturen, es gibt Thinktanks, die das schon gemacht haben, die diese Kampagnen ausgearbeitet haben, die sich diese ganze Arbeit gemacht haben, sich in einem Satz diesen Wert, diesen konservativen Wert zu konzentrieren und den dann über Kampagnen, über Debatten, über Talking Points immer und immer wieder zu wiederholen, sodass alle Menschen diesen Satz kennen und auch die Werte dahinter verstehen und vielleicht sogar irgendwann gut finden. Ich sehe ja auch einige Vorschläge aus dem Chat bei Twitch. Ist total spannend. Danke dafür. Ich glaube, beim Thema Steuern kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, um welche Steuer geht es denn gerade. Klar ist es irgendwie wünschenswert, dass wir erstmal Steuern grundsätzlich positiv besetzen, zum Beispiel als Beitrag zum Gemeinwohl oder so. Aber das ist eben auch ein bisschen schwierig. Deswegen gerade hier bei Erbschaft ist es gerade so die Demokratiefrage. Bei der Vermögenssteuer ist es das genauso. Bei Einkommenssteuer ist dann die Frage, ne, nach welchem Beitrag bringe ich denn auch in die Gesellschaft und alles. Und dann kann man natürlich auch noch so über die, okay, was wird denn damit finanziert, ne, diese Frage gehen. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen, also die Steuern haben ja dann auch immer mehrere Funktionen und Finanzierung ist nur eine Sache. Deswegen ist, glaube ich, immer sinnvoll, sich zu überlegen, okay, was wollen wir denn mit der Steuer erreichen? Und deswegen finde ich hier diese Erbschaftssteuerdebatte auch super spannend, weil hier geht es wirklich eben genau darum, Gerechtigkeit herzustellen und Demokratie zu schützen. Und das ist dann eben dann das Narrativ für die Erbschaftssteuer. Wir wollen ja nicht, dass Maurice sich das hier anguckt und dann einen Herzinfarkt bekommt, wenn wir sagen, Steuern ist zur Finanzierung da. Ganz genau. Wir kennen natürlich dieses Narrativ. Ich wollte nur sagen, mir ist bei dieser ganzen, wie betitelt man Steuern, nur mal eine Simpsons-Episode durch den Kopf gegangen. Da musste die Stadt die Steuer erhöhen und haben dann auch sozusagen auf diesen Lohnzettel von Homer, der dann seinen Brief aufmacht, steht Freedom Tax. Und dann steht er da und freut sich so und sagt so, ach, ich spüre meine Freiheit.
Und hat gut funktioniert anscheinend dort. Ja, also was ich interessant finde, gerade wenn man sich das Wort nochmal genauer anschaut, eigentlich sind Metaphern mit diesem Wort möglich, weil wir steuern etwas. Mit unserer Demokratie steuern wir etwas. Also da sind eigentlich, die Grundlage ist da, um dieses Wort progressiv und positiv zu framen und zu sagen, wir wollen hier eigentlich unsere Gesellschaft damit steuern. Ja. Und wir entscheiden auch, also auch das ist ein progressiver Frame zu sagen, wir sehen uns in einer Gestalterrolle. Das ist nämlich genau das Gegenteil, was Konservative sagen. Die sagen, wir sind in einer Verwalterrolle. Wir können eigentlich den Status quo gar nicht verändern. Sagen sie dann, aber eigentlich wollen sie den Status quo schon verändern, nämlich in eine ganz andere Richtung. Aber am Ende ist die Frage, wie gestalten wir unsere Gesellschaft? Also eigentlich müssen Progressive viel mehr aus diesem Frame argumentieren. Wir wollen selber entscheiden, was wir machen. Wir leben in einer Demokratie, wir wollen diese Gesellschaft gestalten und dazu steuern wir gewisse Dinge. Und das sind eben Steuern am Ende. Also eigentlich ist im Wortursprung genug da, um daraus starke Kampagnen zu machen. Und ein Wort, was ich vor Ewigkeiten mal in einem Artikel gelesen hatte, wo ein Unternehmer quasi gesagt hat, er ist stolz, dass er Steuern zahlt. Er meinte, was wir in Deutschland bräuchten, wäre ein Steuerstolz. Da hat jetzt einfach Martina so gleichzeitig geschrieben. Ja, dachte ich auch gerade, ja, genau. Also da merkt man schon, da ist irgendwie was am Entstehen, aber es gibt noch nicht den Satz oder den Satz, den alle kennen, und es gibt noch nicht den Satz, der irgendwie alle überzeugt. Aber es wäre auf jeden Fall sehr wichtig, und das sehe ich eigentlich auch wieder als Aufgabe der PolitikerInnen, warum nicht Kampagnen machen, die Steuern als etwas Positives darstellen? Warum nicht an jedes öffentliche Bad ein großes Schild stellen, wo steht, finanziert durch unsere Steuern? Also warum aber nicht dann, in danke der für realen Welt? Ich weiß, aber zumindest in der Richtung zu überlegen, das wurde ermöglicht durch Steuern. Ermöglicht durch Steuern, überall ermöglicht durch Steuern. Es ist natürlich falsch aus der MMT-Sicht, wenn man so will, aber es wäre ein Weg, Steuern positiv zu framen. Bernstein-Dubel schreibt gerade, finde die Frage ganz wichtig, um das nochmal zu klären. Sicher, dass dann nicht Reaktionäre denken, Steuern gleich Staatssozialismus. Aber genau darum geht es ja, dass wir Progressiven unsere eigenen Framings aufmachen, ohne uns jetzt darüber Gedanken zu machen, was die Gegenseite darauf also das ist ja immer der Fehler, dass wir immer schon in die Debatten gehen und schon im Kopf haben, was könnte mein Gegenüber sagen, und ich das dann schon selbst entkräfte, indem so Sachen sage wie, ach, keine Ahnung, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, wie die Dame von Text Me Now am Anfang da sagte, so, also direkt, dass die Erzählung der Konservativen mit einbindet. Und das machen wir natürlich auch manchmal so ein bisschen, glaube ich, weil wir gelernt haben, dass das eigentlich gute Debattenkultur ist, das Gegenüber aufzugreifen. Aber da sich die Gegenseite ja offenbar nicht daran hält, an diese gute Debattenkultur, müssen wir eben auch eigene Strategien entwickeln und eigene Framings entwickeln und dann eben aus diesen diese Framings dann auch diese Framings dann eben auch verteidigen, beziehungsweise einfach mal stur aufrechterhalten. Ich werde gerade gefragt, wo das SED-Vermögen ist. Im Keller. aber ich habe die gute Katze. Aber ich glaube, Martina hat das, glaube ich, auch irgendwo weiter vorne. Ich glaube auch sogar der Radikale Demokrat hat das mal eingeworfen. Man muss ja sagen, der positive Kern, natürlich muss man schauen, wie man das kommuniziert, von Steuern ist ja eigentlich eine gerechtere Gesellschaft. Gar nicht, ne, weggehen von Finanzierung und so weiter. Im Grunde, es geht ja darum, dass durch die Steuern stellen wir sicher, dass wir nicht am Ende in einer Dystopie landen, wo, ne, dann, du hast Machtakkumulation und ich würde sagen, dass wir nicht in Cyberpunk landen oder so, 2077. Das ist ja im Grunde der Sinn von Steuern. Also ohne Steuern, Cyberpunk 2077, würde ich sagen. Das müsste das Narrativ sein. Zumindest für mich. Ja, du organisierst auch die öffentliche Daseinsvorsorge oder das, was wir uns, worauf wir uns geeinigt haben, was sinnvoll ist für unsere Gesellschaft. Ne? Also das finanzieren wir nicht, aber das organisieren wir eben mit Steuern. Genau, das tut es. Ich glaube, es ist die Organisation dessen. Und was
aber und es zeigt auch, was ist in unserer Gesellschaft uns wichtig und was ist uns weniger wichtig. Und das tut es absolut. Ich würde sagen, ja. Von daher, ich fand noch einen Punkt spannend, der eben gesagt wurde. Man wurde gesagt, so, ja, dann Staatssozialismus. Also das ist natürlich auch da fehlt ein Narrativ. Ne? Was ist der Staat? Die Konservativen sagen ganz klar, ja, Staatsapparat, bürokratisch, muss so klein wie möglich gehalten werden. Aber was ist denn so das progressive Narrativ von dem Staat? Ja, ne? Also machen wir klar, hey, das ist nicht irgendwie so eine abseits stehende externe Instanz, wo irgendwie eine Person sitzt und ein paar Hebel drückt. So nein, das sind auch Menschen, die sind gewählt oder die treffen demokratische Entscheidungen. Da gibt es verschiedene Institutionen, da sind Menschen, die wollen Dinge vorantreiben. Auch da ist es ganz wichtig, dass wir da neue Erzählungen in den Diskurs bringen, was dieser Staat eigentlich ist und dass man ein bisschen entmystifizieren, um ja den Menschen klarzumachen, hey, das sind wir alle und wir alle können auch diese Gestaltungsaufgabe wahrnehmen. Ja, und ich glaube, beim Thema Staat muss uns immer zwei Sachen bewusst sein. Also jetzt mal rein aus einer Analyse heraus, dass wenn Leute den Staat kritisieren, dass er nicht gut funktioniert und so weiter oder dass das zu bürokratisch oder administrativ ist. Wir haben auch eine sehr starke neoliberale Bewegung seit den 80er Jahren, die davon die ganze Zeit spricht, dass der Staat doof ist und man ihn abbauen muss und mehr privatisieren muss. Und dadurch haben sie auch das erzeugt, was sie wiederum heute kritisieren. Das kann man ja nicht machen, die kriegen ja nichts hin. Und da muss man, also wenn Leute zum Beispiel mit dem Argument kommen, ne, siehst du, der Staat kriegt doch nichts hin. Ja, der kriegt nichts hin, weil wir ihn über 30 Jahre einfach abgebaut haben und alles privatisiert haben. Wir haben das ja auch bei Veronika Grimm gesehen, die gesagt hat, naja, brauchen wir wirklich Kapazitätsaufbau kurzfristig oder nicht? Und das ist ja auch so ein Ding, ne, man soll den Staat so schlank wie möglich halten. Ja, und das ist halt das Dumme. Also wir leben in einer Zeit, man müsste eigentlich in die 70er, 60er gucken, auch in die USA und schauen, also da wäre auch zum Beispiel Maria Mazzucato zum Beispiel eine Ökonomin, die sehr schön diese Narrative und Geschichten aufbaut, wie Mission Economy oder so weiter, die halt zeigt, naja, der Staat, weil er so stark war, haben wir, also ohne fast jede Innovation, die wir heute so feiern, kommt von staatlichen Prozessen und nicht aus irgendwelchen Leuten, die ökonomische Geschäftsmodelle draus machen. Ne, die machen dann Geschäftsmodelle draus, aber nicht das andere. Das haben wir übrigens auch, also dieser Mechanismus, dass wir unsere Gesellschaft so gestalten, wie wir, welche Narrative wir haben, welche Werte wir leben, das beschreibt auch Lakoff in seinem Buch, ich glaube, sie bezeichnen es als Reflexivity, also das, was wir quasi hören, also wenn wir viele konservative Werte hören, dann gestalten wir auch unsere Gesellschaft so. Und dann erkennen wir, genau, und dann sehen wir diese Gesellschaft wieder in uns und fühlen uns bestätigt, ja, die Welt ist so, also gestalten wir sie auch weiterhin so. Genau das Gleiche müssten wir jetzt eigentlich aus progressiver Sicht machen und müssten sagen, wir, das sind unsere Werte, wir wollen unsere Gesellschaft so gestalten, dann ändert sich die Gesellschaft auch so, weiß ich nicht, kleines Beispiel, 9-Euro-Ticket, ja, komisch, wir können gestalten, wir können Mobilität günstig machen. Und dann in der Richtung weiterarbeiten und sagen, ach guck mal, so schlecht ist der Staat gar nicht. So, ich werde gerade darauf hingewiesen, dass wir gerade mal ungefähr 22 Minuten geschaut haben von einer Stunde 20 und wir schon 2 Stunden hinter uns haben. Ich mach mal Play, unaufhörlich. Ach, ich hasse dieses Ding. Siehst du nicht so, Roland, oder? Ich halte die Erbschaftssteuer trotzdem nicht für die Lösung dieser Probleme. Natürlich. Da waren wir doch vorhin. Du möchtest also keine Erbschaftssteuer, du möchtest keine Vermögensteuer. Wie möchtest du denn umverteilen, weil wir wollen unsere Demokratie retten. Moment. Also. Moment. Es hat mit Corona ein paar Bewegungen gegeben. Aber insgesamt. In die reichen Richtung, richtig. Nee. Da gibt's auch. Am Anfang haben die Unterstützungsmaßnahmen sogar im untersten Bereich der Einkommensskala überproportional geholfen. Über Einkommen, ne? Merkst du? Ja, aber es gehört alles zusammen. Nee, wir reden über Vermögen. Ja, aber auch das Vermögen, es kommt aus Einkommen. Und der Punkt ist, seit 2007. Nee, Vermögen kommt aus Erbschaften, haben wir davon gehört. Das kann auch vorkommen, ja. Das ist Fakt. Das gut, sind ja wissenschaftliche Studien, du warst ja die ganze Zeit dabei. Nehmen wir ein Beispiel. Das Unternehmen Wirt in Künzelsau. Kurz nach dem Krieg gegründet. Das hat Reinhold Wirth, der heute noch der Inhaber ist, ist ein Einzelunternehmen, damals mit 2 Mitarbeitern übernommen. Er hat jetzt, glaube ich, 16.000 und macht irgendwie so 20 Milliarden Umsatz. Gewinn weiß ich nicht. Wo ist jetzt da die Erbschaft? Er muss sterben. Also, wir müssen schon ein bisschen bei den Fakten bleiben. Nähe ist, glaube ich, 87. 87. Vielleicht bei dem Thema.
Die könnte, ja, aber ja. Wir machen nachher noch. Soweit ist es aber noch nicht. Und jetzt hat er erstmal Vermögen. Jetzt hat er erstmal Vermögen und jetzt geht es um die Vermögensbesteuerung. Also, ich würde gerne da weitermachen, wo ich vorhin gefragt worden bin. Ich stoppe da einmal kurz, weil es halt perfekt zeigt, dass er die ganze Zeit in seinem Frame bleibt. Also, es ist natürlich jetzt lustig zu sehen, aber gleichzeitig muss man halt sagen, er in seiner Rolle macht es in dem Sinne trotzdem, so gut es geht, so gut er es kann, er ist komplett in die Ecke gedrängt, immer noch in dem Sinne perfekt, weil er geht nicht, immer noch nicht auf die Gegenseite ein. Er nimmt diesen Frame überhaupt nicht an und bleibt die ganze Zeit dabei. Ja, aber es geht mir doch die ganze Zeit dabei darum, dass eigentlich Vermögen gerechtfertigt ist und gerecht ist und man, jeder darf sich das aufbauen, das ist Eigentum, das steht im Grundgesetz etc. Also er bleibt immer noch im Frame, obwohl er gerade so in die Ecke getrieben wird. Es ist zum Herzrasen. Aber lass uns weiter. Ich wollte nur sagen, Publikumsfragen machen wir auf jeden Fall. Also haltet euch bereit. Ich war bei der Frage, du bist Demokrat, Roland, ne? Ihr seid Demokraten. Logisch. Okay. Wie müssen wir denn umverteilen aus eurer Sicht? Bitte beantwortet das jetzt mal. Ja, wir tun es schon. Also. Nein. Die Schere geht immer weiter auseinander. Darf ich mehr als drei Worte dazu sagen? Hast du schon. Ich möchte jetzt, dass du die Frage beantwortest, wenn du ein Demokrat bist, die extreme Ungleichheit anerkennst, dass das demokratiegefährdend ist, ist die einzige Antwort umverteilen. Also, wie wollen wir das? Da ist schon wieder eine Prämisse, zu der ich was sagen muss. Welche? Die extreme Ungleichheit anerkennen. Ja, der Gini ist, der Vermögens-Gini ist in Deutschland relativ hoch. Er ist aber seit 2007 im Wesentlichen gleich geblieben. Der Vermögens-Gini in Deutschland wäre um 33% günstiger, wenn man die ganzen Renten und Sorry, eine Sache. Er sagt, der Vermögens-Gini in Deutschland ist relativ hoch, wenn er damit die Relation meint zu den absolut höchsten, das wäre dann Österreich, und relativ 1%, also 0,1 geringer als Österreich, ist Deutschland auf Platz Nummer 2. Also relativ weit an der Spitze ist der Vermögens-Gini in Deutschland. Also Gini-Koeffizient, für die nicht wissen, das berechnet in den Ländern die sozusagen die Ungerechtigkeit sozusagen oder genau die Ungerechtigkeit im Land, und 0 ist Gleichverteilung in einer Gesellschaft und 1 ist, sagen wir mal, ziemlich nicht gleich verteilt. Und wie gesagt, was Vermögen angeht, ist Deutschland bei 0,76 und ist auf Platz 2 des EU-15-Rankings. Gibt es noch ein anderes Land, das zufälligerweise auch deutschsprachig ist? Österreich. Und dann kommt Zypern. Ganz unten ist Slowakei mit 0,45. So, jetzt wieder weiter. Renten- und Pensionsansprüche mit einrechnen würde, die es in anderen Ländern in der Form gar nicht gibt. Er wäre nochmal anders, wenn wir in Deutschland mehr Wohneigentum hätten. Deutschland ist ein Land mit besonders wenig Wohneigentum. Das sind alles Dinge, die damit reinspielen. Und was ist deine Antwort auf die Frage, daneben, wie ihr umverteilen wollt? Wir verteilen ganz mächtig um, und zwar vor allem über die Einkommensbesteuerung. Wir haben relativ hohen Gini, und wir haben Nachsteuern einen, der besonders günstig ist. Das heißt, die Umverteilung findet statt. Nein. Aber du merkst, die bisherige Umverteilung führt dazu, dass die Schere immer noch krasser wird. Du meinst, wir brauchen mehr Erbschaftssteuer? Nein, ich will wissen, was ihr wollt. Ich will wissen, was ihr wollt. Ihr seid ja da, ihr habt ein Interesse daran, dass unsere Demokratie erhalten bleibt. Du hast gesagt, du bist Demokrat. Die extreme Ungleichheit im Land gefährdet unsere Demokratie. Also müsstet ihr ein Interesse daran haben, dass die Schere kleiner wird. Wie? Du setzt eine Prämisse, die ich so nicht teile. Dann brauchen wir aber nicht weiterreden mit dir. Also, ja, das ist schade. Ich dachte, du bist Demokrat. Komm, lass uns reden. Nee, aber Demokrat würde keine antidemokratischen Sachen hier sein. Und ja, was habe ich antidemokratisches gesagt? Wenn du hier keine Umverteilung in irgendeiner Weise befürwortest und dafür bist, dass die Schere immer weiter auseinander geht, dann brauchen wir nicht mehr mit dir reden. Okay, gucken wir uns mal an, wie das in anderen Ländern ist. Mit der Vermögensverteilung. Wenn man guckt, wie viel sich beim obersten Prozent oder bei den obersten 5% konzentrieren, dann sind die Länder, die da an der Spitze stehen, USA, Dänemark und Niederlande. Sind jetzt alles drei keine Länder, wo man sagen würde, die sind jetzt komplett undemokratisch. Also gerade Dänemark würde ich mal für ziemlich unverdächtig halten. Die besteuern höher Vermögen als wir. Die haben alle eine Erbschaftssteuer, die auch Unternehmensvermögen besteuert, was unter anderem in Dänemark zu Ausweichreaktionen führt. Roland, ich sehe keinen Sinn mehr. Auch da vielleicht wieder ganz kurz eingebracht, die empirische Argumentation, wir ziehen Vergleiche, ist irrelevant
für die logische, ne, demokratische Argumentation. Wenn morgen alle Länder anfangen würden, Demokratie abzuschaffen und Sklaverei wieder aufzubauen, könnten wir nicht uns sagen, ja, aber guck mal, empirisch gesehen machen das die anderen aus. Genau. Wir sollten auch. Auch da wieder, aber und natürlich, ne, er versucht irgendwie zu überleben. Ich finde es halt, ja, er merkt halt auch, dass er in die Ecke gedrängt wird, aber ich finde das halt trotzdem so krass, dass er diese drei Länder nennt und dann die USA als erstes und sagt, er sieht da ja gar kein Demokratiedefizit und die USA, die sind in den letzten Jahren immer so knapp am Faschismus vorbeigeschrammt. Also es ist, also klar, er hält sein Frame aufrecht, wirklich mit aller Macht, hier jetzt gerade mit Zähnen und Klauen. Aber hier merkt man, dass er inhaltlich an seine Grenzen kommt. Thilo hält ihn halt auch aufrecht. Also das muss man ihm halt hoch anrechnen, dass er da die ganze Zeit in dem Frame bleibt und ihn nicht rauslässt. Und das da denke ich halt manchmal, deshalb finde ich dieses Panel so spannend und dieses Event so spannend. Ich glaube, dass diese Situationen viel häufiger vorkommen könnten, wenn Progressive eben ein so starkes Framing auch benutzen. Also was jetzt nochmal spannend war, weil wir vorhin auch darüber geredet hatten, dass Demokratie nicht definiert wurde. Das hat ihm auch jetzt nochmal die Möglichkeit gegeben zu sagen, schade, du möchtest nicht mehr mit mir reden, du bist doch Demokrat. Also Demokratie im Sinne von, wenn wir alle miteinander reden, dann ist das Demokratie. Aber das ist ja gar nicht der Punkt, sondern der Punkt war ja hier diese ökonomische Macht und dass die vererbt wird, die jetzt nicht explizit genannt wurde, aber das hat ihm quasi den Raum gegeben, einfach zu sagen, Demokratie bedeutet, wir reden alle miteinander. Ist auch nochmal deshalb relevant, weil natürlich später noch Zuschauerfragen kommen, die genau das Gleiche wieder ansprechen. Hier kommt eine Frage. Ist das auch so eine Strategie, einfach Dinge wie zum Beispiel Vermögensungleichheit mit komplizierten Begriffen wie Vermögensgenie zu ersetzen? Wer von euch will schießen? Natürlich machen, um so ein bisschen Verwirrung reinzuschütten. Zeigt eigentlich wieder ganz gut, wie sehr er da auch in Bedrängnis gebracht wurde, wie gerade schon gesagt wurde. Wäre jetzt nicht irgendwie was wir empfehlen würden. Also eigentlich im Gegenteil, also eher einfach verständlich kommunizieren, so, ne, lebensnah und wertezentriert. Ich dachte mir nur in diesem Moment, also ich hätte auch so gedacht, dass er, als jetzt in die Ecke gedrängt wurde, also ich kann das aus der Beratung manchmal, dass wenn du so eine hitzige Situation hast, dass da manchmal das so ist, dass dann die andere Seite anfängt, so mit Fachjargon zu kommen, um Autorität aufzubauen und eigentlich deutlich zu machen, ey, was redest du überhaupt davon? Du hast eigentlich gar keine Ahnung. Schau mal, das und das ist doch eigentlich. Und damit im Grunde die Crowd, die das nicht so vielleicht ganz durchdringen kann und sagen, oh, der scheint ja ganz schlau zu sein, dass er das versucht zu drehen. Ich kenne das, wie gesagt, eher sehr oft aus, jetzt nicht mehr Broadband, aber in sehr hitzigen Fachdiskussionen. Ja, verstehe ich sehr gut. Wie gesagt, gerade bei Progressiven erleben wir oft, dass da eine sehr hohe Faktenkompetenz da ist. Also tatsächlich in der Regel dann auch Menschen sprechen, die Ahnung haben. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ist bei Progressiven eher so ein bisschen der Rat angebracht, okay, kommt mal wieder so ein bisschen so ins Einfache zurück und ins nicht so Abstrakte. Also ich glaube, das ist sowas, braucht man, glaube ich, Progressiven nicht unbedingt raten, dass sie Dinge noch weiter verkomplizieren, weil sie da ein Autoritätsargument benötigen. Das beobachte ich zumindest sehr selten. Ja, ich habe bei Progressiven eher das Problem, dass es zu sehr ausartet in Fachjargon. Genau. Ich glaube, was vielleicht auch eher hilft, es sich die Begriffe anzuschauen, die man selber verwendet, also nochmal genauer anzuschauen, statt zu überlegen, ob die Gegenseite gerade eine Strategie fährt. Weil es gibt sehr viele Begriffe, die wir einfach verwenden, über die wir nicht größer drüber nachdenken, aber die halt schon eine gewisse Metapher mit sich bringen. Ein schönes Beispiel ist eben immer auch Steuerentlastungen. Also in dem Wort Steuerentlastung steckt ja schon drin, dass Steuern eine Belastung sind und dass es ein rein negatives Ding ist und nichts Positives hat. Also diese Worte, die wir benutzen, genauso wie Maurice natürlich auch schon auf den Staatshaushalt hingewiesen hat, dass alle diese Metapher des Haushalts annehmen und dann glauben, ein Staat würde wie ein Haushalt funktionieren, das kommt nicht von irgendwoher. Dieses Wort suggeriert das natürlich auch. Also es ist halt schwierig zu sagen, ja, es heißt zwar Staatshaushalt, aber so funktioniert es halt nicht. Also die Worte, die wir verwenden alltäglich, haben zum Teil problematische Framings drin. Die sind zum Teil einfach historisch entstanden. Aber zum Teil auch ganz bewusst gesetzt. Also eins meiner Lieblingsbeispiele, was ich immer nenne, weil das George Lakos auch in seinem Buch hatte, ist zum Beispiel, wo ist eigentlich die globale Erwärmung geblieben?
warum sprechen wir eigentlich nicht mehr weltweit über globale Erwärmung? Und da gibt es tatsächlich einen Menschen, der heißt Frank Luntz, der hat auch eine Wikipedia-Seite, wo man sich das auch nochmal durchlesen kann. Das ist ein Kommunikationsberater und der war Kommunikationsberater von George W. Bush und hat damals festgestellt, dass dieses Wort Global Warming extrem bedrohlich klingt und das natürlich nicht so gut ist, wenn die Masse der Bevölkerung etwas dagegen tun will. Und dann hat er George Bush geraten, in seinen Reden nicht Global Warming zu sagen, sondern Climate Change. Und dann hat George Bush angefangen, Climate Change zu sagen. Dann haben die Zeitungen und Medien angefangen, Climate Change zu schreiben, weil das Bush gesagt hat. Dann haben die Medienhäuser, die den Konservativen gehören, auch angefangen, diese Worte zu benutzen. Und es ging dann so weit, dass es über den Ozean geschwappt ist und jetzt wir alle Klimawandel sagen. Und das hat angefangen, weil eine Person sich gedacht hat, es ist schwierig, dass globale Erwärmung so bedrohlich klingt. Ja, also ich kenne das sogar irgendwann mal dieser Diskurs, es ist noch nicht mal eine Klimakrise, weil Krise endet, ne? Und man versucht ja heutzutage eher den Begriff der Klimakatastrophe. Aber tatsächlich, Klimawandel war ja auch lange Zeit eigentlich Teil des Diskurses. So, ich würde das mal weiterrennen. Nicht, dass uns hier, nicht, dass wir noch bis 3 Uhr morgens. Oh ja, bitte, schieß los. Warte mal ganz kurz, wie ist denn das? Das war jetzt im Grunde das große Highlight. Was kommt denn da jetzt gleich noch? Wollen wir vielleicht mal ein bisschen, Schlagabtausch. Mehr auszugsweise vielleicht arbeiten? Also ich würde vorschlagen, wir lassen noch ein bisschen laufen und dann würde ich sagen, irgendwann sollten wir zu den Zuschauern kommen. Aber es gibt, glaube ich, jetzt auch kurz danach noch, also ich habe auf jeden Fall 1, 2 Szenen noch auf dem Schirm und dann können wir ja schauen. Aber genau. Ich würde nämlich auch gerne, weil das läuft jetzt noch ein bisschen, nochmal mit euch mal diskutieren, wie ihr Thilos Moderationsstil empfunden habt. Ich glaube, das ist etwas, was viele differenziert betrachten. Okay, aber ich lasse mal weiterrennen. Ja, wenn du jetzt überhaupt nicht über Umverteilung reden willst, weil das Problem ist, über das wir reden, dann brauchst du auch nicht mehr mitreden. Ich hab schon ganz viel zu Umverteilung gesagt. Wir verteilen über die Einkommensbesteuerung eine ganze Menge ganz gewaltig sogar. Wir reden über Vermögen. Das weißt du. Du derailst die ganze Zeit. Darum würde ich gerne mit Stefanie und Armand weitermachen. Siehst du, geht das mit der FDP auch so? Nee. Haben die bessere Argumente, nichts zu machen? Sie haben eine andere ideologische Überzeugung. Also ich bin sehr weit davon entfernt, was ich jetzt aber in den letzten Monaten als Bundestagsabgeordneter und auch in der Zusammenarbeit mit der FDP wahrgenommen habe, ist, dass es einfach ideologisch sind die der Meinung, der Markt wird das schon irgendwie regeln oder Arbeit lohnt sich und so weiter und so fort. Also das ist gar nicht, dass sie die Fakten nicht anerkennen. Also sie sagen auch, ja, wir haben eine Vermögensungleichheit in Deutschland, also da haben wir eine gemeinsame Grundlage, wenn es darum geht, was braucht es denn für Maßnahmen, was braucht es denn für Entscheidungen, Gesetze, um das zu verändern, dann haben die andere Ideen als wir. Wenn ich sie so zuhöre, oder wir duzen ja, wenn ich sie so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass du gar nicht umverteilen willst, dass du der Meinung bist, wir müssen gar nicht umverteilen. Weil zu behaupten, dass man über die Einkommensteuer umverteilt, ist eigentlich, entschuldige, eine Frechheit, weil eigentlich die Einkommensteuer sowas von regressiv ist. Wir sorgen eigentlich dafür, dass überproportional die, die wenig verdienen, am meisten Steuern bezahlen. Also selbst bei der Einkommensteuer selbst müssen wir darüber reden, ob wir wir brauchen da eine Reform, die muss progressiver gestaltet werden. Jetzt von der Vermögensteuer oder von der Erbschaftssteuer abzulenken und zu sagen, die Einkommensteuer wäre eigentlich die Art und Weise, wie wir umverteilen, das ist eine gewagte These, finde ich. Stefanie, warte. Aber hier hat doch jetzt Amon sozusagen jetzt nicht wie der klassische Politiker zurückgegeben, sondern schon versucht, das Ding auch zu benennen, so dass es halt Unfug ist, was er erzählt. Und hat jetzt selber keine Beispiele gebracht, aber das, also ich sag mal, das Problem ist ja, wenn man jetzt in die breite Zuschauerschaft geht, ist, wenn jetzt nicht alle so progressiv schon positioniert sind, ist ja, das muss ja irgendwie alles verortet werden. Und manchmal müssen auch Sachen benannt werden. Und wenn wir die ganze Zeit so eine Art, ich sag mal, sehr so relativen Diskurs führen, wo jeder so ein bisschen Argumente hin und her schiebt und so weiter, fehlt ja sozusagen für viele, das ist auch was Stefan Schulz ja auch sagt, ne, der Zuschauer oder die Zuschauerin, der braucht ja irgendwann so eine Art, okay, was bedeutet das jetzt gerade? Und da fand ich tatsächlich jetzt Amon ganz cool, dass er gesagt hat, ne, das ist ja Unfug, was du erzählst, das stimmt ja auch gar nicht, sondern das ist problematisch. Ja, absolut. Also wenn da was fällt und das ist Quatsch, dann muss man darauf natürlich reagieren und das klarstellen.
Was aber wichtig ist, ist, dass man nicht glauben darf, dass nur wenn man das klarstellt, hat man die Menschen überzeugt und auf seiner Seite. Das ist der entscheidende Unterschied. Also danach muss dann eben trotzdem auch noch wieder das Werben für die eigenen Interessen stattfinden. Lakoff beschreibt das auch so ganz gut mit the truth doesn't set you free, weil das auch so eine Annahme ist bei Progressiven. Ja, ich muss nur die Wahrheit sagen, ich muss nur die ganzen Fakten bringen und dann wird das schon alles funktionieren. Sehen wir leider, ne, Trump wurde ja auch schon genannt, sehen wir leider, ist nicht der Fall. Deswegen, klar, immer sagen, wenn was nicht richtig ist, es richtig stellen, aber eben auch nicht nur damit seine Zeit verbringen. Ja. Das wäre wahrscheinlich gut gewesen, weil wenn man ganz kritisch ist, könnte man sagen, er ist gleichzeitig natürlich auch auf den Frame von Roland jetzt eingegangen. Also die Debatte wurde jetzt wieder derailed im Sinne von, wir reden jetzt über Einkommenssteuer und nicht über eine Erbschaftssteuer. Es wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Es ist natürlich immer schwierig. Also wir kritisieren hier aus so einer privilegierten Position, sitzen hier abends und schauen uns das an und können Pause machen. Aber es wäre jetzt für einfach zum Lernen quasi noch besser gewesen, wenn er wieder zurück auf die ursprüngliche Debatte gekommen wäre und gesagt hätte, dass man so eine Einkommenssteuer natürlich nicht diese ökonomische Macht verhindern kann, weil wir das eben gerade beobachten, dass diese ökonomische Macht sich weiter anhäuft, dann wieder zurück den Bezug zur Demokratie zu machen. Sehr gut. Genau. Ich frage dich nichts mehr, aber du kannst gerne antworten. Also, wenn ich mich recht entsinne, gab es ja gerade auch eine Diskussion über die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags und er ist für die unteren 90% abgeschafft worden, für die oberen 10% bleibt er bestehen, aber diese oberen 10% sorgen dafür, dass der Solidaritätszuschlag mit der Hälfte seines Aufkommens weitergezahlt wird und diese oberen 10% zahlen eben auch die 50% Einkommensteuer in dieses System, mit dem unter anderem Renten und alles andere stabilisiert werden. Ein Drittel des Bundeshaushalts fließt in soziale Aufgaben. Renten, Krankenkassen und so weiter. Also, wenn das keine Umverteilung ist, weiß ich nicht, was sonst. Wenn das deine Vorstellung von Umverteilung ist, dann... Naja, man kann auch enteignen. Stefanie. Meinen manche. Ich halte das nicht für sinnvoll. Ja. Und da hätte man ihn eigentlich korrigieren müssen. Denn Erbschaftssteuer ist keine Enteignung. Genau. Dann macht er die Maximalforderung sozusagen und wirft die in den Raum, als wäre das überhaupt gerade Diskussionsthema. Einfach, um von sich abzulenken und sich als die Person hier hinzustellen, die neutral irgendwie agiert. Und Enteignung ist auch ein Angstbegriff, ne? Also wir wissen, dass bestimmte Gruppen in Deutschland haben ja einfach so vielleicht auch ein kleines Eigentum und wenn die Enteignung hören, snappt man ja sofort. Und da hätte man sofort eigentlich sagen müssen, nee, es geht hier nicht um Enteignung. Der Diskurs ist auch keine Enteignungsdiskussion, die dort ist. Es geht um Steuern. Steuern sind keine Enteignung. Deshalb glaube ich, dass gerade bei der Erbschaftssteuer dieser Frame der ökonomischen Macht so wichtig ist oder so gut ist, weil wenn ich sage, wir wollen ökonomische Macht verhindern durch diese Steuer, dann denkt niemand an sein kleines Einfamilienhaus. Also jemand, der ein kleines Einfamilienhaus hat, denkt nicht, habe ich damit jetzt ökonomische Macht? Natürlich nicht. Also man fühlt sich auch dann selber gar nicht betroffen, sondern man denkt sich, okay, ökonomische Macht, wie viel Geld muss ich denn da haben, dass ich ökonomische Macht habe? Naja, ganz schön viel. Und genau die Leute soll es ja auch treffen. Genau das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte. Deshalb glaube ich, ist dieser Frame von ökonomischer Macht zweierlei positiv, weil er eben einmal ausschließt, dass sich Menschen angesprochen fühlen, die davon gar nicht betroffen sind und gleichzeitig das Problem des Werteverlusts übermittelt, dass wir eben dadurch die Demokratie gefährden. Sehr gut, ich schieße mal weiter. Vielleicht nochmal zu der Sache mit der Einkommensteuer. Also auch die Kapitalertragssteuer ist ja eine Einkommensteuer. Nun wird aber die Lohneinkommensteuer progressiv erhoben. Die Kapitalertragssteuer hingegen pauschal. Das heißt, wenn Menschen arbeiten, wie das die Mehrheit der Deutschen tun, dann zahlen sie darauf progressiv Steuern. Wenn Menschen mit Vermögen, und das sind nämlich die übermengende Mehrheit derjenigen, die Kapitalanlagen haben, wenn die Einkommen haben aus Geld, dann zahlen sie 25%. Also auch da haben wir keine Umverteilung. Die Menschen, die eh schon viel haben, zahlen darauf weniger Steuern als die dafür arbeiten. Ja, also wenn du jetzt die Zinsbesteuerung meinst, das ist jetzt eigentlich nicht mein Thema. Das hat mit den Familien und... Vielleicht ganz kurz, es geht dort nicht um Zinsbesteuerung, sondern Einkommen aus Kapitalertrag. Dazu zählt unter anderem Zinsen, aber auch Dividenden und andere Aktiengewinne. Deswegen, ich wollte es nur mal kurz anmerken, weil ich das weiß. Ah, ich bin schlau. Hat dann eben nichts zu tun. Der andere Teil sind die Dividenden. Die Dividenden kommen aus Unternehmen, die als Kapitalgesellschaften verfasst sind. Dort haben sie bereits der Besteuerung unterlegen. Deswegen hat der Gesetzgeber das so gemacht, weil wenn man dann 25% auf diese Dividenden erhebt und bei denjenigen, die wesentlich beteiligt sind, ist es über das Teileinkünfteverfahren in der Regel noch ein kleines bisschen mehr,
dann landet man insgesamt bei einer Belastung, die dem Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer entspricht. Selbst wenn diejenigen, die das betrifft, gar nicht den Spitzensteuersatz zahlen müssten. Das sind aber zwei verschiedene Steuerpflichtige. Das eine zahlt das Unternehmen und das andere zahlt derjenige, der die Kapitalanlagen hält. Das heißt, ich als Kapitalanleger zahle immer noch weniger Steuern als derjenige, der für sein Geld arbeitet. Das kann man so sehen, aber man kann die Sache natürlich auch wirtschaftlich betrachten. Und wenn man es wirtschaftlich betrachtet, dann ist es auch egal, dass es ungerecht ist. Es ist nicht ungerecht. Also unterm Strich werden die in den Unternehmen, in diesen Gesellschaften erzielten Einkünfte, bevor sie jemand privat für sich verbrauchen kann, mit dem Spitzensteuersatz der Einkommensteuer belastet. Was soll daran ungerecht sein? Wie gesagt, auf das, was ich als Einkommen erhalte, zahle ich weniger Steuern als jemand, der dafür arbeitet. Und dann ist es egal, ob das. Und weil ich meine, Lohn wird auch aus dem gezahlt, was vorher schon versteuert wurde. Hast du so viel Zinseinkünfte? Also Kapitalertrag. Aber ist also. Ich würde ja gerne gleich mal mit den dreien. Also, was erklärt er gerade? Und das ist ziemlich wirr. Also, er sagt, ja, also theoretisch stellt er gerade so ein Kleinunternehmen dar, der, keine Ahnung, der verdient Geld und dann, muss schon eine Kapitalgesellschaft sein, sonst wird das alles keinen Sinn machen. Und diese Kapitalgesellschaft macht einen Gewinn. Dieser Gewinn wird einmal, wenn wir bei einer Kapitalgesellschaft sind, mit 30% versteuert. Und dann wird ja das, was ausgeschüttet wird, nochmal bei dem, der die Ausschüttung erhält, ne, zum Beispiel Aktien, Dividenden und so weiter, wird die mit einem Flatrate besteuert. Ne, also 25% Kapitalertragsteuer. Und ihr Argument ist, weil ich finde, es geht voll verloren mit dem Ding, ihr Argument ist, ich halte ja nur Anteile und ich kriege immer Dividenden. Ich habe nichts dafür gemacht und ich bekomme dafür nur 25%. Sein Argument ist, naja, du hast ja schon vorher 30% Steuern bezahlt, weil das ja dein Unternehmen ist und dann hast du nochmal 25% bezahlt und damit bist du ungefähr bei der Einkommenssteuer. Das stimmt tatsächlich. Also man kommt ungefähr bei der Einkommenssteuer raus, aber ich sag mal, man tut ja immer so bei der Erbschaft, als ob es nur um keine Ahnung, Häuschen, Betriebsvermögen und so weiter geht, aber da geht es ja auch sehr viel um Kapitalkram, den man hält bei Unternehmen, wo man selbst gar nicht operativ unterwegs ist und so weiter. Und da ist es ja wirklich, also das ist ja schon ein bisschen krank, ne, dass man da Flatrate 25% auf den Kapitalertrag zahlt, ist ja deutlich weniger Steuern als woanders. Kann es sein, frage ich mal euch beide, kann es sein, dass ihr Problem hier ist, dass sie ernsthaft versucht, den anderen Typen zu überzeugen, obwohl der nicht überzeugbar ist? Ja, also ich meine, das Grundproblem ist, dass hier wieder eine Debatte geführt wird, die ja eigentlich gar nicht die Debatte ist. Ne? Also das ist jetzt hier wieder über Kapitalsteuer und sie geht natürlich drauf ein, weil also er macht eigentlich permanent Ableckungsmanöver und Thilo versucht dagegen zu steuern, aber die Teilnehmenden an der Podiumsdiskussion steigen eben trotzdem drauf ein. Ne? Und das ist halt schade, weil die Zeit könnte genutzt werden, um progressive Narrative und Ideen in den Diskurs reinzubringen. Und auch da wieder, wenn von vornherein irgendwie klar gewesen wäre, okay, wir haben hier Demokratiegefährdung, ökonomische Macht und so weiter, könnte man immer wieder darauf zurückgehen. Deswegen ist es kann es wirklich hilfreich sein, wenn da nur eine progressive Person in der Runde sitzt, die hart ihren Frame fährt, weil dann auch andere in der Gruppe dann wiederum darauf aufspringen können. Aber das fehlt tatsächlich bei vielen Debatten. Hier ist es Thilo, der das immer wieder mit einbringt. In anderen Debatten, die wir uns so auf öffentlich-rechtlichen angucken können, fehlt das leider komplett. Lanz, Entschuldigung. Ich frag noch mal anders. Kann es sein, dass es Sinn macht, dass man aufhört, solche Hardliner, ich meine, er ist ja wirklich ein Hardliner, ne, überhaupt überzeugen zu wollen? Ja, eigentlich muss man tatsächlich sagen, man diskutiert ja nicht gegen, also man will ihn nicht überzeugen, man will eigentlich andere Menschen, die zuhören, erklären, dass das dumm ist, was da passiert. Genau. Oder eine bessere Idee liefern wäre auch nicht schlecht. Ja, also man könnte es einfach ganz schnell abtun und sagen, hey, wo du gerade drüber redest, ist Kapitalsteuer, ist hier nicht das Thema, hier steht dick Erbschaftssteuer hinter uns angeschrieben und dann könnte man wieder die eigene Narrative auspacken. Also man muss diese Redezeit wirklich sinnvoll nutzen und eben für die eigenen Themen und für die eigenen Interessen. Also in dem Fall kann auf jeden Fall mit Nein zu beantworten. Sie sollte nicht versuchen, sie ihn zu überzeugen und auch nicht, um dann wiederum andere zu überzeugen. Sie sollte ihre eigenen Themen mitbringen, ihre eigenen Narrative ausbreiten.
die sie aber vielleicht gar nicht hat. Also das ist so ein bisschen immer die Frage. Es ist halt oft ist es nicht, weil das dann irgendwie im Moment nicht abrufbar ist. Oft bestehen die nicht. Und deswegen ist der erste Schritt irgendwie wirklich sich zu überlegen, was ist denn das Narrativ hinter einer Erbschaftssteuer? Und das vorzubereiten und mitzubringen, zusammen mit dem Reminder, die Gegenseite nicht zu wiederholen. Und dann kann eigentlich alles gut laufen. So, ich schieß mal weiter. Die Lösung anbieten wollen, über ihre Lösung reden. Aber ich weiß, weil Martina sich mit den historischen Begebenheiten Erbschaftssteuer, Vermögensbesteuerung auseinandergesetzt hat, wir waren ja bei der FDP. War die FDP eigentlich schon immer dagegen? Nee, die war mal cool. tatsächlich ist ja auch 1972 sind da mal die Sätze erhöht worden und das war damals unter der Regierung von SPD und FDP. Und auch ein witziger Recherchefund, den ich hatte von 1996, war, dass der hieß Martin Matz, das war damals der FDP-Landesvorsitzende von Berlin, da ging es in einem Streitgespräch darum, ob die Erbschaftssteuer erhöht werden sollte, ja oder nein. Und dagegen war natürlich ein Vertreter der Wirtschaftslobby und dafür war der FDP-Landesvorsitzende. Der hat nämlich davon gesprochen, dass die Staatschancengerechtigkeit anderenfalls ja überhaupt nicht bestehen könnte. Von daher, eigentlich, wenn die FDP sich selbst treu wäre und davon sprechen würde und es auch ernst meint, was sie selbst sagen, nämlich, dass ja Leistung sich lohnen sollte, dann sollten sie auch bei der Erbschaftssteuer ordentlich mit anpacken. Weil so gerade aktuell hat das nicht viel mit Leistung zu tun. Eigentlich müsste ja die FDP, wenn sie sagen, Leistung muss sich lohnen, Leistungsgesellschaft sagen 100%. Oh, sorry. Wäre schön. Wenn es rechtlich möglich wäre. 99%, haben wir ja vorhin gehört. Jetzt mal noch zu den Lösungen, bevor wir zu euren Fragen kommen. Fangen wir mal mit der konservativen Lösung, glaube ich, an, Amon. Wie stellst du dir, wenn jetzt die SPD absolute Mehrheit hätte, wie würdet ihr Erbschaftssteuer, ist ja jetzt unser Thema, ändern? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich jetzt nicht so aus dem Ärmel raushauen? Müsst ihr das nicht wissen? Moment. Easy. Okay. Ein bisschen das letzte Detail, kann aber die grundpolitische Überzeugung mit auf den Weg geben. Und ich finde den Vorschlag von Stefan, das geht in die Richtung, dass wir sagen, bei Privatvermögen wollen wir für hohe Freibeträge sorgen. Das macht durchaus Sinn. Das ist ja auch im Grundgesetz gedeckt. Das ist ja auch was Schönes, wie wir gesagt haben, wenn ich als Vater, als Mutter mein Kind etwas hinterlasse. Dann finde ich, da kann man das besteuern, sollte man das besteuern, aber gewisse Freibeträge ist durchaus ansetzen. Bei Betriebsvermögen, das ist eine andere Geschichte. Da würde ich alle Ausnahmen beseitigen. Und man kann auch mit Auflagen arbeiten, man kann mit Bedingungen arbeiten, man kann mit Kreditbestundungen, alles mögliche, um wirklich dafür zu sorgen, dass am Ende Arbeitsplätze nicht kaputt gehen, hören wir immer wieder, um dafür zu sorgen, dass wir trotzdem den wirtschaftlichen Kern erhalten können, aber auch dafür sorgen, dass von den 400 Milliarden, die du auch vorhin erwähnt hast, dass am Ende nicht gerade mal 9% reinkommt, sondern viel mehr rein. 8 Milliarden, 2%. 2%, Entschuldigung, ja. 8 Milliarden, 2%, genau. Das ist die Lösung, die uns als SPD-Fraktion oder als SPD-AG, die wir gut finden. Aber wie gesagt, die Details, das kann ich jetzt nicht so einfach ausschütteln. Martina, hast du eine Lösung? Wenn ich mich richtig erinnere, hat er jetzt auch wieder Argumente genannt, die eigentlich noch nicht in der Debatte vorgekommen sind. Also er hat konservative Argumente wieder aufgegriffen, die dann letztendlich gar nicht, also er hat sie wieder quasi die konservativen Argumente vorweggenommen und seine ganze Rede war eigentlich wieder gegen einen Strohmann letztendlich, der gar nicht im Raum steht, statt zu sagen, warum er für eine Erbschaftssteuer ist. Also das war wieder eine Negation mehr oder weniger in seiner ganzen Rede. Ja, es ist eigentlich durchgeschwungen, dass die Erbschaftssteuer schlecht ist und dass man alle möglichen Sachen tun muss, um eben zum Beispiel nicht zu verhindern, dass Arbeitsplätze flöten gehen, um nicht zu verhindern, dass man, dass Leute ihre Häuser verlieren. Also er hat diese ganzen Sorgen bedient, obwohl die überhaupt nicht im Raum standen. Mhm. Und ja, so macht man natürlich keinen erfolgreichen Case für eine Erbschaftssteuer. Ja, der Radikale Demokrat schreibt im Chat eine Sache, die bei mir natürlich super resoniert. Unternehmen sollten an die Angestellten vererbt werden, die es dann demokratisch weiterführen. Und ohne Scheiß, ich finde, solche Ideen sind viel zu wenig im Diskurs. Ich meine, ich habe es vielleicht hier und da mal erwähnt, dass ich in der beratend unterwegs bin. Und wenn wir uns angucken, ganz viele Unternehmen haben heute ein Nachfolgeproblem. Die finden keine Leute, die das Unternehmen weiterführen. Und was gibt's heute dafür? Es gibt sowas wie Private Equity, ne? So irgendwelches private, so Family Offices und so weiter, die sehr, sehr viele Millionen haben. Und die halt rumlaufen, ganz viele mittelgroße Unternehmen kaufen, sie konsolidieren, daraus einen Konzern machen und so weiter. Und wisst ihr was, das funktioniert. Also dieses Narrativ, das muss in der Familie bleiben, weil die unternehmerisch sind und so weiter, Bullshit. Also da werden Unternehmen gekauft, sie werden zusammengeführt, konsolidiert, da wird ein neues Management hinzugefügt. Also wir merken, dass Unternehmen auch weiterführen. Also wir wissen, Bürokratien funktionieren auch permanent. Warum nicht den Schritt weitergehen und sagen, ey, ein gut laufendes Unternehmen, gute Mitarbeiter und so weiter, warum nicht sowas wie Public Equity sich überlegen? Ne? Zu sagen, der Staat
macht so eine Art Public Equity Fonds und man überlegt sich, wie kann dieses Unternehmen von der Unternehmerschaft selbst geführt werden? Also das wäre doch wirklich eine radikale Idee, die sowohl marktwirtschaftlich sinnvoll ist, die auf jeden Fall viable ist, wahrscheinlich sogar besser als das andere Private Equity Modell, wo dann eher so McKinsey-Menschen oder so Leute wie ich dann kommen und beraten wollen und so weiter. Von daher absolut, ne? Warum gibt's sowas nicht? Warum werden solche progressiven Ideen nicht reingeworfen? Ich meine, bei mir resoniert natürlich diese Idee von Public Equity richtig krass, weil wir sehen ja zum Beispiel, dass Venture Capital Investments, also man tut immer so, als kommt da der Frank Thelen Investor und schaut, wo er sagt, nee, das meiste Geld wird in Deutschland von KfW gegeben, von Hightech Gründerfonds. Alle staatliche Konzepte, die ganze Frühphase Investments machen, und das könnten wir genauso gut auch auf der anderen Ebene tun. Ja, würde vor allen Dingen auch Argumente entkräften, die, glaube ich, auch noch kommen, dass wenn die Erben keine Lust haben, so viel Steuern zu zahlen, dann sich vielleicht entscheiden würden, den Betrieb gar nicht zu übernehmen. Und dann ist immer so, ja, und dann? Ja, dann ist das Unternehmen weg, oder was? Naja, genau das wäre dann eben nicht der Fall, wenn wir sagen würden, ja, es wird halt an die Belegschaft vererbt. Also warum muss denn die Person das erben? Ich wünschte so gerne, dass ich irgendwann mal in meinem Leben in so einem Diskurs reinkomme, wo jemand dann über, ja, und Unternehmer muss das Volk führen, und dann würde ich ihm so 10.000 Beispiele, die ich in den letzten 10 Jahren erfahren habe, wo das einfach nur absoluter Bullshit ist. So, und Organisationen ganz anders funktionieren. Ach ja, da würde mir mein Herz aufgehen. Martina bringt das, glaube ich, auch noch später, das Argument, dass die Erben nicht unbedingt die besten Manager. Yeah. Ich glaube, sie kommt direkt danach. Also, ja, und das stimmt absolut. Also wirklich, wirklich, das stimmt. Ich mehrere Unternehmen, die ich beraten habe, wo genau das Problem war. So, aber lass uns mal weiterrennen. Vorschlag, und stimmt eigentlich das Argument mit den Arbeitsplätzen? Das mit den Arbeitsplätzen ist Humbug. Also das hat auch schon der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Finanzen bereits 2012 herausgearbeitet. Und auf Grundlage eben auch dieses Berichts wurde dann ja auch von 2014, meine ich auch, das Bundesverfassungsgericht hat dann nochmal gesagt, müssen wir nochmal an die Erbschaftssteuer ran. Weil es einfach keine Evidenz dafür gibt. Also das ist eins der ganz großen Schreckgespenste neben Omas Häuschen, was halt auch Humbug ist. Also es sind diese ganzen Märchen und Mythen, kann man nennen, wie man möchte, aber es sind am Ende wirklich halt, wenn Söder dann davon spricht irgendwie, ey, wir müssen jetzt die Erbschaftssteuer reformieren und die müssen hoch die freie Beträge, weil sonst Omas Häuschen weg wäre, dann ist er für mich nicht mehr als ein Märchenonkel. So, und mit den Arbeitsplätzen, das ist auch nicht nur jetzt vom wissenschaftlichen Beirat, sondern es gibt dazu Forschung. Zum Beispiel hat auch die OECD in einem großen Bericht 2021 all die Literatur zusammengetragen, die halt eben aufzeigt, und das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Studien da zitiert werden, aber für die USA, für Dänemark, für Frankreich, für Großbritannien, die alle zeigen, dass dieser Mythos, Arbeitsplätze wären gefährdet, nicht nur falsch ist, sondern sogar eher das Gegenteil der Fall wäre. Ja. Weil nämlich einfach jemand, der, also in der Regel erstmal, wenn du so ein Großerbe bist, dann wirst du ja gar nicht unbedingt an die Spitze eines Unternehmens gestellt. Das heißt, es ändert sich sowieso gar nichts. Und aber auch tatsächlich, das wird bei Übertragungen auch in Dänemark gezeigt, weil ich glaube 5.000 wurden in dieses Survey mit reingenommen, über einen ziemlich langen Zeitraum. Es ist nicht unbedingt immer der Erbe der beste Manager eines Unternehmens. Also es ist sogar das Gegenteil der Fall. Diese Arbeitsplätze sind gefährdet. Blödsinn, nicht dran glauben. Omas Häuschen ist weg, auch nicht dran glauben. Ja, morgen nimmst du das mit? Da gibt's Vielleicht, ich hätte gerade gelesen, auch wieder der Radikaldemokrat. Er schreibt, anstatt bedingungsloses Grundeinkommen sollten wir bedingungsloses Grundeigentum pushen, dass es in die gleiche Richtung geht. Ich wirf mal ein neues Konzept, oder kein neues, aber ein alternatives Konzept von Maria Mazzucato, die im Grunde sagt, diese Unternehmen, die man dann sozusagen kauft, ne, mit diesem Private Equity, dann bekommen die Menschen ein bedingungslose Grunddividende. Also weil das ja Unternehmen sind in, ne, sozusagen, die ja dem Staat dementsprechend gehören, würden wir ja sozusagen Dividende daraus bekommen. Und ich finde auch, bedingungslose Grunddividende hat auch wieder eine ganz andere Konnotation, weil das ist ja etwas, was erwirtschaftet wurde und so weiter, als bedingungsloses Grundeinkommen, was ja dann so aussieht, wie, also ne, Dividende ist so, ne, ich habe investiert, bla bla bla, und Einkommen ist ja, also wird leider dann eher so getan, als würde man irgendwie Geld hinterher geworfen bekommen. Noch einmal kurz auf die Kommunikation einzugehen. Richtig gute Argumente gebracht. Was natürlich wieder gemacht wurde, ist die Narrative der Konservativen zu wiederholen. Also auch da kann man wieder sagen, hätte sie auch weglassen können. Man hätte nicht wieder Omas Häuschen ranholen müssen, weil was passiert, wenn die Leute denken jetzt natürlich die ganze Zeit, während die ganzen Fakten genannt werden, trotzdem an Omas Häuschen. Und, ja, wobei, also okay, hier kam in der ersten Runde, okay. Aber nochmal, es wurde halt wiederholt. Nee, und das ist nur, sie wurde ja auch, ich glaube, Thilo hat die Frage auch direkt so gestellt. So, also, und ich glaube, sie hat hier das Beste draus gemacht, was sie daraus machen konnte, indem sie einfach und knackig sagt, das ist Humbug,
Ja, dann gibt sie ein paar Sachargumente dazwischen. Und dann sagt sie am Ende noch mal, und wenn Söder das behauptet, ist er Märchenonkel. So, also ich glaube deutlicher, wenn man schon so in diesen Narrativen ist und die Banken muss, deutlicher geht's ja eigentlich nicht mehr. Ne? Aber ja klar, idealerweise vermeidet sie es komplett. Ja, ich finde, ihr bringt eine interessante Perspektive rein, worüber ich jetzt nicht so viel nachgedacht habe. Aber man muss ja schon sagen, bei Max, du benutzt auch schon den Begriff ein paar Mal. In dem Moment, wo man in die Negation geht, baut man ja immer das Spannungsverhältnis auf. Und die Frage ist ja, und durch den Aufbau des Spannungsverhältnisses erzeugt man sie ja auch gleichzeitig. Und kann man in eine Kommunikation gehen, die nicht dieses Spannungsverhältnis braucht? Dass man sich immer auf diese Linie bewegt, sondern im Grunde den Raum aufmacht für eine ganz neue Diskussion. Und wenn man, klar, ich bin natürlich ein großer Freund von Negation, aber ich verstehe, wenn man sozusagen, weil sonst bewegt man sich ja immer in den gleichen Diskursräumen. Und wie kann man den Diskursraum aufheben? Und das, da finde ich tatsächlich gar nicht so übel. Ich habe das Gefühl, Luisa Neubauer macht das doch auch sehr stark, oder? Ich habe oft das Gefühl, dass sie versucht, nicht in die Negation einzusteigen, sondern immer wieder versucht, neue Räume, zumindest habe ich das Gefühl, ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Haben Sie denn Beispiele für Leute, die das sehr gut machen, so im deutschsprachigen Raum? Es gibt sehr viele konservative Beispiele. Sehr gut. Leider. Also, ja, wir kennen natürlich alle Herrn Lindner und Herrn Merz und so weiter und so fort. Die bleiben in ihren Frames. Also auch wenn sie eine Frage bekommen, die eigentlich einen progressiven Frame quasi aufmachen, dann antworten sie aus einem konservativen. Also das ist natürlich nicht immer, aber es ist Schulung, es ist natürlich, die Leute sind vorbereitet, die sind trainiert darauf, das zu machen. Für sie ist wichtig, immer die gleichen Worte zu verwenden, im Frame zu bleiben, niemals von ihrer Linie abzugehen. Und das ist, ja, also. Aber wie kann denn eine progressive Seite so hinterherhängen, wenn es um Rhetorik geht, gegen eine konservative Seite? Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die wäre auch nochmal einen eigenen Stream wert, fast schon, weil da musst du in soziologische Verhältnisse rein, da musst du vielleicht auch ein bisschen, auch wenn du es vielleicht nicht so magst, Human, so ein bisschen in Psychologie rein. Ja, was ist das progressive, Menschenbild, was ist das konservative Menschenbild? Progressive haben halt also nur als ganz einfachste Grundidee dazu, Progressive haben halt generell ein positiveres Menschenbild. Deswegen versuchten sie ja hier auf der Bühne sogar diesen Hardliner immer wieder irgendwie zu überzeugen mit Argumenten, mit Zahlen, mit Daten verstehen nicht, dass der unüberzeugbar ist. So, und Konservative haben, glaube ich, nicht dieses Menschenbild. Die sehen da eher so eine Art von, ich habe hier mein Interesse und dieses Interesse setze ich jetzt durch. Beziehungsweise teilweise ja sogar bis tief in die Glaubenssätze hinein. Die sind ja dann schon so verfestigt, dass die gar nicht mehr merken, dass das alles Stuss ist. Ja? Aber da, wie gesagt, da müsste man eigentlich mal einen komplett eigenen Stream zu machen zu dem Thema. Ja, ich kann David nur zustimmen. Genau, mein Punkt ging auch so ein bisschen in die Richtung, es hängt halt stark auch einfach mit dem progressiven Wertesystem zusammen, ne? Und einfach auch, ne, dieser Wettbewerb zum Beispiel ist ja auch an sich eine konservative Idee, und dieses, okay, ich stelle mich jetzt auf eine Bühne und kämpfe für meine Interessen. Es fällt eben Progressiven an sich einfach schwer, weil es einfach sehr schwer vereinbar ist mit progressiver Moral und progressiven Werten, wo es eher darum geht, einen offenen Diskurs zu führen, aufeinander zuzugehen. Und so weiter. Ich finde, Cappuccino Eis hat gerade ein Ding gesagt, was das für mich super erklärt. Progressive denken vielleicht Inhalt vor Form. Absolut. Weil, also das fällt mir tatsächlich sehr oft auf, der Herr Breitenbach ist ja nicht im Stream, deswegen kann ich das mal raushauen, dass er immer so auf diese Inhaltsebene geht, und ich denke mir immer so, warum redest du überhaupt darüber? Also wir müssen ja erstmal die Vorbedingungen des Diskurses klären, sonst brauchen wir ja gar keinen Diskurs zu führen. Oder halt eigentlich müsste ich in der Vorbedingungsebene bleiben, weil sonst hast du ja immer das Problem, dass du linke, also rechte Positionen oder konservative Positionen, die verstricken dich dann in deren Form rein, und dann steckst du da drin, und dann ist es halt ein ganz klebriger und wirrer Diskurs. So. Aber das müssen Progressive halt auch ein Stück weit ablegen. Also, weil eben die Kognitionswissenschaft eben ganz klar zeigt, okay, so funktioniert unser Gehirn nicht. Also, es ist jemand, du kannst jemanden Klimaleugner nicht irgendwie jetzt, also noch so viele Fakten präsentieren, dass es die Klimakatastrophe gibt. Ja. Das wird nicht passieren. Also, in dem Fall sind die Inhalte
sind nicht so relevant. Da muss man sich dann eher überlegen, okay, was, welche moralischen Werte sind da im Raum oder was steckt hinter den Wertesystemen der jeweiligen Person, wo man ansetzen kann. Ich meine, das merkt man ja auch bei dem Typen. Der hat seine Form und er rennt diese Form. Ihm sind Inhalte ja komplett egal. Und innerhalb mit seinen Formen nimmt er sich manchmal so Sachen und dreht sie und wendet sie und so weiter. Und das ist ja, da merkt man ja tatsächlich, ich bin ja ein großer Fan der Formdebatte und nicht der Inhaltsdebatte, von daher, vielleicht kommt meine Zeit. Was bei den Progressiven vielleicht auch noch dazu gehört, das hatte Lakoff auch in seinem Buch geschrieben, dass viele Progressive dieses Bild des rationalen Menschen auch haben und dass quasi nur die Fakten reichen, um den Menschen zu einer gewissen Handlung zu bewegen. Aber er sagt halt ganz klar, dass es in der Kognitionswissenschaft in Tausenden von Studien widerlegt ist. Also, dass es nicht nur den rationalen Menschen gibt, sondern dass wir eben auch nach Werten handeln und nicht nur nach Fakten. Und das, also, Progressive sind ja auch immer verwundert, wenn Menschen gegen ihre eigenen Interessen wählen. Also, auch das ist ja immer noch so ein Ding, dass Leute das nicht verstehen. Aber das ist eben, sie wählen für ihr Moralsystem, für ihr Wertesystem. Und wenn ich finde, dass es okay ist, dass es Ungleichheit in der Gesellschaft gibt, wenn das mein moralischer Wert ist, dann habe ich auch kein Problem, mich selber quasi in dieses System reinzuwählen und schlecht dabei, mich, also für mich eine schlechtere Situation daraus zu ziehen. Ich habe, da sagst du was richtig Wichtiges. Und zwar, das haben wir ja auch manchmal in den Critical Skits und so weiter, wo wir so uns wundern, oder manche Leute wundern sich, dass jemand etwas Gutes oder man denkt so, da guck mal, wie böse der ist und so weiter. Und eine Sache, die ich immer wieder versuche, um auch die andere Seite zu verstehen, ist, auch letztens mit Veronika Grimm, immer versucht deutlich zu machen, welche Vorbedingungen ihrer Realitätskonstruktion müssen gegeben sein, damit das, was sie denkt, was Gutes ist. Und dann sind wir ja sozusagen in ihren Formen, in ihren Denkformen drin. Auch er, ich würde auch sagen, er sieht sich selbst nicht als böse. Er sitzt wahrscheinlich in diesem Raum und denkt sich, ich habe hier einen Haufen naiver, infantiler Menschen, die noch nie richtig irgendwas, noch nicht richtig geschuftet haben. Und ja, und hier, jetzt muss ich dem, muss ich irgendwie klarkommen, was auch immer. Und ich glaube, hier muss man wirklich darauf achten, sich nicht zu verlieren in diesem, zu denken, ne, die Menschen sind rational, ich muss nur Daten liefern. Weil ich meine, die auf irgendeine Art und Weise handeln sie natürlich nach ihrem Epistem rational, aber halt irrational aus unserem heraus oder aus einem Progressiven heraus. Und ich glaube, hier ist es super wichtig, diese Vorbedingungen zu klären. Weil sonst verstrickt man sich ja immer wieder in deren Debatten. Ja, und das ist auch, also man muss sich auch bewusst machen, dass auch Roland oder alle Konservativen, die glauben ganz fest daran, dass das, was sie tun, gut ist. Ja, also das sind keine schlechten Menschen. Sie sehen die Welt so und sagen, das, was ich mache, ist gut. Und das wird auch zu einer besseren Welt führen. Also die sehen, genauso wie wir das dann natürlich auch sagen, wir sehen uns auch als gut und das, was wir machen, ist richtig. Und deshalb ist es auch schwierig zu sagen, das ist ungerecht, weil die andere Seite natürlich ungerecht ganz anders definiert als wir. Ja, wobei ich da immer so ein bisschen noch differenzieren würde, wobei er könnte das wahrscheinlich, der Roland, so haben Leute Argumente oder haben sie Meinung? Weil zumindest, glaube ich, solange man noch argumentieren kann, bewegt man sich immer noch in den Diskursraum. So, jetzt schaue ich mal. Ich glaube, gleich kommen schon die Fragen. Ich mache mal weiter. Gar kein Defense, nee. Gerade ist angebracht mit den Arbeitsplätzen. Nee. Ich wollte auch für alle möglichen Eventualitäten, finde ich, das kann man ja gesetzlich regeln, um dafür zu sorgen, falls es diesen Einfall gibt, wo tatsächlich Arbeitsplätze betroffen wären, könnte man das auch gesetzlich regeln. Aber ich will da gar nicht in diese Richtung argumentieren, okay. Von wegen, es sind Arbeitsplätze massiv betroffen, ganz und gar nicht. Hast du denn eine Lösung, wenn du jetzt absolute Mehrheit mit deiner Martina-Partei hattest? Was ich jetzt? Ja. Ob ich eine Lösung habe? Ja, also was wäre deine Wunschlösung, damit wir verstehen, wo du hin willst? Ich fand Nicolas Caldor sehr stark. Das war ein Ökonom, der hat um 1960 herum, wurde der damals beauftragt von der mexikanischen Regierung, eine Steuerreform auf die Beine zu stellen. Und der hat damals vorgeschlagen, dass man einfach auch Erbschaft, wir haben es auch gerade gehört, wie Einkommen behandelt. Könnte man dann ja eigentlich machen. Und das würde bedeuten, dass wir es hoch und progressiv besteuern könnten. Gerne auch mit kleinen Freibeträgen. Aber Nicolas Caldor spricht sogar davon, dass man eigentlich nur eine und dieselbe Steuerklasse haben sollte. So wie bei Einkommen es eben halt auch der Fall ist. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die ich auch noch sehr stark fand, war 1919 hat das Matthias Erzberger durchgesetzt, dass einfach Vermögen über 1 Million wurden 90% veranlagt oder gesetzt. So, und zwar dann, wenn der Erbe selbst bereits ein Vermögen von 100.000 Mark besaß. Und der Faktor Umrechnung deutscher Mark damals oder Reichsmark damals zu Euro heute ist ungefähr 1:1, also 1:1 tatsächlich gewesen auch. Könnte man überlegen. Also auch einfach dann zum Beispiel dann ab einem gewissen Level zu sagen, reicht ja.
zum Beispiel, keine Ahnung, ob das jetzt 1 Million sein muss oder 100 Millionen oder was auch immer, aber dass man auch mal darüber spricht. Und ich finde es halt so witzig, weil sich heutzutage einfach niemand in der Debatte traut, wirklich Zahlen zu nennen. Aber vielleicht sollten wir mal eine Zahl in den Raum stellen und darüber sprechen, weil wir einfach halt perfide Vermögenskonzentration aktuell haben. Und wenn wir das dagegen machen wollen, dann müssen wir eben halt auch bei der Erbschaftssteuer ran und eventuell auch nicht nur nach unten hin das zu kappen, zum Beispiel von Freibeträgen zu reden, sondern auch nach oben hin. Zum Schluss, Stefanie, text me now. Was ist euer Lösungsvorschlag? Ja, unser Lösungsvorschlag ist ganz klar, diese mannigfaltigen Ausnahmen zu kippen. Weil ich meine, es kann mir keiner erklären, warum ich die volle Erbschaftssteuer zahle, wenn ich 3 Wohnungen erbe, aber keine, wenn ich 300 Wohnungen erbe. Weil das ist ja sicherlich Betriebsvermögen. Also diese ganzen Ausnahmen, die müssen wir weitgehend zurücknehmen. Wir können gerne darüber sprechen, dass wir branchenspezifische Freibeträge machen. Also sicherlich wird es in einem landwirtschaftlichen Betrieb andere Freibeträge geben müssen als in irgendeinem, weiß ich nicht, Digitalbetrieb oder sonstigen. Aber es gibt kein Recht auf Reichtum. Also warum sollten wir das dann so stehen lassen? Gut, jetzt kommen wir zu allen Fragen. Wer hat welche? Wir können jetzt natürlich auch nochmal anmerken in der Negation. Ja, und auch Recht auf Reichtum ist halt natürlich ich frage mich dann immer bei sowas so, okay, was wird jetzt ein Konservativer denken? Und weil die gilt es ja am Ende auch zu überzeugen. Ja, genau. Und Reichtum ist natürlich das so, wonach sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft streben. Und wenn man sich diese Frage hört, dann denkt man sich so, ja, warum eigentlich nicht? Warum habe ich denn kein Recht auf Reichtum? Ja, ja. Mir wird doch die ganze Zeit was von Aufstieg erzählt. Wo ist denn mein Aufstieg? Ich will doch auch reich werden. Und jetzt erzählt sie mir das von, es gibt kein Recht auf Reichtum. Ja, ja, also das müsste, wenn man das schon sagt, das müsste sie dann nochmal deutlicher sagen, sowas wie, es gibt kein Recht auf extremsten Reichtum oder irgendwie so. Aber selbst das sollte sie, ich glaube, sie sollte es am besten ganz vermeiden. Ich glaube, da fährt sie besser mit. Da wäre natürlich so eine Überapproximation jetzt interessant, so Zizek-Style, wobei Wolfgang M. Schmidt würde das auch machen, zu sagen, Reichtum für alle. Das wollen wir doch. Wir wollen doch, dass alle reich sind. Das müssen wir sicherstellen. Ich finde, da kicken sich dann immer manche Progressive immer so unnötig selbst ins Aus, weil man dann so eine, ja, es geht dann so ein bisschen in so eine Verzichtsschiene dann auch wieder rein und ja, wir wollen uns alle mäßigen und so. Und nein, das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja mit der Erbschaftssteuer, dass es allen Menschen besser geht, also der großen Mehrheit der Menschen. Ja, Wolfgang hat ja mal erzählt, er will die Revolution im Anzug anführen und Champagner-Kommunismus war, glaube ich, Begriff oder so. Aber ja. Das ist auf jeden Fall positiver als die andere Richtung. Hier kommt eine recht philosophische Frage, würde ich sagen. Und zwar, mich würde interessieren, welche Rolle hierbei unterschiedliche Weltanschauungen eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass Progressive aus einer konstruktivistischen Perspektive soziale Konstruktion der Wirklichkeit argumentieren, währenddessen argumentieren die Konservativen aus einem Realismus, einer Art gesetzter Objektivität. Vielleicht resoniert letztere Perspektive besser mit einem breiten Publikum. Ich kann mein Gefühl dazu rausschießen. Ich glaube, darf ich das überhaupt hier sagen? Ich glaube, es gibt so eine Art Bildungslücke. Und zwar, ich glaube, also ich finde es ziemlich erschreckend, wie wenig Menschen sich mit sowas halt, also ihnen überhaupt sowas bewusst ist. Und ich würde schon zustimmen, dass die meisten Menschen denken, es gibt eine gesetzte Realität. Und Sachen sind halt, wie sie sind und so weiter und so weiter. Aber ich frage mich gleichzeitig aber, wie explizit ist es Menschen bewusst und wie relevant ist es? Aber ich würde schon sagen, dass die meisten Menschen haben irgendwie so eine Realitätsannahme. Und dann ist schon schwierig irgendwie also ich meine, Konservative kommen ja immer in ihrer Argumentation basierend auf so eine Art Realismus und so eine Art Essenz in Sachen, ne, so inhärente Werte, innere Werte, ne, so Familie und bla 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 bla. Das macht schon, ich glaube schon, das wirkt auf die Leute. Ja, aber auch weil sie es tun und Progressive diese Chancen nicht nutzen. Also es ist auch oft so dieses Argument im Raum, Konservative haben es einfacher, weil sie wollen ja am Status quo festhalten und das ist immer einfacher, als das Progressive haben, weil die wollen ja verändern und die wollen irgendwie neue Ideen einbringen und so weiter. Aber wenn man sich eben mal so die Wertesysteme anguckt, dann sind auch progressive Werte sind Dinge, die wir in unserer Gesellschaft vorfinden. Ne? Der Progressivismus hat auch Familienwerte, die sind andere als im Konservatismus. Aber auch diese könnte man eben auch Teil der Debatte werden lassen.
Dementsprechend finde ich, ist das auch wieder so ein bisschen so ein Zeichen daran, okay, wo ist der Stand der konservativen Kommunikation und wie sehr hängt die progressive Kommunikation hinterher? Ja, wir könnten eigentlich die Realität für uns genauso beanspruchen und sagen, lass uns in die Welt schauen mit progressiven Werten und wir werden diese progressiven Werte auch überall finden und können die auch benennen und das so wie Konservative das auch machen. Also das wäre für uns auch genauso möglich. Also diese Objektivität, die wir sehen, die können wir genauso als progressive beanspruchen. Und irgendwas wollte ich sagen, aber ich habe es vergessen. Ja, dann würde ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen. Es gibt übrigens auch auf der progressiven Seite durchaus sehr materialistische Quellen. Also Marx zum Beispiel hat in seiner Analyse, das ist, sind Zahlen, Daten, Berechnungen, das ist das, oder auch wenn Martina hier argumentiert mit ganz viel, mit ganz vielen Daten und Fakten, da ist ja eine, da haben wir ja nicht mehr so viel Konstruktivismus, dass man sich da irgendwas zusammenbastelt, ne? Die Interpretation natürlich immer noch, aber ne, je mehr sich Zahlen in eine bestimmte Richtung verdichten, desto enger wird ja auch der Interpretationsspielraum. Also diese, ich würde das gar nicht mal so teilen, dass es auf der progressiven Seite immer nur, dass das immer nur so eine Art soziale Konstruktion ist. Also das gibt so Blasen, wo ich das auch sehe, ja, so in bestimmten Bereichen, da, wo es halt wirklich stark sozialwissenschaftlich wird, also keine Ahnung, bei Geschlechterrollen zum Beispiel, weil sich so ein Rollenverhältnis sehr schlecht mit so materialistischen Daten erfassen lässt. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend oder sonst irgendwas. Das ist, ne, da gibt es dieses Phänomen, aber es gibt sehr wohl Linke, die auch sehr, ich sag mal, mit einer Weltanschauung operieren und dafür Beweise anbringen, handfeste Beweise und eben nicht nur so ein konstruiertes Weltbild. Also vielleicht, sozialer Konstruktivismus würde ja Daten nicht absprechen. Vielleicht, ich glaube, die Frage ist eher, gibt es so eine Art, also hier der Radikale Demokrat hat das auch nochmal geschrieben, gibt es so eine Art natürliche Ordnung? Gibt es so eine Art Hierarchie, die Welt zusammenhält? Und aus dieser Argumentation kommen schon viele, also ich glaube, Konservative argumentieren immer auf dieser Basis, wohingegen ja sozusagen progressive Bewegungen ja eher aus dieser Idee der Demokratie kommen. Es gibt eben keine natürliche Ordnung, sondern wir sind im Grunde eine Gesellschaft, ne, die auf Werten basiert, die halt erarbeitet wurden, wo es keinen Naturzustand gibt und so weiter. Ich schwanke gerade auch so ein bisschen mit mir selber links und rechts. Die Frage ist halt, wie sehr ist das relevant für den breiten Diskurs? Wahrscheinlich gar nicht so sehr. Da sind die Zahlen, die harten Fakten, wie du das auch sagst, Dave, eigentlich ziemlich augenscheinlich, also offensichtlich. Wenn Martina der ihre Studien rauszieht, da fällt es ja jedes Mal vom Stuhl, ne? Die vergleicht Deutschland mit Mexiko und sagt, ne, und Mexiko, wir reden über, da gibt's Kartelle und so weiter, ne? Das ist richtig krasser Kram, der dort abgeht. Und wir haben ähnliche Ungleichheitsstrukturen. Die konservative Ordnung, die ja immer hierarchisch ist, ist ja auch nur natürlich, weil Konservative sie als natürlich bezeichnen. Genau. Ja, eben, das basiert auf der Annahme. Und die Annahme wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung oder so, die wird irgendwie wahr. Aber wir definieren es als Annahme, weil wir ja konstruktivistisch drauf schauen. Andersherum sehen sie es ja nicht als Annahme, sondern als Nicht-Annahme. Ja. Aber Progressive nehmen ja zum Beispiel Kooperation so als auch zentralen Wert oder auch, ne, also Demokratie, da gebe ich dir recht, ist natürlich, ne, ein System, so haben wir uns überlegt, aber Kooperation ist halt was total Urmenschliches, ne? Also Menschen haben schon immer miteinander kooperiert, also das findet sich, kann man genauso argumentieren, ist voll natürlich, tun aber die wenigsten. Ja. Auch einen ertrinkenden Menschen, selbst wenn man den Menschen nicht kennt, zu helfen, versuchen, den Menschen zu retten, obwohl man nichts davon hat, vielleicht sogar noch sein eigenes Leben gefährdet. Das sehen wir auch tagtäglich auf der Welt. Also es gibt so viele Dinge. Ich habe auch ein Buch gelesen, wo die Wissenschaft auch nochmal sich, also gerade so Wissenschaft zum Thema Wettbewerb sich angeschaut wurde und gesagt wurde, okay, es gibt extrem viele Wissenschaftler, die ganz explizit nach Wettbewerb in der Natur gesucht haben und dann gesagt haben, ja, wir sehen Wettbewerb in der Natur, also ist Wettbewerb natürlich, statt zu schauen, was ist denn, wo findet denn überall Kooperation statt? Und wenn man nämlich das macht, dann sieht man mindestens genauso viel, wenn nicht eigentlich sogar viel mehr Kooperation in der Natur zwischen, also unter den Spezies zwischeneinander, aber auch in der Spezies selbst. Und das ist eigentlich das Vorherrschende.
Also Kooperation ist eigentlich vorherrschend in der Natur und ist ja am Ende auch die Synergie, die in der Natur stattfindet, dass sich dieser Kreislauf des Lebens und dass das alles erhalten bleibt. Das ist ja an sich alles Kooperation. Also es funktioniert nicht, keine Spezies funktioniert alleine isoliert. Ja, ich kenne auch, also die Sabine Nuss hat ja auch mal das eine Buch geschrieben, mir fällt gerade das Buch nicht ein. Es geht um Eigentum. Kein Eigentum ist auch eine Lösung oder so. Oder irgendwie so. Wo sie auch so anthropologische Konstanten versucht herzuleiten, wo sie sagt, ne, was ist, wenn wir zwei Dinge herleiten, ist, oder Menschen können ja nicht selbst überleben. Mit der Geburt sozusagen, ne? Das macht uns sozusagen zu sozialen Wesen und deswegen wurde andere Menschen brauchen in unsere Sozialisation. Ich glaube, also um mal sozusagen über meinen dogmatischen Punkt zu springen, ich glaube, wir können auf jeden Fall dort Narrative aufbauen, die nochmal deutlich stärker machen, dass wir nicht sozusagen Einzelkämpfer sind in einer, keine Ahnung, ruthless World. Und wenn wir nur hart genug arbeiten, schaffen wir irgendwie alles, unsere Ziele zu erreichen, sondern eher genau die Sozialnarrative rausarbeiten. Absolut. Ich glaube, vielleicht sind es so Menschen wie ich, die sich so unglaublich schwer tun mit solchen Narrativen. Das stimmt schon. Passiert ja auch schon. Muss halt noch mehr passieren. Und vor allem müssen die auch in diese Debatten rein, die jetzt auch Leute halt gucken, die halt vom Fernseher mal sitzen und nicht, man muss sich nicht immer extra ein Buch dafür nehmen. Ich glaube, das ist wichtig, dass es so ein bisschen massentauglich gemacht wird. So, wollen wir uns mal die erste Frage anhören? Ich natürlich nicht hunderte machen, aber ich hoffe ein paar gute. Ich fang mal hier an. Stellst du dich kurz vor und an wen richtet sich die Frage? Ja, hallo. Björn ist mein Name. Ich bin SPD-Mitglied und ich habe eine Frage an Armand. Ich fand es ganz interessant, was du gesagt hast über die Verhandlungen mit der FDP. Kann ich auch nachvollziehen. Wir waren ja im letzten Wahlkampf unterwegs mit dem Thema Bürgergeld, mit dem Thema Erhöhung des Mindestlohns, haben wir jetzt auch umgesetzt und man kann nicht alles umsetzen in der Koalition. Armand, wirst du persönlich dich dafür einsetzen, dass wir im nächsten Bundestagswahlkampf als ein Hauptthema uns auf die Straße stellen mit dem Slogan Millionärssteuer jetzt, damit wir eine höhere Erbschaftssteuer bekommen? Kannst du kurz beantworten, bestimmt? Ja, vielen Dank. Ich kann versprechen, dass das Thema Finanzierung der Transformation, dass das Thema soziale Gerechtigkeit ein starkes Thema sein wird. Ja? Ich kann aber nicht versprechen, wie die Plakate aussehen werden. Sonst kriege ich heute Abend von Lars eine böse SMS. Aber grundsätzlich, das ist die Frage, die wir uns auch stellen. Das ist auch das, woran wir arbeiten. Nämlich in diesen schwierigen Zeiten, wie können wir eigentlich die Ungleichheit beseitigen? Wie können wir Menschen unterstützen, aber auch zeitgleich genug Ressourcen mobilisieren, um die Transformation zu finanzieren? Und wer sich mit so einer Frage beschäftigt, der ist automatisch bei den steuerpolitischen Fragen. Also ja. Bisher haben sich noch Männer gemeldet, das kann nicht sein so. Bitte ändert das. Du bist der Nächste dran. Auch nur kurz, er hat wieder quasi keinen Wert angebracht, sondern hat wieder auf dieses Finanzierungsthema ist er wieder angegangen. Also er hat nicht erklärt, warum es aus einer Wertebasis her wichtig ist, eine Erbschaftssteuer zu haben. Ja, vielen Dank. Es ist gut, dass der Moderator neben mir steht, wenn ich vielleicht dem Moderator eine Frage stellen darf. Ich bin gut, wir sind ja in einer Demokratie, da darf man das, glaube ich, doch. Gut, also dann sage ich mal meinen Eindruck. Es ging los mit der Einlassung des Moderators, wenn ich das richtig verstanden habe, ab 500.000 Euro 100% Steuern. Ich will nur mal, ich bin Privatmann, ich habe keine Lobby, ich vertrete hier nur mich selbst und bin arbeitender Jurist in Deutschland mit ein bisschen Auslandserfahrung. Wenn man, um das Ausgangsbeispiel von Herrn Walter Borjans zu nehmen, eine Summe von, 500.000 und ab den 500.000 dann mit 100% Steuern besteuert, dann bedeutet das praktisch für alle innerstädtischen Hauseigentümer, dass sie ihre Häuser nicht mehr halten können, weil dann das Haus mit einer Million Wert heute zur Hälfte wegversteuert wird. Also das würde ich für mega ungerecht halten. Gut, Gedankenspiel. Ich gehe ja auch spielerisch drauf ein und freue mich, dass ich es jetzt doch durfte. Und ansonsten möchte ich gerne noch darauf zurückkommen. Also ich stelle mal ganz klar, keine Sekunde, ich bin für gutes Steuerzahlen. Ich finde das auch sehr nobel, muss ich sagen, dass also ganz Vermögende, super Vermögende erwägen, da was abzugehen. Im Übrigen gibt es da auch viele Möglichkeiten, glaube ich, die sie nutzen können schon, das am Rande. Aber ein zweites möchte ich noch beifügen, weil ja Zahlen doch so wichtig sind. Also ich bin Privatmann, parteilos, ganz normaler Bürger. Herr Walter Borjans hatte eingangs eine Zahl genannt für Wohneigentum, glaube ich, 1 Million. Da seien dann 90.000 Steuern anfällig. Das klingt gut. Ich habe jetzt mal, aber Frau Gerichtspräsidentin wird das besser beurteilen können. Ich habe mal nachgerechnet, das stimmt so gar nicht, denn das kommt auf die private Situation an.
Nein, im Moment nicht, aber ein Kommentar. Und ja, aber ich würde doch gerne noch ausreden. Und ich würde doch das Argument, vielleicht ist mein Beitrag so gefährlich, dass ich aufhören muss. Dann sagt das aber auch was über die Veranstaltung. Ich möchte das noch gerne sagen. Also die Besteuerung ist da unterschiedlich. Also Geschwister beispielsweise müssen denselben Betrag mit 300.000 versteuern. Und das heißt schon, das Haus ist im Eimer. Also ich wollte für etwas Mäßigung werben. Und letzte Anmerkung ist, was die Demokratiefeindlichkeit angeht, da kann ich so ein bisschen vielleicht die Position von Herrn Franke verstehen. Was meinen Sie, was Demokratiefeindlichkeit passiert, wenn die mittelständischen Unternehmen, das kenne ich aus meiner Arbeit, kaputt gehen, die Leute auf der Straße stehen, was wir dann für eine Demokratiefeindlichkeit finden? Und das, finde ich, sollten wir ein bisschen in der Diskussion auch mit berücksichtigen. Danke. Ich habe es gewagt, dass ich hoffe, dass das jetzt nicht zu böse war. Das war das letzte Mal. Was war das denn für ein Bullshit-Schwall? Das war ja Schmerzen. Ich habe mich fast gefragt, ob der von dem Bund der deutschen Familienunternehmer da hingeschickt wurde. Ja, irgendwie so ein Klakör oder so, ne? Habe ich, genau, ja, so kam mir das auch vor. Als wenn da jemand da im damit da jemand im Publikum hat, der im Zweifel sein Narrativ mitträgt. Und der ist ja auch jetzt ganz fest in seiner Erzählung geblieben, ne, der Typ. Alter, das war, also er hat ja zwei Dinge gleichzeitig gespielt. Er hat erstmal das Opferframing gespielt, wenn ich denn darf, die Demokratie, bla bla bla. Und gleichzeitig hat er im Grunde alles diskreditiert, basierend auf seinem eigenen Framing, was vorher gesagt wurde. Das war ja richtig brutal. Also die Nummer war ich, das war echt böse. Ja, in der Frage-Antwort-Runde muss man gleich auch nochmal schauen, ist es auch schade, dass Roland gleich jedes Mal als letzte Person antworten darf. Aber genau, können wir dann nochmal genau drauf eingehen, wenn wir das ein paar Mal gesehen haben. So, schauen wir mal weiter. Einer ein Statement macht, ich möchte Fragen haben. Wie gesagt, Frauen bitte melden. Ich bin zwar keine Frau, aber ich bin kein cis-weißer Mann. Das ist okay. Ja, das ist ja auch was, Thilo. Was hast du denn? Ich wollte fragen, ob Deutschland überhaupt das Personal hat, um diese Erbschaftssteuer einzunehmen. Deutsche Beschäftigte sind ja alt und deutsche Beamte sind noch älter. Gibt es überhaupt, also selbst wenn man jetzt all das macht, was sie so möchten, da gibt es auch gar nicht das Personal, um diese Steuern einzutreiben. Wer möchte das machen? Ja. Am Ende muss es ja jemand umsetzen und das ist eben nicht... Naja, also zunächst mal, wenn wir ganz viele Ausnahmen aus der Steuer wegnehmen, dann entfällt ja ganz viel Prüfungsaufwand. Schlechtes Argument. Ja, aber das werden Sie jetzt auch schon. Aber tut mir leid, ich muss sagen, ich verstehe die Diskussion nicht. Ne? Bei der Einkommensteuer kommt doch keiner auf die Idee zu sagen, müssen wir mal schauen, haben wir überhaupt genug Personal, um jetzt die Einkommensteuer zu bezahlen, oder soll man das lieber sein lassen? Also ich bin der Meinung, wenn die gesellschaftspolitische Bereitschaft dafür ist, dann wird es am Personal nicht scheitern. Also da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aber der Vorgänger von Herrn Möhlenbrock, also auch damals schon Abteilungsleiter Steuern im Bundesfinanzministerium, hat schon vor Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass eben eine Pensionswelle bei den Finanzbeamten ansteht. Und auch dort schlägt der demografische Faktor zu und führt dazu, dass es eben Personalengpässe gibt. Ich hatte die Frage so jetzt nicht gestellt. Das muss man ja nicht alleine auf die Erbschaftssteuer beziehen. Das betrifft ja auch vieles andere. Nur das Thema ist real. Ich bin hier drüben. Demografie betrifft natürlich nur die Beamten. Alle anderen wachsen nach. Nur die Finanzbeamten. Warum hat er hier nicht das Argument gebracht, der magische Innovation wird kommen und das Problem lösen? Ja, weil hier wird sein Framing nicht stützen. Human, hast du nicht aufgepasst? aber das war eine ziemlich, banale Frage irgendwie, ne, auf der einen Seite. Also Amor hat da schon ganz gut reagiert. Er hat letztendlich den Gestaltungsframe aufgemacht, um zu sagen, wenn wir das wollen als Gesellschaft, dann können wir das machen. Das ist ein progressiver Frame, das ist gut. Es ist natürlich schade, dass er den jetzt bringt, wo er den Rest der Veranstaltung eigentlich die Demokratie mehr oder weniger schlecht geredet hat und gesagt hat, das dauert alles lange und wir können auch in Krisensituationen nicht schnell reagieren und wir müssen Kompromisse machen und so weiter. Deshalb hat er sich jetzt so ein bisschen quasi widersprochen, aber es ist eigentlich gut, dass er jetzt diesen Gestaltungsframe aufmacht und sagt, wenn wir das wollen, dann können wir das natürlich machen. Da steht auch nichts, dem steht nichts im Wege. So, dann reden wir weiter. Hallo, mein Name ist Ulrike. Ich habe auch eine Frage. Ich wollte nur vorab sagen, dass ich es wirklich erschreckend fand, dass der einzige Mensch, der hier eine andere Meinung repräsentiert, auf dem Podium als antidemokratisch bezeichnet wird. Für eine Diskussion ist es immer wichtig, dass auch Menschen andere Meinungen haben. Und es zeichnet unsere Demokratie aus. Meine Frage wäre... So, bevor wir weitergehen, bleiben wir mal hier stehen. Das ist ja auch schon im Chat ein bisschen gefallen. Was? Also,
Ich sage euch, was ich dazu denke, und dann könnt ihr mich gerne alle kritisieren. Aber das ist so eine Art Anything-Goes-Position. Ne? Also jeder, der eine Meinung hat, der darf die auch kommunizieren. Und ich meine, was ja Thilo richtigerweise doch gemacht hat, hat erklärt, dass er antidemokratisch agiert. Nur weil er sagt, dass er Demokrat ist, aber seine Handlungen führen doch eigentlich zu einer antidemokratischen Position. Und ich bin da ein wenig anderer Meinung als die Dame, die dort redet, denn ich finde eben, man muss einen Diskurs auf einer Prämisse aufbauen oder auf einer Vorbedingung und dann basierend auf der Vorbedingung macht man einen Diskurs, also um es mal deutlich zu machen. Das ist so, also das gibt es ja ganz oft in dieser Diskriminierungs- und Marginalisierungsdiskurs. Sollte ich mit einem, also ne, ich bin jetzt mit Migrationsgeschichte, ich brauche nicht so zu tun, ich bin es tatsächlich, und sollte ich jetzt mit einem Nazi diskutieren, der sozusagen meine Existenz nicht akzeptiert? Und sollte ich jetzt einen Diskurs mit dieser Person führen auf der Basis? Und ich würde sagen, nein. Also ich möchte und ich sollte und ich werde auch keinen Diskurs mit jemandem führen, der die Bedingung meiner Existenz nicht akzeptiert und damit mich eigentlich als Mensch nicht akzeptiert. Das ist sicher ein sehr überspitztes Beispiel. Aber was sie hier macht, und ich habe es auch im Chat ein paar Mal gelesen, ich finde absolut, ich würde einen Diskurs nicht mit jemandem, also ich würde diesen Diskurs nicht weitergehen, wenn die Vorbedingungen des Diskurses geklärt sind. Und ich finde, und das ist eigentlich das Tolle an diesem Beitrag, ist, dass wir mal erleben, dass jemand daran festhält, der sozusagen diesen slippery slope, diesen Verstricken in diesen ganzen Details, wo du am Ende dich ausdifferenzierst und ausfaserst und irgendwo landest und dann endet man wie we agree to disagree und dann nichts verändert sich. Und ich glaube, Das ist aus meiner Sicht hat das Thilo sehr gut gemacht und ich würde sagen, er hat das ganz genau benannt, die Position dieser Person, wenn man die wissenschaftliche Erkenntnis an dieser Stelle anlegt, ist eine antidemokratische Position. Ja. Wie seht ihr das? Ich lasse euch gerne den Vortritt. Kannst sonst auch gerne, wie du meinst. Ich sehe es wie du, Human. Also ich glaube aber trotzdem, so ein bisschen das Problem war hier, dass Demokratie ist nicht definiert worden. Also es ist schade, dass Demokratie definiert werden muss, aber ja. Das sieht man ganz gut an ihrem Beispiel. Sie verwechselt Demokratie mit Meinungsfreiheit. Also für sie ist irgendwie seine Meinung frei äußern zu dürfen und da das auch immer die Sicherheit zu haben, dass andere sie auch annehmen und anhören, ist nicht Demokratie. Und ich glaube, war so ein bisschen das Problem im Raum, weshalb sie wahrscheinlich dann sonst auch anders reagiert hätte. Ich finde es gut, wenn Progressive auch Leuten mit konservativen Haltungen auch antidemokratische Haltungen vorwerfen oder auch sie damit konfrontieren, weil sehr viele konservative Haltungen, die wir haben, sind antidemokratisch. Und es ist wichtig, dass das auch ausgesprochen wird. Ich glaube, es ist eben dann in dem Fall auch wichtig, dass dann eben auch genau erklärt wird, was daran antidemokratisch ist. Deswegen würde ich mir tatsächlich das gerne wünschen, wenn das öfter passiert, dass einfach auch mal das in den Mund genommen wird, weil es gibt sehr viele konservative Gruppen und Parteien in Talkshows, die sich als Demokraten bezeichnen, aber antidemokratische Sachen fordern. Und das gilt es eben auch mal aufzuzeigen. Das wäre halt auch, hätte man quasi diesen Bezug hergestellt, Demokratie hat das Ziel einer Machtverteilung, dann sind natürlich, wenn man diese Prämisse annimmt und sagt, ja, das sehen wir auch so, dann sind natürlich alle Systeme, alle Prozesse, alle Strukturen, die wir schaffen, die zur Machtkonzentration führen, natürlich antidemokratisch. Aber dadurch, dass diese Definition, also was Demokratie eigentlich bedeutet, leider nicht bei allen Menschen im Kopf ist, und auch jetzt in dem Sinne in der Debatte nicht erklärt wurde, sind wir wieder beim Thema ökonomische Macht, hat sie diesen Gedanken, dass das jetzt irgendwie nicht okay war, weil sie Meinungsfreiheit jetzt, die Meinungsfreiheit verletzt gesehen hat. Kam vielleicht auch darum, deshalb, weil Thilo letztendlich auch gesagt hat, ich rede mit dir nicht mehr. Also vielleicht war das, was sie am Ende getriggert hat. Aber ich glaube, hätte man Demokratie nochmal erklärt, wäre den Menschen bewusst, dass Machtverteilung das Ziel ist, dann wäre auch für alle klar, dass Machtkonzentration eben etwas antidemokratisch ist. Ja, absolut. Ja, also ich stimme dem allen zu. Noch eine Sache ist halt, Roland agiert hier wie ein Verschwörungstheoretiker. Der nimmt, also es gibt tonnenweise Daten, die zeigen, hey, wir haben hier ein richtiges Problem mit der Ungleichheit. Und Roland nimmt sich immer nur die drei Zahlen, die ihm helfen,
und sagt, das stimmt doch gar nicht. Das ist das Gleiche, was Ken Jebsen macht oder was, weiß ich nicht, Suharit Bhakti gemacht hat. Und nur das Seine, mit einem Unterschied, dass seine Position gesellschaftlich gefestigt ist, seine Ideologie gesellschaftlich gefestigt ist. Ich kann also ab diesem Punkt, wenn, wie Human schon sagte, wenn diese gemeinsame Prämisse nicht da ist, zumindest diese Prämisse, hey, wir haben hier ein richtiges Problem und das braucht eine Lösung. Ja, was will ich denn mit Roland darüber jetzt noch diskutieren, wenn er sagt, ich sehe das Problem nicht, don't look up. Mhm. Also, ich, hä? Ja, ist auch so ein Toleranzparadoxon, ne? Ja, genau. Also man verschiebt, also wenn man immer wieder in diesem Diskurs sich bewegt und die andere Seite sich sozusagen ja, sozusagen diese Toleranz dann ausnutzt, ist dann bewegt sich ja auch ein Diskurs in eine bestimmte Richtung. Ja, und ich glaube, ich meine, gucken wir uns die Diskussion an. Am Ende hat sich alles um ihn gedreht. Er hat seinen Standpunkt ziemlich klar gehalten. Würde man sagen, er ist theoretisch sogar der rhetorische Gewinner dieses ganzen Spektakels gewesen, oder? Sehr gut. Auch wenn Thilo da ziemlich nachgehakt hat. Und das muss man, vielleicht auch da nochmal eine kleine Runde. Das ist ja eine Sache, die fühlt, also ich glaube, als Moderator, ich weiß nicht, fühlt sich auch unwohl an, jemanden so zu triggern, ne? Ich glaube, deswegen erleben wir das auch so selten. Und ich glaube, deswegen haben sich auch so Leute, also auch zum Beispiel auch Sie, sich so motiviert gefühlt, da nochmal so einen Stand zu machen und zu sagen, das war, also, ich glaube, dass, weil wir das einfach nicht kennen, dass auch mal so antagonistisch Diskurse geführt werden, auch so ein Ding, ne, dass Diskurse immer weniger antagonistisch sind, dass das dann bei den Leuten direkt so ein Unwohlsein fühlt, wenn man Leute mal ein bisschen härter mit denen diskutiert. So, wollen wir die nächste Frage so, anschauen? Weil ich es einfach nicht weiß, wie würde sich der deutsche Staat davor schützen, dass Menschen mit hohem Vermögen, die höher besteuert werden, nicht Steuerflucht ergreifen, zum Beispiel in Form von Familienstiftungen in Liechtenstein, die überall auf YouTube beworben werden, wenn man guckt, wie schütze ich mein Vermögen? Ja, und wenn ich ganz kurz darf, was ich sehr ungerecht finde in unserem Steuersystem derzeit, ist, dass die Unternehmen, die unsere Umwelt verschmutzen und nicht nur mit CO2, sondern mit umweltschädlichen Dingen, die sie unser Wasser pumpen, die Produkte, die sie rausbringen, genauso teuer sind wie oder sogar günstiger als Produkte, die, die versuchen, unsere Umwelt zu schonen. Ja, vielen Dank. Auch eher eine Aussage. Ja. Also der Punkt ist wichtig und es ist natürlich auch eine Sorge, die wir ernst nehmen sollten, dass dann eben Steuerflucht, dass die Gefahr dazu bestünde. Die Frage ist allerdings eine politische. Also wenn der politische Wille da ist, um auch Gesetze entsprechend zu erlassen, dann kann man sich auch darum kümmern. Beispielsweise haben wir das so, dass einige Staaten die Erbschaftssteuer an die Staatsangehörigkeit koppeln. Das heißt, ein einfacher Wegzug, der würde gar nicht dann dazu führen, dass da Menschen plötzlich eben die Erbschaftssteuer nicht bezahlen müssen. Oder man kann es daran koppeln, wie viele Jahre jemand irgendwo gelebt hat. Also es ist wirklich eine Frage einfach, wie man, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, es ist politischer Wille. Wenn man möchte, kann man es anders gestalten. Wenn man möchte, kann man es so gestalten, dass auch Steuerflucht schwieriger gemacht würde, weil das dann zum Beispiel einfach nicht so wie jetzt, wir haben ja den Fall beispielsweise, ich glaube, der bekannteste ist Klaus-Michael Kühne, der dann in die Schweiz dann ausgewandert ist. Schweiz, ne? Ja, weil einfach unsere Gesetze das momentan auch zulassen, dass er einfach hier keine Steuern zahlt, auch wenn er in Deutschland groß geworden ist und hier die Bildung genossen hat. Und ne, das ist eine Frage der Gesetze, die wir selber politisch beschließen können. Ja, so einfach ist es. Da hat es jetzt wieder sehr gut den Frame der Gestaltung aufgemacht. Also auch wieder was sehr Gutes. Progressive müssen immer sagen, wir können das gestalten, wenn wir das wollen. Wir sind in einer Demokratie, also wir können die auch nutzen und sollten die auch nicht schlecht reden, sondern sagen, wenn wir das wollen, dann können wir das auch so machen. Da führt nichts dran. Wir haben auch genug Leute, die das dann machen können, weil die Frage auch schon kam. Mhm. Aber jetzt kommt erstmal die Gegenrede. Wir haben ja eben seit 1972 das Außensteuergesetz, das da schon Vorsorge trifft. Und ich habe also schon diverse Unternehmer am Telefon gehabt oder auch vis-à-vis, die mir so ungefähr ihre Situation geschildert haben und die bei dieser Wegzugsbesteuerung so viel Liquidität haben müssten, dass sie im Grunde nur die Wahl haben, hier zu bleiben oder das Unternehmen zu verkaufen. Ob das, es hat auch französische Entscheidungen zu diesem Themenbereich schon gegeben, das wird sicherlich irgendwann mal wieder beim EuGH landen. Ich glaube nicht, dass das mit den europäischen Grundfreiheiten so vereinbar ist. Aber man kann natürlich trotzdem versuchen, die Zügel so eng anzuziehen. Das führt dann aber umgekehrt dazu,
das, und auch die Fälle sind mir inzwischen immer häufiger begegnet, dass dann der Nachwuchs sagt, ach wisst ihr, liebe Eltern, wenn euer schönes Unternehmen mit dieser Erbschaftssteuerlast und mit diesen ganzen Restriktionen bei Auslandsaufenthalten verbunden ist, dann möchte ich das gar nicht haben. Dann gehe ich in die Schweiz oder nach England oder sonst wo und mache da was Neues. Cool. Ich glaube nicht, dass Deutschland dabei wirklich etwas gewinnt, wenn man in diese Richtung weiterarbeitet. Ja, also auch wieder schöne Sprachbilder benutzen, ne? Die Zügel fester anziehen. Das sind dann die bösen Regulierungen, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass die ökonomische Macht umverteilt wird. Wo er wirklich hier Hardcore-Bullshit redet. Sie erklärt vorher, man macht Gesetze, die dazu führen, dass das illegaler wird. Ne, sowas wie Besteuerung an der am Dings festmachen, am Staatsangehörigkeit und so weiter und so weiter. Und dann erzählt er, ja, dann kommen Leute zu mir und die erzählen mir, und dann die darüber nachdenken, und dann denke ich mir so, und das können wir nicht tun, und dann wollen die dann abhauen. Und dann denke ich mir so, aber dann kommen sie zu dir und wollen eine Straftat begehen. Also, das ist ja kompletter Bullshit. Also, wenn es verboten ist, ist es ja verboten. So, keine Ahnung, bin früher im sozialen Brennpunkt aufgewachsen, als solche sagen, ja, Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, ich habe keine Kohle, ich muss Gras verkaufen. So sollen die Leute das dann machen oder was? Also ich meine, ist ja kompletter, das ist also diese Argumentation, das hört man ja immer wieder, dass Leute abhauen würden, wenn man die Regeln stärker macht und so weiter. Da muss man auch gleichzeitig einfach sagen, ja, aber die begehen dann doch einfach eine fucking Straftat. Und da müssen sie halt mit dieser Straftat leben. Und ich finde immer dieses, dass wir uns in diesen Diskursen oder Politiker oder Menschen, die dort sind, die sich dann immer erpressen lassen. So, wir erpressen euch jetzt, dann hauen die ganzen Leute ab. Das ist schon echt ein Armutszeugnis von politischem Diskurs heute. Also eigentlich müsste man doch als Staat so souverän sein und sagen, okay, so cool, mehr Platz für andere. Aber es ist schon echt hart. Ja, nur ein ganz kurz, zumal dieses Ding ja auch relativ gehaltlos ist, weil die vieles von deren Vermögen ist hier in Infrastruktur, steckt in Immobilien und so weiter. Das können die so alles gar nicht mitnehmen. Also das ist ja nicht so, dass der Milliardär sich jetzt 40 Geldkoffer packt und damit diesen Geldkoffer mit sich in den Zug setzt und dann abhaut. Ne? Das heißt, die können ja gehen, die lassen aber einen Großteil dessen hier, was sie besitzen, und das kann man ja dann wieder, geht ja dann an andere Eigentümer oder was weiß ich, ja. Also so einfach ist es ja dann nicht. Man könnte halt auch da die Konservativen wieder bei ihren eigenen Werten packen und sagen, ja, wie sieht es denn aus mit deiner Heimatliebe? Also glaubst du, dass die Menschen nur hier sind, weil die Steuern so niedrig sind? Hat Deutschland nichts anderes zu bieten? So, was schießt jetzt Martina hinterher? Oder? Ich muss aber rechnen, wir haben ja die nächste Frage. Ja. Na gut. Hallo, ich bin Fahrer, ich bin Naturwissenschaftler. Und ich habe eine Frage, nämlich hier wird ja, das sieht man ja auch auf den Plakaten da, ganz klar der Zusammenhang hergestellt, Finanzierung von sozialen Bedarfen, die wir, ich stimme da auch voll zu, haben. Bestimmt und so ein Steuereintreibung. Jetzt in dem Fall die Erbschaftssteuer, weil das ja auch irgendwie auch emotional trifft. Aber ich habe meine Frage, muss das so verknüpft sein miteinander, wie wir das hier in der Diskussion haben? Weil für die Bundeswehr hat der Staat ja auch massiv Schulden aufgenommen und so, also die Steuer als Steuerinstrument finde ich total sinnvoll, aber ich habe den Eindruck, wir verkicken uns hier total in diesen technischen Angelegenheiten, die ja auch oft sehr moralisch und emotional geprägt sind. Also meine Frage an euch, wenn dem Staat wirklich die Ungleichheit mega wichtig wäre, also gesamtgesellschaftlich, gäbe es da nicht einfachere Wege, wie zum Beispiel mehr Schulden aufnehmen? Martina? Soll ich? Ja. Also das ist tatsächlich eins meiner Ergebnisse aus meiner Forschung ist, ich gucke mir die Narrative an. Ne? Wann gab es welche Narrative zur Erbschaftssteuer und den Reformen halt seit 1906? Und ich habe herausgefunden, oder für mich ist das jetzt auf jeden Fall das Ergebnis meiner Analysen, dass wann immer nur damit argumentiert wurde, dass man die Staatseinnahmen erhöhen muss, es schwieriger war oder auch eben halt nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist, die Erbschaftssteuern zu erhöhen. Das hatten wir beispielsweise direkt 1909 nochmal. Also weil 1906 wurde sie erst eingeführt, 3 Jahre später wollten die es nochmal ein bisschen ausdehnen, ging aber nicht. Als dann aber Erzberger kam, Matthias Erzberger, Vizekanzler und damals Reichsfinanzminister, da hat er vor allem von der Umverteilung gesprochen, davon, dass es eine starke solidarische Gesellschaft braucht, davon, dass es keine krasse Vermögenskonzentration geben darf, und hat diesen demokratischen Aspekt stark gemacht. Und dann hat's geklappt. Und ich finde diese Punkte natürlich auch gut und wichtig, aber tatsächlich öffnet eigentlich, wenn man direkt immer gleich gegenrechnet, ist Tür und Tor für GegnerInnen dieser Steuer dann zu sagen, naja, eigentlich könnte man ja auch irgendwie anders beispielsweise diese Staatseinnahmen auch generieren. Man könnte ja auch die Mehrwertsteuer erhöhen.
Man könnte ja auch die Einkommenssteuer erhöhen und so weiter und so fort. Aber wir sind ja, das Problem, das wir jetzt aktuell haben, ist, dass der Anteil von Erbschaften am privaten Gesamtvermögen immer weiter wächst. Und wenn man eben etwas gegen Erbengesellschaften machen möchte, dann muss man auch das Instrument in die Hand nehmen, nämlich Erbschaftssteuer. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Ja, da hat sie jetzt auch sehr gut reagiert, weil quasi eher auch wieder auf so einer rein technokratischen Ebene eine Frage gestellt hat. Aber eigentlich ist das Problem eben eine Werteebene, nämlich die Gefährdung der Demokratie, ökonomische Macht wird vererbt. Also selbst wenn wir die Ärmsten unterstützen finanziell, hätten die Reichsten immer noch diese ökonomische Macht und können diese immer noch weiter ausbauen. Also das ist eigentlich eine Frage, die das Problem gar nicht vielleicht verstanden hat und auch gar nicht erkannt hat. Und deshalb diese Frage kam. Ja, also ich fand auch, sie hat das direkt gut gefangen und hat eigentlich sofort gesagt, es geht hier nicht um Finanzierung, sondern sofort in, naja, auch wenn wir die Finanzierung komplett weglassen, haben wir ein gesellschaftliches Demokratiegefährdungsproblem, ein Ungerechtigkeitsproblem. Und darum geht es ja auch am Ende. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich der Kern. Es geht nicht um eine Finanzierung von Sachen. Das ist halt voll krass. Man muss eigentlich komplett weggehen von dieser Finanzierung und sagen, diese Zahl, die da hinten tickt, die ist ein Proxy, dass unser Staat kaputt geht. Das ist ja eigentlich diese Zahl, die das sagt. Es geht nicht darum, ob wir bessere Straßen bauen oder nicht, ne? Sondern es geht darum, dass unsere Gesellschaft dadurch zerstört wird. Aber ich finde, das macht tatsächlich Martina aber sehr gut, dass sie darauf auch immer sofort bringt. Ich meine, ja. Ja, auch für uns natürlich spannend, dass sie auch diese Studien genannt hat, dass die Narrative dazu geführt haben, dass in anderen Staaten in der Vergangenheit auch diese Erbschaftssteuer eingeführt wurde, was ja auch bestätigt, was wir quasi gerade erzählt haben, dass es wichtig ist, das richtig zu framen und ein richtiges Narrativ zu benutzen, damit diese Veränderung stattfindet. Also diese rein technokratische, faktenbasierte Kommunikation wird uns dabei wahrscheinlich wenig helfen. So, dann schauen wir weiter. Wie spät haben wir eigentlich? Ach, wir haben schon nach Mitternacht. Kein Wunder, dass er, ich habe mich schon gewundert, wo geht der Patrick so früh schlafen? Aber Patrick möchte Nacht, übrigens, Herr Breitenbach. Herr Breitenbach möchte übrigens eine linke Partei gründen, habe ich so halb im Chat mitgelesen. Also ich wäre dabei, eine progressive Partei zu gründen. Ja. Meine linke Partei ist, das stellt sich dann heraus. Also ich würde empfehlen, den Blick durchaus ein bisschen über den Tellerrand zu richten, wenn wir zum Beispiel nach Schweden schauen. Schweden gilt jetzt nicht gerade als sozialpolitischer Schurkenstaat. Schweden ist auch in der ökologischen Transformation, glaube ich, sogar ein bisschen weiter als wir. Schweden hat in den letzten Jahren fast durchgängig ausgeglichene Haushalte, also in der Regel sogar ein leichtes Plus gehabt. Schweden hat aber auch vor einigen Jahren die Erbschaftssteuer und die Vermögensteuer abgeschafft. Und offenbar ist die wirtschaftliche Dynamik, die das ermöglicht, so gut, dass Schweden im Augenblick, würde ich sagen, da eher besser dasteht als wir. Und deswegen kann ich nur dazu ermuntern, mehr wirtschaftliche Freiheit zuzulassen. Wirtschaftliche Freiheit und Wachstum des Wohlstandes korrespondieren. Komplett derailed. Wenn ich vielleicht nochmal zwei, drei Sätze dazu ergänzen darf. Ich finde es gut, dass wir diesen Kontext herstellen, weil wir hier damit deutlich machen, dass wir nicht besteuern, weil es uns Spaß macht. Also viele Konservative oder Liberale denken, das macht uns Spaß, irgendwo zu sitzen und höhere Steuern zu fordern, sondern wir stellen einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Ungleichheit, gesellschaftlicher Friede, gesellschaftlicher Zusammenhalt und unser Steuersystem. Und für mich geht es da nicht nur um die Erbschaftssteuer, sondern es geht auch um viele andere Steuern, die wir uns in Deutschland genau anschauen müssen. Du hast über Schulden gesprochen, nochmal zwei, drei Sätze dazu. Auch das finde ich wichtig, weil Schulden sind per se gut oder schlecht. Es kommt stets darauf an, wofür sie verwendet werden. Aber für mich persönlich ist die Linie immer, Schulden kann man machen, sollte man machen, wenn es um Investitionen geht. Steuern sollte man nutzen für Umverteilung. Und beides zu vermixen, halte ich für keine gute Idee. Ich bin auf der Seite. Ja, also erstmal zu Roland, interessant, dass er Schweden als Paradebeispiel für Demokratie erwähnt, wo in Schweden gerade eine rechtsextreme Partei extrem Stimmen gewonnen hat bei der letzten Wahl. Und Armand hatte auch wieder quasi das konservative Narrativ vorweggenommen, hat damit seine Argumentation gestartet, wieder gesagt, Steuern sind per se nicht schlecht und so weiter. Ja, was halt grundsätzlich schade ist, jetzt hier zum Schluss im Q&A, ist, dass der Roland nochmal so richtig auffährt. Ja. Also teilweise hat er auch das letzte Wort und das ist, jetzt gerade hat Armand nochmal was erwidert, aber es kam jetzt, glaube ich, dreimal vor, dass er das letzte Wort hatte. Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig dann, wenn dann er nochmal die Bühne nutzt, um seine ganzen konservativen Ideen da rein zu frachten. Das hat mich selber so ein bisschen geärgert. Das stimmt, das ist schon echt krass. So, gehen wir weiter.
Ja, hallo, ich bin Julia, ich recherchiere seit 10 Jahren zum Thema Erben und Erbschaften und kriege eine Frage nicht beantwortet und da hat mir der heutige Abend leider auch gar nicht geholfen, aber vielleicht nochmal, wenn ich explizit nachfrage. Warum haben wir so ein Problem damit, Vermögen zu besteuern, Arbeit aber gar nicht? Das Beispiel der Putzkraft gerade nochmal, warum ist es so schlimm, wenn sie eine Steuer auf eine geschenkte Wohnung zahlen muss, die sie dann aber ja trotzdem hat? Warum ist es aber nicht schlimm, wenn sie auf das monatliche Reinigen, Steuern und vor allem Sozialabgaben und indirekte Steuern zahlen muss? Und wir fangen nicht an, die ganze Zeit zu sagen, ja, aber und dann könnte und es sollte. Woran liegt das? Ich will mal eine These, die mir heute Abend nochmal mehr durch den Kopf gegangen ist, liegt das daran, dass wir so ein altes Land sind und für viele Menschen Arbeit einfach nicht mehr so relevant ist für das, was sie aus ihrem Leben machen können, weil das trifft ja insbesondere unsere Generation, dass es schwer ist, allein aus Arbeit Wohlstand aufzubauen. Also warum ist es schwerer, Vermögen zu besteuern als Arbeit? Das frage ich mich wirklich. Darf ich? Ja. Sorry, ich muss nur Ihre Frage verstanden haben. Bitte korrigiert mich, falls ich es falsch verstanden habe. Sie sagt, wir haben, also mehr Menschen arbeiten, aber es ist einfacher, politisch anscheinend durchzusetzen, Arbeit zu besteuern, als politisch durchzusetzen, Vermögen zu besteuern. Und sie wundert sich, dass das so ist. Ihre Annahme ist, es liegt an der demografischen Struktur, weil wir sehr viele alte Leute haben, die vermögend sind, und junge Leute, die nicht vermögend sind. Habe ich das richtig verstanden? Das ist jetzt sehr kompliziert erklärt. Ja, hast du richtig verstanden. Sehr gut. Weil ich erstmal großer Fan bin, Julia Friedrichs, freue ich mich sehr über diese Frage. Es gibt ein Paper, das heißt Why is it so difficult to tax the rich? Tatsächlich. Und das ist dieses Jahr ist herausgekommen, unter anderem von Paul Marx, Florian Passmann, aber auch einem Kugels mit dabei, einer Wirtschaftsweise. Raus, ne? Und die haben sich das ganz genau angeguckt und festgestellt, es liegt vor allem an den lang anhaltenden Kommunikationsstrategien der Wirtschaftslobby. Die es nämlich halt einfach schafft, und wir hatten das, hatten das heute auch schon gesagt, dass wir, nee, jetzt habe ich den Punkt vergessen, weil ich gerade so nervös bin. die langanhaltenden Kommunikationsstrategien, genau. Wir haben so viele Märchen und es werden viele Millionen in die Hand genommen, weil es um diese Milliarden geht. Also es ist einfach Lobbyarbeit de facto und das Ergebnis, das wir sehen, sehen wir hier abgebildet auf dieser Uhr. Wir haben eben unter anderem Stiftung Familienunternehmen, die eben sich einfach dafür stark machen, dass dann solche Kampagnen auch einfach funktionieren. Eben Rote Sockenkampagne, Erbschaftssteuer ist Omas Häuschen weg, dann sind Arbeitsplätze gefährdet. Und tatsächlich fühlt man sich dann auch schnell als Teil der Gruppe, die damit gemeint wäre. Eigentlich reden wir ja hier vor allem, so habe ich es zumindest verstanden, darüber, dass wir diese ganzen Begünstigungen, diese Verschonungsbedarfsprüfungen und so weiter, dass wir die eigentlich abschaffen wollen würden. Aber die Märchen, die halt kursieren und die wir dann auch in den Nachrichten lesen und in den Zeitungen und so weiter, das betrifft dann die große, breite Mittelschicht. Und das ist falsch. So, das ist ein wichtiger Punkt. Und tatsächlich haben zwei Wissenschaftler, das waren Bastani und Weidenström, haben auch im letzten Jahr in einem Paper gezeigt, wie man das ändern kann. Und zwar, indem man auf der Gegenseite nämlich auch langanhaltende Kommunikationsstrategien aufbaut. Deswegen finde ich es auch so stark, dass wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen. Weil nämlich auch die haben ein Survey durchgeführt, witzigerweise in Schweden. Und zwar haben die sich angeguckt, wie dann die Erbschaftssteuer, konkret die Erbschaftssteuer in der Bevölkerung angenommen wird. Und die wird kritisch angenommen. Dann haben die aber die gleichen Fragen gestellt an eine Gruppe, wo sie ganz kurz einfach den Zusammenhang hergestellt haben zwischen Erbschaftssteuer, Vermögensungleichheit und Chancengleichheit. Und zack, hat sich das signifikant verändert und die Leute waren viel eher dazu bereit, auch an der Erbschaftssteuer endlich mal, auch die mal endlich anzupacken. Und das brauchen wir nämlich auch. So. Ja. Da bin ich froh, dass wir hier sitzen und seit über 3 Stunden diesen Stream machen. Scheint ja relevant zu sein. Ja, hat sie doch nochmal diesen Stream gut zusammengefasst. Man kann aber auch gleichzeitig sagen, es ist wieder interessant, dass quasi Progressive erst lernen müssen, dass Propaganda, wenn man so will, funktioniert. Das ist alles Frankfurter Schule schuld. Ich sag's einfach mal raus jetzt, wie es ist. Die Frankfurter Schule. Aber sorry, Max, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Also es ist auch diese Idee, dass also auch Propaganda in dem Sinne hat ja auch eine Geschichte. Edward Bernays hat den Begriff erfunden und hat damit ja viele Dinge möglich gemacht, die vorher nicht möglich schienen. Und hat dann aufgrund dieser negativen Konnotation des Begriffs angefangen, von PR zu reden, hat den Begriff Public Relations in den Diskurs eingebracht, hat Public Relations Agenturen und Firmen gegründet. Die haben dann in der Wirtschaft agiert und haben halt Tabakfirmen geholfen, an junge Frauen Zigaretten zu verkaufen und so weiter. Also das Framing oder das Kommunikationsstrategien wirken, das sollten wir eigentlich mittlerweile alle wissen. Mhm. Und ich denke mir auch, dass ein Grund, warum auch Konservative so stark darin sind, ist, dass in diesen Firmen
die ja auch wiederum sehr hierarchisch aufgebaut sind und mit sehr viel Leistungsdruck arbeiten, vielleicht auch dort wieder Menschen eher vertreten sind, die eben konservativ denken, aber dann dadurch gleichzeitig das Wissen haben, das Wissen, wie man solche Kampagnen fährt und die Erfahrung haben, wie man solche Kampagnen fährt. Und Progressive vielleicht statistisch gesehen, ich habe da keine Zahlen zu, es ist einfach eine Vermutung, einfach weniger in solchen Firmen arbeiten und dementsprechend das Wissen auch nicht so verbreitet ist und die das jetzt erst alles aufbauen müssen, genauso wie Lakoff das vor 10 Jahren gesagt hat, wir brauchen jetzt in Amerika auch was, was die Konservativen machen, diese Talking Points rausarbeiten, Narrative herauszuarbeiten, vielleicht sogar Begriffe in den Diskurs einzubringen, das müssen wir auch machen und das hat halt jetzt dort schon über eine längere Zeit stattgefunden, aber bei uns zumindest nach meinem Wissen noch nicht wirklich. Ja, bei meiner Arbeit auch für Parteien oder andere politische Gruppen, es fällt mir auch immer wieder auf, dass da eine grundsätzliche Skepsis gegenüber alles, was so Richtung Werbung und PR geht, ist. Gerade bei Progressiven und Linken, wie man sie auch nennen will. Und ich meine, klar, ne, es ist nicht immer, es gibt auch Gründe, warum das so negativ belastet ist. Es ist halt einfach sehr viel Manipulation, es werden sehr viele Fakten werden nicht wahrheitsgemäß rübergebracht, aber damit muss man sich ja nicht, also diese Art der Kommunikation muss man ja nicht betreiben und man kann ja trotzdem die wissenschaftlichen Erkenntnisse annehmen, dass diese Kommunikation eben extrem wichtig ist, um politische Ziele zu erreichen. Und ja, das ist halt so ein, auch der Grund, ja, warum wir ja und uns dafür einsetzen, dass eben Progressive einfach ihre Werte kommunizieren, weil damit kann man eigentlich nichts falsch machen und das ist auch eigentlich eine super ehrliche Kommunikation und trotzdem kann man damit dann eben langfristig diese Narrative im Diskurs etablieren. Also es ist keine Manipulation, das hatten wir glaube ich auch vor am Anfang des Films, es ist keine Manipulation zu sagen, wir stehen für Demokratie, wir stehen für Kooperation, wir stehen für Selbstbestimmung, das ist einfach nur ehrlich. Oder um es andersherum zu sagen, es gibt niemals keine Manipulation in Sprache. Aber ja, oder um Theorie. Zu sagen, es gibt niemals kein Framing. Also ja, das ist, glaube ich, wichtig. Also Manipulationen kann man schon sich bewusst für entscheiden, aber Framing findet unterbewusst statt. Und es ist so, das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Also so ist es auch mit Framing. Du kannst siehst es immer aus einer bestimmten Perspektive und du kannst eigentlich keine Information vermitteln, ohne dem auch eine bestimmte Perspektive zu geben. Und dann bist du eigentlich schon beim Framing. Ja, bin ich auch absolut dabei und ich glaube, da tut man sich sehr schwer, wenn man denkt, man muss irgendwie alles sehr kompliziert benennen. Wie gesagt, das sage ich. So, ich glaube, Sie haben noch ein, zwei Fragen und dann haben wir es geschafft. Also, ich glaube, die Frage ging ja eher in Richtung Vermögensteuer. Und, oh Gott, ach, er redet ja noch. Ist ja, wird ja nicht mehr, oder wurde ja ursprünglich erhoben bis 1995 und dann, oder einschließlich 96, und dann gab es ja ein Verfassungsgerichtsurteil, das eben festgestellt hat, dass so wie sie bis dahin erhoben wurde, sie zu anderen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten innerhalb des Systems führt. Wenn man heute eine Vermögensteuer einführen oder wieder erheben wollte, die diesen Anforderungen genügt, dann müsste man sämtliche Vermögensgegenstände, die jeder von uns hat, jedes Jahr neu bewerten. Jedes Jahr ins Schlafzimmer kommen und gucken, ob das Bild noch da hängt und ob es vielleicht auf dem Kunstmarkt ein bisschen teurer geworden ist. Ja, da kann man stöhnen, aber das ist eben so. Das ist... Wie bitte? Das machen wir doch für die Versicherung auch. Da muss es ja auch bewertet werden. Also meine Versicherung bei mir nicht, ich habe das pauschal. Und das ist auch was anderes. Also das wäre die Anforderung. Natürlich kann man wahrscheinlich ein bisschen vereinfachen. Aber trotzdem, es gibt so viele Dinge, die sich nur schwer bewerten lassen. Das ist ein so großer Aufwand, dass sie schon deswegen schwer zu erheben ist. Kommt jetzt der aber noch Picasso. Ein anderer Aspekt. Es gibt eben auch Studien, wenn ich da mal eine zitieren darf, die eben sagen, ja, man könnte, wenn man zum Beispiel eine einprozentige Vermögensteuer erheben würde, ungefähr 20 Milliarden Euro Vermögensteueraufkommen kreieren. Aber die Wohlfahrtsverluste insgesamt, die dann dazu führen würden, dass weniger investiert wird und, die würden bei anderen Steuerarten zu noch größeren Verlusten führen. Das heißt, per Saldo würde der Fiskus weniger einnehmen und insgesamt wären wir alle ärmer. Also ist auch kein Gewinnerthema. Ich kenne die ganzen Ausnahmen zu Genüge und verstehe auch viele davon. Aber nochmal, also mich würde wirklich Ihre Meinung interessieren. Finden Sie es persönlich besser, Arbeit hochzubelasten als Vermögen? Ist gar nicht die Lösung, mit der wir in die Zukunft gehen? Steuern sind rau. Praktikable Möglichkeit. Bei den Prämissen, die ich eben geschildert habe, so eine Vermögensteuer sinnvollerweise zu erheben. Das ist doch ein Wort. Ich sehe keine praktikable Möglichkeit. Das war sein Wortlaut. Bei seinen guten Prämissen. Genau.
auch so ein konservatives Argument. Er zieht aber auch das Best-of-konservativer Steuerargument heraus. Ne? Also wirklich jeden Kram, wie soll man denn Vermögen besteuern, wie soll das denn gehen, bla bla bla. Also wirklich, wirklich. Ich meine auch mit dieser, ne, sie bringt ja mit der Versicherung und dann sagt er, ich werde pauschal, aber auch bei der Pauschal, und auch bei der Pauschalbewertung heißt ja, es basiert auf einer Prämisse, sonst könnte ich einfach meine Versicherung belügen und so weiter. Also wirklich, der Dude, der ist da echt, echt krass unterwegs. Also der haut die Dinger aber auch echt raus. Ja, aber wäre da wieder der Frame der ökonomischen Macht, dann wäre es auch schwierig für ihn wieder zu argumentieren, zu sagen, ja, ökonomische Macht ist natürlich schwierig, wenn jetzt die Demokratie gefährdet ist, aber wie sollen wir das denn herstellen? Also es geht gar nicht. Also letztendlich argumentiert er ja, dass Demokratie gar nicht möglich ist. Das ist sein Ansatz. Ja, tatsächlich muss man das rausarbeiten. Das stimmt. Er hat von vornherein gesagt, das ist kein Problem. Umverteilung, nö, brauchen wir nicht. Und das schwingt jetzt die ganze Zeit so mit, ne? Das ist die Basis, von der er jetzt weiterhin argumentiert. Und das Thema ökonomische Macht und Demokratiegefährdung steht jetzt zumindest hier im Q&A nicht mehr im Raum. Ja, stimmt. Stimmt. So, schauen wir mal. Ich habe noch zwei. Ich kann leider nicht alle rannehmen. Als wir dann Mindestlohn noch nicht hatten, also 12 Euro pro Stunde, viele sind in Deutschland sehr reich geworden. Ich bringe Beispiele. Zum Beispiel dann... einmal hat man dann bei Maybrit Irner, glaube ich, war ein Bäcker eingeladen. Er hatte einen Laden gehabt und hatte aus einem Laden 5 Läden gemacht. Und als man ihn gefragt hat, warum wollen Sie nicht Mindestlohn bezahlen? Ja, da muss ich viele dann entlassen. Wie finanzieren Sie diese Leute? Ja, die hole ich vom Arbeitsamt und vor einem Jahr lasse ich sie arbeiten. 90% von Gehalt wird von der Arbeitsamt finanziert, 10% von uns. Nach einem Jahr, wenn wir damit nicht einverstanden sind, holen wir neue Leute. So. Und dann genauso mit Friseurläden. Man braucht nur, ja, gleich, ich will sagen, man braucht nur dann wissen, in welche Richtung man die Schere hält. Dann wusste man in Fleischabteilung, in Bauabteilung. Deswegen sage ich, viele sind doch so reich geworden. Und ich weiß nicht, ob viele auch jetzt Mindestlohn bezahlen oder nicht. Und dann in der Hotelbranche weiß ich, dass es noch nicht durch ist. Und daher dann frage ich mich, wieso die Probleme werden sozialisiert, ausgerechnet die Steuerzahler müssen dafür aufkommen. Und wenn es dann um Gewinne geht, wird es privatisiert. Und muss man dann fragen, dann warum jemand, der früher einen Bäckerladen hatte und warum jetzt 10 oder sagen wir die andere Beispiele, woher ihre Vermögen haben. Und deswegen frage ich Sie dann, ob Sie immer noch denken, dass dann Vermögenssteuer nicht gerecht ist. Danke. Geht an Herrn Franke, Roland, ja? Ja, Herr Franke. Ich glaube, er gibt ganz schmale Antwort. Es gibt immer krumme Einzelfälle. Das heißt nicht, dass man 80 Millionen Menschen mit einer Steuer überziehen kann. 4 Beispiele von 4 verschiedenen Bereichen gehört. Ich bin selbst von Baubranche. In Baustellen geht es immer noch so weiter. Es gibt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, wenn das hilft, aber es ist, glaube ich, kein Thema für eine Vermögenssteuer. Das ist jetzt. Letzte Frage von einem. Ja. Das ist übrigens auch, das muss ich mal ganz kurz, das hat ja gar nichts mit Schwarzarbeit zu tun, das Beispiel, das sie anbringt. Macht da auch wieder seinen Trick, ne? Also, das ist völlig legal, furchtbarerweise. Ich habe das ja selbst erlebt als Armutsbetroffener. Die Jobcenter vermitteln dich in furchtbare Stellen und deren Geschäftsmodell ist schon so ausgelegt, dass sie dich nur für die Zeit behalten, in der das Jobcenter einen Teil deines Lohns übernimmt. Und danach lässt man den Vertrag wieder auslaufen. Das Jobcenter kriegt die nächste Fuhre. Halbmix-mäßig williger Mitarbeiter schickt die nächste Fuhre dahin. Und er möchte das hier irgendwie in Schwarzarbeit schieben, was nichts damit zu tun hat. Es kann natürlich sein, dass er einfach sich da bei dem Thema nicht auskennt. Ja, ich glaube, der will auch derailen. Also ich glaube, für ihn ist es so, warum reden wir überhaupt darüber? Das merkst du mir auch, sein gesamter Habitus, ne? An der Stelle so verschränkt die Arme, geht es in sich rein, so, was redest du mit mir überhaupt darüber? Aber der Kern der Argumentation stimmt, ne? Er setzt sich die ganze Zeit dahin und tut so, als würden Familienunternehmen alles wären die Glückseligkeit Deutschlands. Aber ich meine, diesen Diskurs mit, also das war jetzt auch wieder vor kurzem irgendwie, die Unternehmen können sich die Mitarbeiter nicht leisten, weil man jetzt Mindestlohn zahlen muss. Und denkst du, ja, aber sind das halt scheiß Unternehmen. Also warum müssen die jetzt einen Profit bekommen,
Und die anderen Leute können nicht von dem Geld leben. Ja, aber das wäre, ja, ja, es ist schon, aber er ist echt eine harte Nuss. Also es ist wirklich sehr nussig. Also ich finde es schon echt, also der Typ macht einen echt, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das hier jemand hört, aber diese Familienunternehmensstiftungen, die sind auch ziemlich brutal. Also das ist schon Endgegnerstufe, was Lobby angeht, glaube ich. Also auch Kommunikation von denen. Also da gibt es so die ein oder andere Website, wo man echt vom Stuhl fällt, wenn man sich den Kram da durchliest. So, ich glaube, jetzt kommt die letzte Frage und dann haben wir es auch, glaube ich, durch. Wir haben das ganze Video geguckt. Jungen Herr. Ja, Quentin Marisch, ich bin Student in Politikwissenschaft. Meine Frage an Herrn Franke, denn Sie haben vorher zum Unternehmen Wirt gesprochen, als auch als Beispiel zitiert, das Unternehmen, das in der Nachkriegszeit gegründet worden ist, das sehr erfolgreich ist, 16 Milliarden und so. Und wir sprechen ja gerade über das zu steuern. Es ist ja ein guter Beispiel für eine Erbschaftssteuer, denn die Familie dieses Besitzer, die bald von dieser Gesellschaft erben wird, die hat ja nichts dafür getan. Und parallel dazu haben Sie gesagt, dass man die Wirtschaft fordern muss, damit alle so ein Unternehmen gründen können. Aber sehen Sie da keinen Widerspruch zwischen einer Familie, die ein Milliardenunternehmen erbt, und andere Personen in der Gesellschaft, die mit nichts anfangen und die fast keine Chance haben, so ein Unternehmen zu gründen? Ja, also um das nochmal deutlich zu machen, Herr Wirth hat ja sozusagen mit so gut wie nichts angefangen. Also von daher ist das krumme Einzelfälle für mich. Genau, ja. Finde ich wirklich toll. Also und dann hat er das, wir und dann das, hat er das, das. Und dann hat er geben das wir Möglichkeiten zu allen. Ja, und dann hat er das aufgebaut. Und noch haben wir die Eigentumsgarantie in unserem Grundgesetz. Und die Eigentumsgarantie heißt eben auch, dass wenn Herr Wirth heute auf die Idee kommen würde, das Unternehmen zu liquidieren, zu verkaufen, zu verschenken oder sonst irgendwas damit zu machen, dann stünde ihm das frei. Und warum soll er es nicht auch, wenn er das wünscht, vererben dürfen? Weil es also, für Ungerechtigkeit in unserer Demokratie. Aber genau dafür ist ja die Politik man merkt, die Prämisse da, dass man nicht nur macht, was man will, sonst ändert sich ja nichts. Ja genau, also die Frau hier hat es gewollt, hat auf seine Erbe verzichtet und das ist unglaublich, das ist gut, aber das machen ja nicht alle und dafür ist die Politik da, das ist der soziale Vertrag. Wir müssen Sachen einführen. Du willst einen Satz sagen? Ja, ich will nur einen Satz sagen. Nochmal ganz kurz, also er hat natürlich jetzt wieder die Eigentumsfrage aufgegriffen, die ja überhaupt nicht im Raum steht. Ja, es geht um Steuern. Ja. Stimmt. Ja, total. Ich fand, was ich nochmal spannend fand, war die Frage aus dem Publikum. Die ging ja so in Richtung, okay, wollen wir nicht die Startchancen für alle? Und deswegen, ne, Umverteilung und so weiter. Finde ich jetzt nicht so das beste Argument, ja, einfach aus dem Grund, weil man das schnell dann auch abschwächen kann und sagen kann, okay, Startchancen können wir auch über andere Wege schaffen. Bildung. Ja, ganz genau. Dann kommt sofort wieder Bildung und ja, Bildung höchstwahrscheinlich. Ganz genau. Dementsprechend würde ich das jetzt auch nicht empfehlen als Argument für eine Erbschaftssteuer. Ja. Aber ja, ich finde auch da ist es auch wieder etwas derailed. Also ich glaube, was da man auch merkt, und ihr habt das sehr deutlich gemacht, ne, dass diese Prämisse, die eigentlich Thilo am Anfang sehr explizit gesetzt hat, mit das ist gefährlich für unsere Gesellschaft, dass die ja komplett jetzt aufgelöst ist. Ne? Wie du sagst, ist an der Stelle wurde nicht über Demokratie diskutiert und über Ungerechtigkeit und so weiter, sondern es wurde über Chancengleichheit diskutiert, die, wie du richtigerweise sagst, das Klassiker-Argument ist Bildung und bla 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 und dann wird's schon wieder. Ja, an der Stelle ist es tatsächlich nicht mehr aufzufinden. Und Chancengleichheit ist doch eigentlich, wenn man es ganz hart nimmt, ein konservatives. Ja, ist FDP, ne? Genau, weil es geht ja darum, dass alle die Chance haben, dass es ihnen gut geht, aber halt nicht, dass es allen gut geht. Genau, das ist wie ich neulich schon bei dem Grimm-Stream sagte. Ein schönes Beispiel dafür ist hier in NRW hat die FDP sogenannte Talentschulen eingeführt. Das heißt, ein paar wenige talentierte Kinder aus unteren Einkommensgruppen haben jetzt, wenn sie dann erkannt werden als talentierte Kinder, die Chance auf so eine Talentschule zu gehen. Das löst ja das strukturelle Problem der Armut nicht. Ja, sondern ein paar wenige schaffen es dann vielleicht, wenn sie erwachsen sind, da raus. Ne? Ja. Und das ist aber deren Vorstellung von Chancengerechtigkeit. Für ein paar ermöglicht man es.
Ja, weil eben auch wieder Ungleichheit ist eben im konservativen Wertesystem gewollt und gewünscht und normal. Systemimmanent, ne? Also ja, die Idee ist ja sozusagen, wir sind Individuen mit unterschiedlichen Vorbedingungen, wenn man es böse nimmt, genetischen Vorbedingungen und so weiter und kulturell genetischen Vorbedingungen. Und dann differenziert sich das halt aus. Und wenn du, Dave, auf so eine Schule kommst und ich nicht, dann ist es, weil du das, ne, du hast ein Genie in dir und ich bin halt dumm oder was auch immer. Oder mittelmäßig. Und ich finde, das ist ja, was mich ja unglaublich politisiert hat, ist ja in der Beratung auch noch zu erleben, wie krass das ja in Organisationen stattfindet. Diese Idee des High Potentials, ne? Wir müssen die Guten hochziehen, zu Führern machen und die Schlechten raussortieren und so weiter. Das ist ja Basic Organisationstheorie heute. Und das findet sich halt überall wieder. Und das ist halt schon ziemlich traurig und erschreckend. Und das ist im Grunde das Narrativ, was dieses reaktionäre Narrativ, was einfach existiert. Ja, Chancen sind halt keine Garantien. Ja. Und Chance ist auch dieses, der eine ist halt schlauer und dann so und so. Und das sieht ja im Grunde halt wirklich einfach Menschen als ein System der radikalen Differenz vor, ne? Und dann ist ja noch das Argument, wenn du es halt nicht über Intelligenz machst, dann machst du es halt über Fleiß und über Ausdauer und über, keine Ahnung, Mindset und was weiß ich was. Ja, und dann landen wir an ganz komischen Orten des Internets irgendwann. Desaster hatte das mal schön bei 13 Fragen gesagt. Er meinte, ich will nicht, dass alle die Chance auf ein gutes Leben haben, ich will, dass alle ein gutes Leben haben. Ja. So gesagt, wer kann dazu eigentlich Nein sagen? Lass mich raten, ein Roland. So. Nein, der sagt doch nicht mal nein. Der glaubt, dass wir haben alle ein gutes Leben. Einige besser als andere, aber alle, es geht schon allen gut genug. So sieht er das. Es ist tatsächlich aber eine zentrale Aufgabe dann auch von Progressiven, dann diese Punkte herauszuarbeiten. Ne? Also vielleicht so ein Roland würde dann irgendwie Nein sagen, aber wenn man sich mal so die Masse der Bevölkerung anguckt, die würde eher nicht Nein sagen. Also warum sich ja viele von progressiven Positionen abgeschreckt fühlen, ist es eben, weil dann irgendwie ein zu starker Fokus auf ärmere Bevölkerungsgruppen ist oder weiß ich nicht, ne? Oder weil immer so dieser Fokus zu sehr auf, okay, wir nehmen den Reichen, was weg ist, und zu wenig dieses, okay, wir wollen eigentlich für alle die Garantie, wir wollen für alle ein gutes Leben, wird relativ selten gefahren, zumindest in den Debatten, die ich so beobachte. So, jetzt hatten wir noch eine Sprachnachricht, eine Sprachbotschaft, und ich glaube, ist es auch schon durch. Schauen wir mal. Danke. Beim Erben und bei der Erbschaft oder bei der Erbschaftssteuer geht es nicht um den Erblasser. Das heißt, Herr Wirth ist unwichtig. Es geht um diejenigen, die Erben werden. Die müssen die Erbschaftssteuer zahlen. Was Herr Wirth mit seinem Vermögen macht, darüber reden wir heute gar nicht. Ja, das überrascht mich nicht, dass der Einwand kommt. Der kommt ja oft an der Stelle. Nur, wenn Sie sich überlegen, was das in der Konsequenz bedeutet. Wenn der Erblasser davon ausgehen muss, dass er nicht mehr die Chance hat, sein Eigentum an die nächste Generation zu übergeben. Viele wollen das ja gar nicht, aber die meisten eben doch. Dann wird das zu Ausweichreaktionen kommen. Und ob wir uns die wünschen sollten, da habe ich große Zweifel. Schon wieder. Das hat Spaß gemacht. Ich musste leider zum Ende kommen. Ich hätte gerne noch länger gemacht, aber wir hatten eigentlich bis 20 Uhr geplant. So. Ich hatte bestimmt gleich Ärger. Können wir pausieren? Das war es ja dann auch mit der Sendung. Ich finde, das letzte Argument war wieder der Klassiker, ne? Also im Sinne von, ja, wenn wir das zu hart regulieren, dann werden die kriminell und machen dann kriminelle Sachen mit ihrem Geld und hauen ab oder was auch immer. Und ich finde, dieses Argument in einer Runde, wo auch, ne, wo es ja um politische Themen geht, das kann man doch nicht hochkommen lassen. Also, das ist das dümmste Argument überhaupt, zu sagen, Leute verhalten sich dann gegen die Regeln. Also müssen wir die Regeln so machen, dass sie das gut finden, die Regeln. Das tut mir immer in der Seele weh, wenn so ein Argument hochkommt. Ja, man könnte da natürlich den Konservativen mit seinen Werten konfrontieren und sagen, ihr seid doch sonst immer so sehr für Rechtsstaatlichkeit. Wir ja, ne? Aber die anderen ja nicht. Ja. Wieso ist hier, darf der Rechtsstaat hier ausgehebelt werden an dieser Stelle? Ne? Ich habe noch mal eine andere Kleinigkeit jetzt noch mal zum Abschluss. Was mir aufgefallen ist, auch an unserem eigenen Verhalten, wie heftig aufwendig man sich an einem so einem Typen abarbeitet. Also dieses, man hat ja gleich immer das Gefühl, ich muss das jetzt debunken, was der sagt. Ja, und ich glaube, ein Stück weit stimmt das auch. Aber ich glaube, wir täten uns alle auf der progressiven Seite so einen kleinen Gefallen, wenn wir das Debunking ein bisschen reduzieren würden und dafür eigene Sachen erzählen.
Das ist ja die Essenz von heute, oder? Ja, ich hoffe, das ist die eine Botschaft, die angekommen ist. Genau, also wirklich nicht mit der Gegenseite zu sehr beschäftigen und einfach mal so hart, wie das Roland heute gemacht hat, einfach mal hart ignorieren und einfach mal so die eigene Narrative auspacken. Kann man auch mal bringen, finde ich. Und dann gucken, was passiert. Aber was ist denn euer beide oder unser gemeinsamer, jeder kann ja seine Perspektive einbringen, Gesamtfazit dieser Sendung? Also ich war ja sehr überrascht. Ich hätte das nicht erwartet. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie in einem Chat geschrieben, wo ihr alle drin seid und meinte so, ihr müsst euch das angucken. Das geht ab. Ich glaube, Martha, du hattest doch ein paar Notizen hier gemacht zu der Runde im Allgemeinen. Aber ich glaube, also warum halt diese Idee auch zu dem Stream gekommen ist, eben weil es so ein seltener Moment ist, wo tatsächlich mal ein progressiver Frame gesetzt wird und auch gehalten wird und durchgezogen wird. Und man hat auch gemerkt in der Fragerunde, sobald dieser Frame nicht mehr da ist und die Debatte nicht mehr sich darum dreht, die Demokratie zu schützen, fällt es Roland oder wem auch immer, Konservativen, deutlich einfacher, die eigenen Frames zu halten und eigene Punkte anzubringen und auch dadurch viel vertrauenswürdiger und besser rüberzukommen. Und es ist meistens eher andersrum. Also meistens eher so, dass die Konservativen, die Progressiven mit ihren Frames in die Ecke drängen. Das kann man bei allen möglichen Talkshows beobachten. Mhm. Und deshalb ist diese Sendung so besonders und deshalb auch erwähnenswert. Wir haben uns ja auch zum Ziel gesetzt, also bei progressiver Perspektive wenig oder eigentlich gar nicht die Konservativen weiter zu analysieren, weil das bringt nicht viel. Also dadurch ändern wir nichts, sondern wir müssen tatsächlich anfangen, als Progressive uns unsere eigenen Werte bewusst zu werden und diese dann auch zu kommunizieren und alle Fakten, die wir haben, innerhalb dieser Werte einzuordnen. Ja. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, also was mir besonders gut an der Debatte gefallen hat, ist eben, war wirklich die Moderation, weil das sehen wir tatsächlich sehr selten, dass jemand auch der Moderator oder die Moderatorin Haltung bezieht und eine progressive Haltung einnimmt. Also die haben alle mal eine Haltung, aber in der Regel eine konservative. Und dass es deswegen auch eine Chance gibt, dass eine Debatte in eine progressive Richtung gelenkt wird, so wie das Thilo super gemacht hat, indem er immer wieder auf die Demokratiegefährdung und die Ungleichheit zu sprechen kam. Das kann man natürlich nicht erwarten. Deswegen ist es eben umso wichtiger, dass es dann von den PodiumsteilnehmerInnen stattfindet, die dann ja auch hoffentlich progressive Werte vertreten. Mhm. Ja, also ich fand es, für mich war es super spannend, das mit also wie gesagt, ich das mir anguckt, ich fand es nochmal super spannend, das mit eurer Perspektive zu sehen. Ich hoffe, wir hatten ja Martina und Tilo auch hier im Chat, dass ihr das ein oder andere auch dazu rausziehen konntet. Das war eine super spannende Runde, sehr viele Fragen. Und ja, Dave, wie war denn dein Gesamtresümee? Ich habe viel gelernt. Du als technischer Mann hier. Ach ja, gut. Also ich habe viel gelernt selber. Auch nochmal, ich muss natürlich nochmal reflektieren, aber tatsächlich, was ich gerade schon sagte, so ein bisschen mich auch selber am Riemen reißen. Ich bin ja auch immer jemand, der sehr schnell kritisch wird und dann am liebsten die Gegenposition auseinanderbaut. Aber ich erzähle keine eigene oder wenig eigene. Und da kann ich nochmal an mir selber arbeiten, auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, wir weisen jetzt noch mal darauf hin, dass uns im nächsten Jahr die Veronika Grimm persönlich besuchen wird hier im Stream. Oh ja, für die Menschen, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja diese Woche haben wir das Interview von Veronika Grimm, Wirtschaftsweise, und Tilo analysiert und dann hat sie uns zufälligerweise über Twitter geschrieben, dass sie doch gerne mit uns einen gemeinsamen Termin machen würde und wir werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres irgendwann mit ihr ein Gespräch führen, basiert im Grunde auf den Stream, den wir gemacht haben. Außerdem diese Woche, nächste Woche, ich weiß gar nicht, ist eigentlich schon diese Woche wieder, ist es Dienstag oder Mittwoch? Ist hier 20:45 der Stream mit Jens und Patrick. Da geht es ja wieder um, diesmal wieder um Lösungen rund um die Klimakatastrophe.
Das ist, glaube ich, der letzte Stream dieses Jahres. Und dann, wie gesagt, nächstes Jahr steigen wir dann ein in neuen Themen. Ich glaube, ein paar Critical Infinity Skits werden noch kommen. Mal schauen, in welche Richtung es geht. Ansonsten nochmal euch beiden vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit Thilo fragt, wann Katharina Beck? Das kommt auch im Januar. Sorry, das habe ich vergessen. Katharina Beck, dafür haben wir uns nochmal, wollen wir uns mal eine extra Runde drehen, die ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Spannend ist ein nettes Wort. Spannend, spannend. Das hat mir sehr viel grünen Framing kaputt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber anderes Thema. Genau, das kommt Anfang nächsten Jahres, auch im Januar, wahrscheinlich der erste Stream, den wir im Januar machen werden. Ansonsten, ich werde dabei zu sagen, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ich will nochmal darauf verweisen, auf eure Website, das ist progressive-perspektive.de. Ich würde euch, also jedem, der das heute interessiert hat, habe ich es richtig gesagt? Org ist die Endung, O-R-G, ja. Kannst du sie vielleicht nochmal in den Chat posten? Die ist jetzt ganz weit nach oben gerutscht. Ja, die ist immer ganz nach oben gerutscht. Da ist sie. So, dann, genau progressive, also für die Menschen, die hören und nicht das gerade hier live sich angucken, progressive-perspektive.org. Dort arbeitet ihr an unterschiedlichen Sachen rund um progressive Narrative und Framings. Ihr habt auch eine Art so Handbuch, ne, dazu geschrieben, wie man da in dem Kontext arbeiten kann. Vielen Dank euch beiden. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Das wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ja, allen anderen Menschen, die fast 4 Stunden durchgehalten haben, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure Zeit. Und bleibt alle gesund. Dann. Vielen Dank euch. Frohe Weihnachten. Ciao. Und.